Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Ja, arm zu sein, jeden Euro umdrehen zu müssen, nur die billigsten Lebensmittel kaufen zu können, das ist immer schlimm. Aber im Alter so arm zu sein, das klingt nach blankem Horror. Es ist Horror. Die Pflegedienstmitarbeiterin Nathalie Klaassen kennt das aus ihrer täglichen Arbeit, bei der sie versucht, ihren Alten zu helfen, wo es geht. Es könnte aber auch ein Blick in die eigene Zukunft sein, wenn sie an ihre letzte Renteninformation denkt. Die bittere Frage dann, wie sie eben selbst mit 1100 Euro auskommen soll und ob sie es bis 67 schafft in diesem Beruf, um dann eben diese 1100 Euro zu bekommen. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie bei Nathalie Klaassen die Schlagzeilen der letzten Tage ankommen. Rente ab 70, Riester-Rente gescheitert. Nur noch ein Drittel der Deutschen glaubt, von der gesetzlichen Rente im Alter gut leben zu können. Tja, was braut sich da zusammen? Unser Thema heute jung, morgen arm, schuften für eine Mini-Rente. Das sind unsere Gäste. Lenke Steiner. Die FDP-Politikerin und Unternehmerin stellt fest, bei der Rente denken die Alten gern nur an sich. Und meine Generation geht leer aus. Wir haben doch schon heute in Wahrheit viel mehr arme Junge als arme Rentner. Ralf Stegner. Der stellvertretende SPD-Chef stellt klar, Rente ist keine Sozialleistung nach Kassenlage, sondern der Ertrag von Lebensleistung. Deshalb darf das Rentenniveau nicht noch weiter sinken und eine neue Flut von Altersarmut auslösen. Jens Spahn. Der CDU-Abgeordnete und Finanzstaatssekretär entgegnet, wer nach der Rente mit 63 auch noch ein höheres Rentenniveau fordert, bekommt kurzfristig Applaus, verschärft aber die Probleme massiv. Denn wer soll das bezahlen? Ulrich Schneider. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Der Paritätische ist überzeugt. Die Politik hat die gesetzliche Rente in den letzten Jahren bewusst geschwächt. Dabei hat doch kaum ein Geringverdiener so viel Geld, um noch privat vorzusorgen. Hermann Josef Tenhagen, der Chefredakteur des Online-Verbraucherportals Finanztipp, warnt, man darf private Vorsorge wie die Riester-Rente nicht pauschal verurteilen. Denn gerade Geringverdiener sollten sich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen und können beim Riestern tatsächlich Gewinn machen. Herr Tenhagen, ich glaube, wir sollten am Anfang gleich mal was klären. Wer hat tatsächlich mehr Probleme mit dem Thema Rente? Diejenigen, die jetzt oder schon sehr bald Rente bekommen oder diejenigen, die gerade im Beruf gehen, die arbeiten müssen, um die Zusatzleistung oder manche sagen auch Geschenke zu verdienen? Diejenigen, die in Zukunft, in fernerer Zukunft in Rente gehen, werden die größeren Probleme haben, weil man mit den Löhnen, die man heute verdient, häufig relativ wenig Rente bekommt. Ich mache es ganz klassisch. Mindestlohn ist ja gerade erst eingeführt, ist ja ein Fortschritt, 8,50 Euro. Mit den 8,50 Euro müssen Sie 63 Jahre arbeiten, Vollzeit, um so auf ein Niveau zu kommen einer Grundrente. 63 Jahre Vollzeit arbeiten, wenn Sie mit 16 anfangen, sind Sie mit 79 fertig für die Rente. Und Grundrente heißt in Euro? 840 Euro im Monat. So, wenn man sich das mal vor Augen hält, Herr Spahn, dann die Frage, Sie haben vor kurzem die größte Rentenerhöhung seit langem verkündet, 4,25% im Westen, fast 6% im Osten. Gleichzeitig denkt Ihr Chef, Sie sind Staatssekretär bei ihm, denkt Herr Schäuble über eine Rente, ich sag mal jenseits der 67, manche sagen Rente mit 70 nach. Darf ich das, wenn wir Herrn Tenhagens Äußerungen mal dazu nehmen, darf ich das so übersetzen? Die Jungen sollen länger arbeiten, damit die aktuellen Rentner nächstes Jahr brav Union wählen, SPD wählen? Naja, das, erstens mal die Rentenerhöhung, die große kommt ja daher, weil die Löhne stark gestiegen sind. Die Löhne steigen, weil die Wirtschaft sich gerade super entwickelt und dadurch können eben Arbeitnehmer und Rentner jetzt auch davon profitieren. Zeigt übrigens, die beste Rentenpolitik ist eine gute Wirtschaftspolitik, weil dann leitet sich der Rest daraus ab. So, und was die Frage angeht, was ist mit den heutigen Rentnern und den künftigen Rentnern, haben wir ja eigentlich einen großen Kompromiss in Deutschland gefunden in den letzten 15 Jahren, dass die Jüngeren tatsächlich werden länger arbeiten müssen. Wir werden ja Renteneintritt mit 67 und uns langsam hinarbeiten
bis 2030, dass sie relativ höhere Beiträge zahlen, dafür eine geringere gesetzliche Rente kriegen, dafür privat vorsorgen müssen. Und die Rentnergeneration hat mit beigetragen, indem sie auf einen Teil von Rentenerhöhungen in den letzten Jahren verzichtet hat. Das war sozusagen das große Kompromisspaket, um Ältere und Jüngere zusammenzubringen. Und das sollten wir jetzt im Grundsatz auch nicht aufschnüren. Die Rentendiskussion ist da. Und wenn nur, wenn ich eben zu dem länger arbeite, die Lebenserwartung in Deutschland steigt jeden Tag, je nachdem, wie Sie rechnen, um 4 bis 5 Stunden, jeden Tag. Dass Sie von diesen 4, 5 Stunden mal 20, 30 Minuten arbeiten müssen, um die anderen 3,5 zu finanzieren, ist, glaube ich, was man verstehen kann. Und wenn Sie mal schauen, wie geht's heute einem 70-Jährigen? 70% der 70-Jährigen sagen, ich fühle mich wie 50. Es ist so. Sie wissen, was gerade Männer im Alter so alles behaupten. Ja, aber wir merken doch, viele werden fitter, älter. Und viele können sich auch vorstellen, länger zu arbeiten. Viele machen das im Übrigen auch freiwillig mittlerweile. Und wir reden heute ja über eine Zeit von 2030 und danach. Auch bis dahin wird sich Arbeitswelt verändert haben. Und insofern nach 2030 drüber nachzudenken, wenn wir länger leben, einen Teil davon auch arbeiten zu müssen, halte ich eigentlich nicht für so unlogisch. Frau Steiner, Sie sind Unternehmerin und Rentenzahlerin. Sie zahlen in die gesetzliche Rentenkasse ein als Unternehmerin. Warum Sie das tun, können wir gleich noch besprechen. Aber was vermuten Sie, warum ausgerechnet jetzt wir plötzlich wieder eine Rentendiskussion führen? Am Hals haben. Na, die letzte große Rentenreform hatten wir zur letzten Wahl. Jetzt sind wir in 2016. Nächstes Jahr steht die Bundestagswahl vor der Tür. Ich glaube, wenn man so die Koalition weiterführen will, muss man teure Rentengeschenke machen. Das planen die im Moment. Und ich sage ganz ehrlich, als Vertreterin der jungen Generation, als Stimme der jungen Generation, sehe ich für uns ganz finstere Zeiten auf uns zukommen. Frau Steiner hat es gerade angesprochen, Herr Stegner, ist ja nicht so, als wenn es nichts gegeben hätte für Rentner. Ja? Vieles ist da passiert, Rente mit 63, ein Erfolg, wenn es denn einer ist, der SPD. Und trotzdem, Ihre Partei, die SPD und gerade die Linken in der SPD, die sehen Probleme bei der Rente. Reden die nicht damit eigentlich das schlecht, was die SPD auch mit erreicht hat in dieser Koalition? Nein, wir haben in der Tat einiges durchgesetzt und ich finde das auch richtig, dass Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, dass die abschlagsfrei in Rente gehen können, wenn sie mit 63 gehen oder künftig mit 65. Und auch die Mütterrente war vernünftig. Sie ist nur falsch finanziert. Sie dürfte eigentlich aus Beitragsmitteln, sie müsste aus Steuermitteln bezahlt werden, weil das eine Leistung der ganzen Gesellschaft ist. Aber gerade weil ich Frau Steiner ausdrücklich recht gebe, dass das natürlich etwas sein muss, was für die jüngere und für die ältere Generation was Gutes ist, muss man natürlich feststellen, dass eine jüngere Generation, wo ja viele dabei sind, die nicht Akademiker sind und 29 in den Beruf gehen, hohes Gehalt haben, hohe Lebenserwartung haben, sondern die mit 15, 16, 17 in den Beruf gehen, entweder auf dem Bau arbeiten oder in der Pflege oder andere Dinge machen, die haben dann ein paar Jahrzehnte gearbeitet. Sie sprechen gerade über unsere Frau Klaassen, werden wir gleich kennenlernen. Die hat mit 17 angefangen zu arbeiten. Deutlich länger gearbeitet als andere, deutlich niedrigeres Gehalt als andere. Und leider auch eine niedrigere Lebenserwartung, denn die Lebenserwartung steigt hauptsächlich für die, denen es besser geht. Sie insgesamt, für alle. Nein, insgesamt ist es so, der Unterschied zwischen Gutverdienern und Geringverdienern, was die Lebenserwartung geht, ist traurigerweise wirklich viele, viele Jahre auseinander. 10 Jahre. Ja. Was ja auch teilweise daran liegt, dass sie körperlich hart arbeiten müssen. Und in so einer Situation ist doch das Beste, was einem jungen Mensch passieren kann, dass er mit dem, was er da einzahlt und mit seiner Arbeit einzahlt, dass das so wertgeschätzt wird, dass am Ende etwas herauskommt, wovon er auch leben kann oder sie den Lebensstandard halten kann, nicht Einschränkungen machen muss. Das, finde ich, wäre gerecht, dieses durchzusetzen. Darum geht es. Es geht eigentlich um Respekt für Arbeit und um den Ertrag von Lebensleistungen. Es geht nicht um Sozialleistungen, die wir uns jetzt leisten können oder nicht. Und junge Menschen, nebenbei bemerkt, die freuen sich auch, wenn sie ihre Eltern oder Großeltern gut versorgt wissen. Das ist nämlich auch ein Teil davon. Das heißt, wir reden nicht von Generationen freuen kann man sich aber nur, wenn man Luft hat, sondern sich zu freuen. Aber ich glaube, dass ein System, wenn ich das mit dem Satz noch zu Ende sagen darf, ich glaube, dass ein System, wo Menschen für Menschen eintreten, die Jüngeren für die Älteren, die Arbeit haben, für die keine haben, die gesund sind, für die krank sind, immer noch die beste ist Solidarität in unserem Land. Herr Stegner, ich stimme insofern ja überein, ne? Dass gerade wir als junge Generation wollen unsere Eltern gut versorgt wissen. Wir wollen auch unsere Großeltern gut versorgt wissen. Aber das, was Sie vorhin wieder angesprochen haben, und es wird immer der Bauarbeiter genannt oder auch die Pflegekraft, die wird im Zweifel diese Jahre, die Sie vorschlagen, nicht durchhalten. Und wer wieder auf der Strecke bleibt, sind die, die es wirklich brauchen, nämlich die, die eine Erwerbsminderungsrente kriegen müssen. Und die ist wieder nicht im Vordergrund. Letztes Mal haben Sie 800 Millionen ausgegeben, im Vergleich zum kompletten Rentenpaket ein Witz.
Aber ganz kurz Herrn Schneider mit in die Runde nehmen, dann kann es gleich weitergehen. Nochmal die Frage eben, ich habe Herrn Stecker gefragt, ob Sie nicht eigentlich die Leistung der SPD selbst kleinreden. Ich frage Sie mal, Mütterrente, Rente mit 63, Lebensleistungsrente, was das ist, werden wir gleich nochmal sehen. All das müsste doch eigentlich einen Paritätischen auch mal zu einer kleinen Kniebeuge veranlassen. Na, die Mütterrente, die war ja, wie man so schön häufig sagt, alternativlos. Deshalb, weil es vor dem Grundgesetz nicht mehr lange machbar gewesen wäre, dass die Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, anders behandelt werden als die, die nach 92 geboren wurden. Also das war auch der teure Brocken. 6 Milliarden im Endausbau kostete das. Bei der Rente mit 63 haben wir nie einen Hehl draus gemacht. Es sei allen gegönnt, aber war die falsche Priorität. Wir wurden insbesondere ja, oder haben Menschen einen Vorteil bekommen, die ohnehin ganz gute Renten haben, die auch wirklich lange einzahlen konnten. Und man kann nicht sagen, dass die alle plötzlich nicht mehr arbeiten können. Denn viele Erzieherinnen, Pflegekräfte, die kommen nicht auf so viel Beitragsjahre, obwohl sie auch so einen Bonus benötigt hätten. Also viele haben dann nur 30, 40 Jahre und kommen nicht in den Genuss. Von daher denke ich, erstens mit der Gießkanne, das war falsch. Zweitens, war ja nicht für alle, es war für eine bestimmte Generation. Es war ein Privileg für 50 plus sozusagen. Und das Dritte war, dass wir eigentlich zu dem Zeitpunkt bereits andere Sorgen hatten, nämlich eine zunehmende Altersarmut. Und diese Rente mit 63 ging daran, so sehr wie es allen gegönnt sei, ich wiederhole es, ziemlich vorbei. Das Problem ist doch, dass wir jetzt schon wieder, Herr Stegner hat ja schöne Prinzipien aufgestellt, da kann jeder applaudieren, weil das ist ja erstmal so allgemein. Aber jetzt reden wir wieder über die Gießkanne. Sie wollen das Rentenniveau erhöhen, und zwar jetzt. Sie sagen ja, das, was Sie entschieden haben, Rot-Grün damals, wir haben es mitgetragen, so um 2004 rum, dass es für alle mehr Rente geben soll. Entschuldigung, das ist ja das, was Sie... Können wir uns auf eins einigen? Ich verspreche Ihnen, wir reden über das, was Sie gerade sagen, anhand eines konkreten Beispiels, damit man es als Zuschauer Rente ist, was sehr kompliziert ist. Haben wir nochmal beim Recherchieren. Gestatten Sie mir einfach, dass wir gleich dahin gucken und dann haben Sie ausführlich Zeit, nochmal die Gießkanne versus Einzelbetrachtung zu bringen. Lassen Sie uns erstmal gucken, dass wir die Stichworte nach und nach abarbeiten. Sie haben am Anfang gesagt, wir haben klar gemacht, das Rentenniveau kann man so nicht beibehalten. Das war eine klare Aussage und man wird privat etwas dazu tun müssen. Rente ist kompliziert und gleichzeitig hochemotional. Wir erleben das gerade hier, weil sich da eben die Grundfrage der Gerechtigkeit dran festmachen kann in einer Gesellschaft und übrigens auch die Glaubwürdigkeit der Politik. Da wird es sehr interessant, wenn man eben an das Thema Rente, speziell Riester-Rente, denkt. Wir müssen damit leben, dass wir mehr privat vorsorgen müssen. Dabei wäre es ganz einfach, meine Damen und Herren. Sagen wir doch den Menschen, es ist private Vorsorge notwendig, um einen angemessenen Lebensunterhalt im Alter zu haben. Wir wollen den Menschen in diesem Lande ja sagen, ihr braucht als zusätzliche Säule die private Vorsorge. Viele Menschen haben damals auf die Politiker gehört. Die Riester-Rente wurde ein echter Bestseller. Mit mehr als 16,5 Millionen Verträgen seit 2002 ist sie eines der meistverkauften Versicherungsprodukte weltweit. Und heute? Wenn Politiker über die private Vorsorge reden, hört sich das so an. Die hochfliegenden Erwartungen, die Anfang der 2000er Jahre mit der Riester-Rente verbunden waren, die sind eben nicht eingelöst worden. Insbesondere die Kleinverdiener haben die Riester-Rente nicht abgeschlossen. Und deswegen sehe auch ich Handlungsbedarf. Horst Seehofer sagt's in einem Satz. Die Riester-Rente ist gescheitert. Wir haben es gerade erlebt, der frühe Seehofer hat sie gefordert. Der aktuelle Seehofer sagt, Riester-Rente gescheitert. Herr Spahn, welcher Seehofer hat denn recht? So gesehen hatte der ältere, also der frühere Seehofer, der jüngere sozusagen, Seehofer recht. Ich halte das Signal, einfach zu sagen, die Riester-Rente ist gescheitert, für fatal. Wir haben 16 Millionen Verträge, es werden aktiv gerade 12, 13 Millionen bespart. Das sind Menschen, die haben was richtig gemacht, weil sie gesagt haben, ich spare zusätzlich was dazu, ich sorge privat vor und denen sollten wir jetzt nicht was anderes suggerieren. Natürlich kann man beim Riester drüber reden, was können wir noch besser machen, was ist mit den Vertriebskosten, wie können wir zu einer besseren Rendite kommen. Aber insgesamt, das ist vorbei. Insgesamt ist es so, dass jemand, der dort spart, am Ende mehr hat, als wenn er nicht gespart hätte. Und zum Zweiten, vor allem ist es auch so, dass wir Geringverdiener erreichen. Es wird ja immer so suggeriert,
45% derjenigen, die Zulagen kriegen, haben ein Einkommen von unter 20.000 Euro. Das ist, glaube ich, unterdurchschnittlich. Ja, von denen, die Zulagen kriegen, ist ja nur ein Viertel. Von denen, ja, wir reden doch über die staatliche Förderung. Ich werde es gleich mal wir da erreichen. Ja. Wir haben 60% von denjenigen, die Zulagen kriegen, haben unter 30.000 Euro, also auch noch unterdurchschnittlich. Natürlich erreichen wir nicht genug, wir erreichen, Herr Schneider, da stimme ich Ihnen zu, nicht genug Geringverdiener. Aber wir können darüber reden, wie wir Geringverdiener besser erreichen. Sie machen Zahlen. Aber pauschal zu sagen, sie ist gescheitert oder pauschal zu sagen, Geringverdiener würden wir nicht erreichen, setzt einfach ein fatales Signal, aber weil jeder, der zusätzlich privat vorsorgt, Herr Spahn, einen guten, Sie machen Zahlenakrobatik. Ein Drittel derer, die überhaupt Anspruch haben auf Riester-Rente, werden überhaupt mit aktiven Verträgen erreicht. Also das sind ja weniger als 16,5, weil von den 16,5 Millionen werden ja viele gar nicht mehr bedient. Das sind 14. Ich doch gesagt. Ja, Moment. Und von dem Drittel, klar. Dann haben Sie noch mal 40% von denen haben wenig Geld. Das sind die, die erreichen. Aber im Schnitt sind es gerade mal etwa ein Viertel derer, die wirklich wenig verdienen, die Riester abschließen. Und jetzt noch ein Satz. Wenn Sie sagen, da muss man nachsteuern. Sie steuern seit 15 Jahren nach. Seit 15, also was soll man zu einer Rente sagen, die seit 15 Jahren beworben wird, wo die Politik wirklich andauernd und permanent erklärt, bitte Riester, ihr müsst Riester, ihr werdet sonst altersarm, wo permanent nachgesteuert wird, wo einem alle Nasen lang irgendwelche Versicherungsvertreter an der Haustür stehen und trotzdem nur 30% abschließen, sowas nenne ich ein Totalflop. Ja, aber das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Also, soweit ich das wahrgenommen habe, in der öffentlichen Debatte immer gesagt, wir müssen die Dinge verbessern, aber nicht abschaffen. Also, private Vorsorge ist, glaube ich, schon richtig. Wir können ich halte es für falsch. Ich halte den Weg, der insgesamt eingeschlagen ist, das Rentenniveau zu senken, da sind wir wieder, und dafür privat vorsorgen zu lassen, für falsch. Ich finde diesen Diskurs sehr interessant, aber Herr Stegner bleibt ungewohnt ruhig dabei und lässt das ein bisschen an sich vorbeilaufen. Kann es daran liegen, dass Ihnen Herr Schröder rückwirkend etwas peinlich ist, der genauso wie Herr Seehofer dafür eingetreten ist, der auch gesagt hat, niemand wird am Ende weniger haben. Hat die SPD dieses Versprechen gebrochen? Ich glaube, dass nur der keine Fehler macht, der gar nichts tut oder in Fundamentalopposition ist. Ich glaube, dass die Erwartungen, die da geweckt worden sind, in der Tat falsch sind. Weil nämlich der Teil, den man braucht, insbesondere wenn jetzt auch das Rentenniveau noch sinkt, um das ausgleichen zu können, verlangt, dass man dann auch vorsorgen kann. Und bei den Geringverdienern ist das nicht der Fall. Meine Einschätzung ist, dass die Riester-Rente für die, die sie brauchen, die können sie sich nicht leisten. Die sich leisten können, brauchen sie nicht. Deswegen stimmt es zwar. Herr Stegner, Sie sind so jung und flexibel. Weil aber es nur den Halbsatz noch zu Ende. Gerne. Dass die Tatsache, dass viele Geringverdiener das machen, zeigt doch nur, dass andere es nicht brauchen. Aber ganz viele von den Geringverdienern können sich eben nicht leisten, das zu tun. Und das ist der jetzt, Kern. Herr Stegner, möchte ich Sie unterstützen. Hier ist ein Zahlenwirrwarr. Wir haben das ein bisschen kommen sehen. Und was ist eigentlich dran, dass die Falschen Riestern oder Riestern können? Schauen Sie sich dieses Verhältnis bitte an. Wahr ist, nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung verdienen über 45% aller Riester-Bezieher weniger als 20.000 Euro im Jahr, sind also Menschen mit geringem Einkommen. Wahr ist aber auch, diese Riester-Bezieher müssen nicht wirklich arm sein. Ein Beispiel, die riesternde Ehefrau eines sehr gut verdienenden Zahnarztes arbeitet einige Stunden pro Woche in der Praxis ihres Mannes. Dafür bekommt sie 450 Euro im Monat. Für die Deutsche Rentenversicherung ist sie damit eine Riester-Frau mit wenig Einkommen. Außer Acht gelassen wird allerdings, dass sie mit einem Spitzenverdiener zusammenlebt. Genau deshalb haben sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und die Freie Universität Berlin in einer gemeinsamen Studie nicht das Einkommen der einzelnen Riester-Sparer angeschaut, sondern das Einkommen der Riester-Haushalte. Ergebnis? 20% der gesamten Riester-Förderung gehen an Haushalte mit einem verfügbaren Nettoeinkommen von mehr als 45.000 Euro. An Haushalte mit weniger als 10.000 Euro fließen dagegen nur 2% der Riester-Förderung. Herr Stegner, erklären Sie es doch mal. Warum verschenkt der Staat, das sind wir, die Steuerzahler, warum verschenkt der Riester-Förderung, also Geld, an Leute, die es gar nicht nötig haben? Nehmen Sie das Beispiel, es muss nicht immer die Zahnarztgattin sein, die Steuerberatergattin, die Produzentengattin, was auch immer. Ich glaube, dass das zu den, Herr Spahn, auch ein Gatte kann es sein in sehr modernen Gatte Zeiten. Gatte oder Gattin hin und her, es ist eine Fehlentwicklung jedenfalls. Und das zeigt,
dass das Instrument mehrere Webfehler hat. Es hatte auch den Fehler, dass am Ende die privaten Versicherungskonzerne daran verdient haben. Ich finde, wenn man sowas macht und wir die Menschen dazu anleiten, soll nicht auch noch Geld für Gebühren draufgehen. Und ja, weil Sie mich darauf angesprochen haben, vielleicht sollten wir auch aufhören, Gesetze nach Politikern zu benennen. Das macht es ein bisschen leichter, sozusagen daran Kritik zu üben, egal wo der Mensch jetzt hingehört. Herr Stegner, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich von Ihnen erwarten kann, dass Sie diese Frage ehrlich beantworten. Wenn Sie da Schröder sehen, wenn Sie sich an Riester erinnern, dass die Versicherungswirtschaft das bejubelt und daran gut verdient, war das eine Überraschung, die über Sie hereingebrochen ist, die auf keinen Fall vorhersehbar war? Darf ich ehrlich sagen, mich hat das weniger überrascht als andere. Aber man hat ja gar nicht so gerne Recht in solchen Dingen. Denn natürlich hätte man sich wünschen können, dass wir eine Entwicklung haben, wo die gesetzliche Rentenversicherung in Ordnung ist, wo private Vorsorge dazukommt, wo Betriebsrenten da sind. Fakt ist aber leider, dass für viele gering, und Normalverdiener am Ende zu wenig rauskommt. Und das ist die Dramatik dabei. Und wir können es in Zeiten knapper Kassen auch nicht leisten, dass wir Mitnahmeeffekte haben, die gar nicht nötig sind. Denn die staatliche Förderung jedenfalls sollte sich auf die konzentrieren, die es brauchen. Aber Geschäftsführer des Paritätischen, gleich Herr Spahn. Ja, der Geschäftsführer des Paritätischen, lauter Fakten hier, ja. Bisher keine falschen. Der Geschäftsführer des Paritätischen hat auch geriestert. Oh Gott. Mit welchem? Was heißt das? Ja, wir haben mal recherchiert. Sie haben. Ja, ich hab mal sowas abgeschlossen. Habe auch nicht genau hingeschaut, weil ich dachte, wird das heißt, Sie machen gut alle ich Fehler. Ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ich habe also so ein Ding abgeschlossen und dachte, wenn der Staat solche Unmengen da reinzahlt und ich bin ja eigentlich eine Familie, die klassisch in Frage kommt, zwei Kinder, verheiratet, dachte ich, kann nur gut sein. So schreib mal und dann erst wirklich sehr viel später, 2-3 Jahre später in einer stillen Stunde, habe ich mich mal an den Schreibtisch gesetzt und ausgerechnet, wie alt ich denn werden muss, damit ich überhaupt meine Beiträge wiederkriege. Das war erschreckend. Ich musste, also an die 90 ging das ran. Das geht ja locker bei. Nein, eben nicht. Dann habe ich ich bin ja so ein genauer Mensch. Dann habe ich nachgeguckt, Sterbetafel, 1958 geboren, wie alt wirst du denn? Ja, so 83, da dachte ich, boah, echt, aber die Wette hast du jetzt schon verloren. Was haben Sie gemacht? Ich habe sofort, ich bin mit großen Verlusten da rausgegangen. Aber nee, einfach, das war ein Fehler. Nein, das war meine Psyche mir wieder. Ich habe gesagt, lieber einmal richtig ärgern und dann vielleicht noch mal abends mit essen gehen und dann die Sache vergessen. Aber wenn die jedes Jahr immer wieder abgebucht hätten, ich jedes Jahr immer wieder erinnert worden wäre, schmerzlich, was für ein Unsinn ich da gemacht hätte, ich wäre verrückt geworden. Ich bin da draußen und fühle mich besser. So, der Seehofer sagt, hier ist der Rente gescheitert. Herr Schneider fängt sehr spät an, genau zu rechnen, macht dann eine Trotzreaktion und Herr Tenhagen kollabiert beim Zuhören. Warum? Naja, also die Leute, die so einen Riester-Vertrag machen, auf der Sparseite, bis die 65 oder 67 sind, sehen die gut aus. Auch ein Herr Schneider hätte gut ausgesehen dabei. Auch die Leute mit einem niedrigen Einkommen, besonders die mit einem niedrigen Einkommen, sehen gut aus bis 65. Weil die staatliche Förderung in dem Bereich sogar besser ist als das, was die gesetzliche Rente macht. Die gesetzliche Rente ist doch diejenige, die so gemein ist zu den Leuten mit den niedrigen Einkommen. Ich habe es gerade vorgerechnet. 63 Jahre bei Mindestlohn Vollzeit arbeiten, um auf 800 Euro zu kommen. Und die Leute haben dann keine Chance. Das Problem für die Leute mit den kleinen Einkommen, und deswegen tun die das zum guten Teil auch nicht, vielleicht sogar aus vernünftigen Gründen, ist, wenn die da mal 65 sind und wollen das dann nutzen, wird das auf ihre Grundrente angerechnet. Das heißt, sie sind nicht Eis essen gegangen mit ihren Kindern und müssen hinterher sozusagen das auf ihre Grundrente anrechnen lassen und haben nicht mehr Geld in der Tasche. Stimmt, ja. Das ist ein Problem. Sie werden bestraft dafür. Ja, sie werden bestraft dafür. Und für die Leute, die drin sind, die heute drin sind, sich jetzt bloß nicht Kopfscheu machen lassen, weil diese Verträge sind zu einem guten Teil gut. Und wenn Sie 2002 abgeschlossen haben, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, kriegen Sie doppelt so viel Rente garantiert, als wenn Sie im letzten Jahr abgeschlossen haben. Wie bescheuert müssen Sie eigentlich sein, um einen Vertrag, der sowas Ihnen bietet, zu kündigen? So, ja, letzter Punkt noch. Und dann kündigt der Schneider auch noch. Also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, weil so ein Vertrag, da hat der Staat nämlich vorgesehen, dass wenn Sie sich über Ihren Anbieter ärgern und den doof finden und sagen, der macht das nicht richtig, dass Sie mindestens das wieder rauskriegen müssen, was Sie eingezahlt haben und was der Staat an Förderung dazugegeben hat. Aber nur, wenn Sie den Vertrag beitragsfrei stellen, dann muss nämlich dieser Anbieter mit 65 Ihnen das Geld wieder hinstellen. Wenn Sie kündigen, dann schenken Sie Ihrem Vertriebsheini, der Ihnen das verkauft hat, die 2000 Euro Vertriebsgebühr.
Ja, gerne. Wir sind richtig Erfolg der Versicherungswirtschaft. Ja, ich bin Opfer, gebe ich zu. Aber. Nee, wir sind Täter. Nein, wir sind Täter. Nein, ich vermittle irgendwie. Nein, aber das Problem ist doch wirklich, weil was Sie gerade erklärt haben, überfordert mich erstmal. Oh. Überfordert wahrscheinlich die meisten immer dieses permanente Kleingedruckte. Da kann so ein Fachmann wie Sie sich drin suhlen und sagen, wie schön, da finden wir noch ein bisschen von der normale Sparer will einfach eine gewisse Sicherheit. Er will nicht das Gefühl haben, permanent aufpassen zu müssen. Er will nicht das Gefühl haben, permanent übers Ohr gehauen zu werden. Er will nicht irgendwie permanent beworben werden, weil dann wird er ja schon misstrauisch. Und er will vor allen Dingen nicht, jetzt kommt's, eine Versicherung abgeschlossen haben, wo er deutlich älter werden muss als seine statistische Lebenserwartung, damit er überhaupt wieder Und deshalb ein weiterer Punkt, weshalb ich vorhin schon sagte, ich denke, Riester müsste man schlicht als Instrument jetzt auslaufen lassen. Nicht nur, dass es von den Zahlen her gescheitert ist. Es ist zu komplex und es ist überflüssig. Wir haben eine gesetzliche Rentenversicherung, die ist relativ einfach gestrickt. Dort zahlt man Geld ein, wenn es hier funktioniert. Und wenn der nicht permanent oder jährlich praktisch das Rentenniveau gesenkt würde, man weiß dann etwa, was am Ende rauskommt. Und das halte ich für ein klares System, was in jedem Fall unterstützenswerter ist als Riester. Herr Schneider, bevor Sie mit der Lösung kommen, müssen wir noch was klären. Also, es gab sehr unterschiedliche Anbieter für Riestern und da konnte man in den Moostopf greifen oder man konnte in den besseren Topf greifen. Dafür gibt es zum Beispiel auch Finanzberatung. Dazu gibt es Ihr Portal Finanztipp. Sie beraten Verbraucher, aber Kontaktvermittlungen, wenn ich über Ihre Seite gehe, die zu Riester-Renten führen, die werden Ihnen vergütet. Ist das richtig? Nicht unbedingt. Wir empfehlen bestimmte Anbieter in bestimmten Segmenten und manche von denen vergüten uns das und manche nicht. Es gibt zum Beispiel im Wahlkreis von Herrn Spahn die Volksbank Gronau-Ahaus. Die empfehlen wir als Banksparplan. Die vergüten das nicht. Okay. Es gibt die Hannoversche Leben, die empfehlen wir als Versicherung, die vergüten das auch nicht. Wir haben eine Fondsgesellschaft, die vergüten. Sie testen unabhängig und gehen dann auf die Banken zu und sagen, ihr seid die Guten, ihr könnt dafür auch gerne was ins Töpfchen tun. Genau. Okay. Und das klingt für alle Seiten interessant. Ja. Das ist interessant. Vor allen Dingen ist es dann interessant, wenn man den Herrn Schneider noch mal nimmt, weil der ja sozusagen, nachdem er nach 2 Jahren nach dem Vertrag genauer hingeguckt hat, hätte er sich doch mit der Sterbetafel doch bitte richtig beschäftigt. Ja. Weil dann hätte er gewusst, dass eine Sterbetafel, wenn er sozusagen 65 wird, vorsieht, dass er durchaus älter wird als 83 und dass er eine gute Chance gehabt hätte. Also Sterbetafel durchschaue ich schon, nur die Versicherung. Ganz wichtiger Punkt, ganz am Anfang. Und das ist, wenn Sie so wollen, ein richtiges Problem. Diese Riester-Rente ist nie gemacht worden, um Altersarmut zu verhindern. Ja, Moment mal. Sagt keiner. Nein, die SPD sagt es nicht, Walter Riester sagt es nicht. Es sagt niemand, die ist gemacht worden, um Versicherungsarmut zu verhindern. Die ist in erster Linie gemacht worden, um Leuten, die so ein Einkommen haben, wie man das bei VW hat, sozusagen als Facharbeiter, zusätzlich Geld für ihre Rente zu geben, weil die ja auch von den Rentenkürzungen dieser Jahre partizipiert. Über Riester, bei aller Liebe. Nein, also, da darf ich das nochmal sagen. Nein. Aber Herr Tenner, Schneider, ausschließlich eine Konzentration auf die gesetzliche Rente offensichtlich vorschlägt, da rollt es mir als junge Generation die Fußnägel hoch. Bevor wir in die Zukunft gucken, was besser wäre, lassen Sie uns diesen Riester-Block, weil 16,5 Millionen Verträge sind abgeschlossen und denen sollten wir etwas sagen. Sie haben einen Teil Ihres Geschäftsmodells offengelegt. Sie raten nicht kündigen, sondern drinbleiben. Ja, es sei denn, darf ich das so polemisch sagen, man kann sich diesen Wutanfall in einer Sache leisten, wie Herr Schneider. Ja. Er konnte für seine Seelenhygiene mal was auf den Kopf hauen. Damit er nicht hinterher sagt, Höflichkeit wird bestraft, ist er jetzt wirklich dran. Und dann sind Sie dran. Okay. Bitte, Herr Schneider. Also ich halte es fatal, einer Gesellschaft, in der bald auf 2 Rentner ein Beitragszahler kommt und wo deswegen das Rentenniveau sinken wird in eine bestimmte Richtung. Das haben alle gemeinsam beschlossen. Den Menschen zu sagen, wer privat vorsorgt, macht einen Fehler. Und das ist das, was Sie suggerieren. Nein, es ist politisch ein Fehler, dieses System zu fahren.
ganz fatal. Ich sage doch nicht, dass wir bei Riester mit Blick auf Geringverdiener noch eine andere Zulage machen können. Übrigens auch eine andere Information. Viele wissen gar nicht, wie viel Zulage sie kriegen können. Ja. Sie können bei einem Minijob, Alleinerziehende mit zwei Kindern, die nur in Anführungszeichen einen Minijob hat, mit 60 Euro Eigenbeitrag im Jahr 800 Euro kriegen, wenn die Kinder nach 2008 geboren sind, zusätzlich vom Staat. Das ist eine massive Unterstützung. Sie haben für Ihre zwei Kinder auch 300 Euro im Jahr zusätzlich gekriegt. Das hebt natürlich die Rendite. Das heißt also, so zu tun, dass jeder, der einen Riester abgeschlossen hat, insbesondere wenn er Kinder oder Familie hat, einen Fehler gemacht hat, ist einfach ein fatales Signal, was Sie hier senden. Moment, sondern wir müssen Moment. Eigentlich sagen, du hast im Grundsatz eine richtige Entscheidung getroffen. Wir müssen dafür sorgen, da bin ich übrigens bei Herrn Tenhagen, dass wenn du in die Grundsicherung kommst, weil du privat vorgesorgt hast, kannst du 50 oder 100 Euro, da können wir ja drüber reden, als Freibetrag behalten, damit du mehr hast als jemand, der nicht vorgesorgt hat. Den Anreiz kann man ja verändern. Ja. Aber hier eine Botschaft zu machen, der privat vorgesorgt hat, ist Zulage. Hat einen Fehler gemacht, halte ich einfach für eine fatale, für eine falsche Botschaft, weil wir gerade Geringverdiener und Familien mit den Zulagen erreichen. Aber die Botschaft, die ich aussandte, die Botschaft, die ich aussandte, war ja nicht, da habe ich ja korrekt auf Ihre Frage geantwortet, es ist nicht falsch vorzusorgen. Man muss heute vorsorgen. Wenn man die Wahl hat zwischen einem Lottoschein, einer VW-Aktie und einer Riester-Rente, ist es vielleicht ganz vernünftig, sogar die Riester-Rente zu nehmen. Nur, was ich gesagt habe, was falsch ist, ist politisch den Weg zu gehen, das Rentenniveau zu senken und die Menschen auf private Vorsorge zu verweisen. Das halte ich für fatal. Sie erwecken ja auch den Eindruck, Herr Schneider, dass das Sinken des Rentenniveaus zu massenweise Altersarmut führt. Nein, das habe ich bisher noch gar nicht gesagt. Ja, das werden Sie aber gleich wahrscheinlich sagen, weil sonst würden Sie es. Ja, aber warum sinkt das Rentenniveau? Das erklären Sie es uns. Das sinkt deswegen, weil wir zwei Sicherungssysteme sozusagen haben. Wir haben einerseits steuern wir über die Höhe des Rentenniveaus. Das heißt, wie viel kriegt jemand relativ zu seinem vorherigen Einkommen? Und das wird ja immer auf den Durchschnittsrentner, auf den Eckrentner, wie das so heißt, berechnet, der sowieso in der Welt nicht gibt, weil so wie es 20 Millionen Rentner gibt, gibt es auch 20 Millionen unterschiedliche Biografien. Und der andere Teil war, dass wir die jüngere Generation nicht überbelasten wollten mit den Beiträgen. Und für jeden Prozentpunkt mehr an Rentenniveau zahlt man 6 Milliarden Euro. 0,5 Punkte. 5 Euro pro 1000 Euro Verdienst. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen das Rentenniveau wieder bei 50% haben, wo es mal war, zahlt jemand mit 3000 Euro Einkommen 75 Euro mehr im Monat 2030. Aber das sollten wir dann so, Herr Stegner, darf ich noch mal sagen, ich bin hier Zuschaueranwalt. Das, was er gerade an Zahlen gebracht hat, ist genau dieser Punkt, wo Sie sagen, die SPD eigentlich eine Rolle rückwärts. Wir wollen die gesetzliche steigern auch wieder. Wir wollen sie festigen. Wir wollen ein höheres Rentenniveau. Was das bedeutet, und Herr Spahn hat gerade die Zahlen gebracht, das nochmal zum Erklären und Verarbeiten für unsere Zuschauer, dann sind Sie sofort dran. Das Niveau der gesetzlichen Rente darf nicht weiter sinken, sondern muss auf dem jetzigen Niveau stabilisiert werden. Klingt erst einmal gut. Das Niveau auf 47,8% zu stabilisieren, würde aber bis zu 18 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich kosten, sagt die Deutsche Rentenversicherung. Und sollte das Netto-Rentenniveau sogar auf 50% angehoben werden, wie es eine Gruppe linker SPD-Abgeordneter fordert, würden die Mehrkosten grob gerechnet bis zu 30 Milliarden Euro jährlich betragen. Der Rentenbeitrag für die Einzahler müsste dann allerdings von 18,7% schließlich auf über 24% ansteigen. Ein Durchschnittsverdiener würde dann allein für die Rente mindestens 75 Euro mehr pro Monat bezahlen müssen. Herr Stegner, haben Sie eigentlich keine Angst, dass jüngere Arbeitnehmer, auch SPD-Wähler sollen darunter sein, dass die sagen, haben wir verstanden, die Alten auf dem Sonnendeck und wir unter Deck am Rudern? Das wäre richtig, wenn es die heutigen Älteren betrifft. Aber wir reden genau über die Leute, die jetzt arbeiten sollen, dass die ein Rentenniveau am Ende bekommen, das vielleicht nur noch 42-43% ist. Herr Spahn und ich können uns das leisten. Das ist gar kein Problem. Aber wenn man ein Normal- oder Geringverdiener ist, kann man sich das überhaupt nicht leisten. Und dann geht das gar nicht, dass man in die Rente eingezahlt hat und am Ende so wenig rausbekommt. Und dann gibt es ja viele Menschen, die haben wieder eine Betriebsrente, die können nicht vorsorgen für private Vorsorge und die haben am Ende dieses Rentenniveau. Und man kann den Jüngeren ja anders helfen. Ich will Ihnen das mal ein Beispiel sagen. Man kann zum Beispiel sagen, diese Mütterrente bezahlen wir bitte aus Steuern, nicht aus Beiträgen. Ist schon wieder mehr Geld in der Kasse. Man könnte sagen, wir bezahlen Frauen gleich wie Männer. Die kriegen den gleichen Lohn und wir bezahlen Frauenberufe besser. Wir tun also was für Arbeit. Gute Arbeit, gute Rente. Schlecht bezahlte Arbeit, schlechte Rente. Das ist der Punkt. Und daran müssen wir was verstehen. Entschuldigung, Frau Steiner. Also,
wenn ich das alles so höre, sage ich ganz ehrlich, als Stimme der Jungen, der wird mir Angst und Bange. Also es ist insofern grausam, wenn ich mir anschaue, alleine was noch gar nicht gefallen ist, das niedrige Zinsniveau, das niedrige Umfeld. Alleine das ist ein Problem für die private Vorsorge. Wir haben überhaupt keine Chance mehr, privat vorzusorgen. Und schuld ist die EZB und schuld ist eigentlich auch in dem Moment der deutsche Staat, der sich nämlich gesund spart auf Kosten von uns, der jungen Generation. Wie sollen wir das denn leisten? Nein, aber jetzt, Lassen Sie doch Frau Steiner einfach mal, sie hat lange zugehört. Herr Schneider, ich habe Ihnen die ganze Zeit zugehört und kenne Ihre ganze private Vorsorge. Es freut mich auch sehr, aber es führt, hilft mir nicht. Ja, also ich glaube ganz ehrlich, es braucht mal eine komplette Rentenreform, wo alle was von haben, wo wir einen flexiblen Renteneintritt ermöglichen. Wir reden immer nur über Rente. Sie sagen eben steuerfinanziert, schuldenfinanziert. Es gibt zig Möglichkeiten der Finanzierung. Warum fangen wir nicht mal an, da, wo wir es brauchen, nämlich im Bereich der Bildung? Wenn wir anfangen, frühzeitig unsere Kinder in eine super Zukunft zu führen, dann können sie im besten Fall für sich selber vorsorgen und dann müssen wir nicht heute mit 80 Milliarden und mehr in die sozialen Kassen einzahlen. Aber liebe Frau Steiner, Sie haben völlig recht, dass wir einig sind. Wir müssen möglichst viel für Bildung tun. Sie werden mir wahrscheinlich auch nicht widersprechen, dass es richtig wäre, dass Frauen zum Beispiel Alleinerziehende oder andere besser gefördert werden, sodass sie das alles können. Und dass wir dafür sorgen, dass wir nicht nur Mindestlöhne haben, sondern dass die Arbeitnehmer gut verdienen, dass sie auch Beiträge und Steuern zahlen. Und wir sind sogar beisammen bei der Flexibilität. Aber die Flexibilität kann natürlich nicht heißen, dass einer, dem es sowieso gut geht, der auch als Akademiker gut noch ein paar Jahre länger arbeiten kann, ein hohes Gehalt hat, dass der genauso behandelt wird wie jemand, der Jahrzehnte körperlich gearbeitet, kaputt ist und nicht mehr kann. Aber der trifft doch gar nicht Ihre ganzen Rentenentscheidungen. Der ist doch außen vor, Herr Stegner. Und der kriegt dann am Ende sogar Abzüge. Es ist doch nicht der Sachdenker. Der kriegt am Ende Abzüge. Aber Herr Stegner, dann am Ende Abzüge, wenn er gehen muss. Dann sollte man eine Reform der Erwerbsminister. Ich hätte Chorleiter werden sollen, dann hätte ich da vielleicht was Harmonisches draus machen können. Ich muss da führen. Pauschale Verlängerung der Lebensarbeitszeit führen dazu, dass Normalverdiener, Geringverdiener, das ist wie ein Attentat auf die, weil die nämlich nicht mehr so lange arbeiten können, wobei sie und wir können alle ein bisschen länger arbeiten, wir haben auch ein höheres Gehalt, wir haben auch nicht so lange gearbeitet. Wir können uns auf, das aber da können wir uns ja auf was einigen. Wir verlängern, wir können ja drüber reden, ab 2030, wir reden jetzt erstmal bis zu 67, aber bei längerer Lebensarbeitszeit braucht man wahrscheinlich einen längeren Renteneintrittsalter. Wir können ja drüber reden. Wir reden über länger arbeiten und wir reden drüber, wie wir Erwerbsminderungsrenten besser machen für diejenigen, die mit Mitte 50 kaputt sind, wie das bei mir im Münsterland heißt, weil man auf dem Bau nicht mehr arbeiten kann. Das wäre mal eine vernünftige Rentenreform, so eine Kombi. Nur darüber reden Sie leider nicht. Was Sie machen ist, Sie sagen 20 Millionen Rentnern in Deutschland, lass uns doch mal eben das Rentenniveau heute, Ihr Vorschlag war ja nicht für 2030 oder 2040, lass uns doch mal das Rentenniveau heute anheben. Genau. Und das in einem Jahr, wo wir die größte Rentensteigerung seit 23 Jahren haben und wo wir doch sehen, dass in der gesetzlichen Rente es eigentlich alles in allem, gerade für diejenigen, die heute Rentner sind, so schlecht nicht läuft. Aber übrigens, das Armutsrisiko bei Rentnern unterdurchschnittlich ist. Etwa 3% der Rentner von 100 Rentnern brauchen zusätzlich Grundsicherung. Bei der Normalbevölkerung, also bei den nicht, oder wenn man alle 80 Millionen nimmt, sind es etwa 9%. Bei Alleinerziehenden sind es 16%. Genau. Das heißt also, unser Armutsrisiko ist doch woanders. Ja, aber was Sie doch machen, Ihr Vorschlag war, Rentenniveau heute anheben. Das war Ihr Vorschlag. Ja, das löst aber keines der Probleme, weder für den Erwerbsgeminderten, noch für die längere Lebenserwartung, die wir in Zukunft haben, noch für die Frage, was ist mit denjenigen, die Zeiten von Arbeitslosigkeit haben. Die Probleme lösen wir alle nicht, aber wir machen pauschale Anhebungen. Das halte ich einfach viel Geld falsch ausgegeben. Wir haben inzwischen so viele Menschen, die prekär beschäftigt sind. Wir haben so viele Menschen, die gebrochene Erwerbsbiografien haben. Wir haben zum Beispiel auch so viele Frauen, das sind nämlich meistenteils die Frauen, die am Ende die kleinen Renten haben, die teilweise sogar jahrzehntelang gearbeitet haben weil und trotzdem wenig kriegen. Weil sie zu Hause bleiben für ihre Kinder, sie in Teilzeit arbeiten. Ja, aber auch das ist ein Teil, den wir vielleicht anders beantworten müssen. Jedenfalls ist der Kern der, wir dürfen nicht eine Politik machen, die am Ende nur gut ist für Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens sind. Ja, davon gibt es erfreulicherweise viele. Frau Steiner, Sie dürfen gerade nicht. Wir reden ein bisschen häufiger dazwischen, als wir das hier tun. Diese Stoppuhr-Spielchen lassen wir jetzt einfach mal, weil im Zweifelsfalle erinnere ich mich an etwas, was wunderbar zu dieser Diskussion passt. Wir haben hier eine erregte Diskussion, wie sie schon lange nicht mehr da ist. Die Rentendiskussion ist voll entbrannt, auch an diesem Tisch. Gleichzeitig hören wir aber, und da sollte man hellhörig werden,
Sowas hat im Wahlkampf nichts zu suchen. Bloß nicht dran rühren. Warum eigentlich nicht? Wer hat da was dagegen? Wir alle sollten versuchen, das Thema Rente aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Eine klare Ansage des engen Vertrauten der Kanzlerin. Merkel will Rente als Wahlkampfthema verhindern. Merkel will Rente aus Wahlkampf heraushalten. Was soll das denn? Fragt die Bild. CDU will keinen Rentenwahlkampf. Armin Laschet, stellvertretender CDU-Chef, erklärt das so. Ein Rentenwahlkampf würde nur zur Verunsicherung von Millionen Menschen führen. Das erinnert uns an etwas. Das klingt wie Politik nach dem de Maizière-Prinzip. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Herr Spahn, warum hat die CDU Angst vor einem Rentenwahlkampf? Eine Frage der Gerechtigkeit. Ist das nicht ein klassisches Wahlkampfthema? Das wäre es sicher und sollte es auch meinetwegen sein, aber wir haben noch 1,5 Jahre bis zum Wahlkampf. Ich wundere mich ein bisschen, dass alle irgendwie schon mit Wahlkampf beschäftigt sind. Wir wollen eigentlich in dieser Koalition, in dieser Legislatur noch was tun bei der betrieblichen Altersvorsorge, weil das ein guter Ansatz ist, gerade Menschen auch in kleinen Betrieben besser zu erreichen, zusätzlich vorzusorgen. Wir können auch was beim Riester tun, bei der Anrechnung von der Grundsicherung, beim Thema Flexi-Rente, also wir haben ja noch eine Reihe von Projekten, die wir angehen wollen bei der Rente, deswegen verstehe ich gar nicht, dass alle irgendwie schon voll im Wahlkampfmodus an der Stelle sind. Und das Zweite mit dem Verunsichern, also ich bin sehr dafür, im Wahlkampf alles auf den Tisch zu bringen, was die Menschen beschäftigt, aber ich bin auch dafür, dass wir das machen, ohne sie bewusst zu verunsichern oder hinter die Fichte zu führen. Wir hatten zum Beispiel auch vom WDR, der Heimatsender dieser schönen Sendung, eine Studie über Altersarmut, wo behauptet wurde, dass 2030 jeder zweite Rentner in Altersarmut ist. Und mit Verlaub, das ist Quatsch. Und wenn man da mal einsteigt in diese Studie, dann hat man die ziemlich schnell zerlegt. Da wird behauptet, wir hätten 2030 50 Millionen Rentner im Land. Also da hat sich irgendjemand nicht richtig viel Mühe gegeben. Und auch wenn Sie es ansprechen, schauen Sie es mal an. Aber einen sagen so, die anderen sagen so. Fast jedem Zweiten droht Altersarmut. Unter diesem Titel veröffentlichte der WDR eine selbst erstellte Berechnung der gesetzlichen Renten ab 2030. Die Zahlen sorgten für Aufsehen, aber auch Kritik. Richtig ist, das Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik kritisiert: Denkfehler der WDR-Berechnungsmethode. Die Prognosen würden das Problem der Altersarmut in grotesker Weise überschätzen. Richtig ist aber auch, Finanzwissenschaftler wie Rudolf Hickel stützten die Berechnungen des WDR. Das ist eine sehr ruhige und zurückhaltende Annahme, weil nicht davon ausgegangen wird, dass prekäre und niedrig entlohnte Tätigkeiten sich in den nächsten Jahren ausweiten. Was man mit Sicherheit sagen kann, nicht erst 2030, sondern schon heute liegt fast jede zweite Rente unter der Grundsicherung. Trotzdem, nur gut 500.000 der Alten, das sind weniger als 3% der Rentner in Deutschland, bekommen tatsächlich Grundsicherung. Denn viele Rentner sind über ihren Ehepartner, Immobilien, private oder betriebliche Vorsorge fürs Alter abgesichert. Herr Spahn, ja, Sie sagen gerade, es ist wahr. Herr Spahn, wir haben das gerade gesehen, eine Frau, die vielleicht nur Minijobs gehabt hat, aber mit einem Chefarzt oder mit einem Besserverdienenden zusammen ist, die ist nicht arm, richtig? Das war Ihr Punkt auch. Das ist nicht am Einkommensverhältnis des Ehepartners, das ist grundsätzlich der Punkt. Sie müssen sehen, 50% der Renten ist ja gesagt worden, in Deutschland ist niedriger als 750 Euro. Das sagt man ja reflexhaft, die müssen ja alle arm sein. Wenn man aber genau hinschaut, zum Beispiel jemand, der ein paar Jahre Angestellter war und dann Beamter wurde, der hat geringe Ansprüche in der Rente, kriegt eine kleine Rente, aber zusätzlich eine Pension, taucht in der Statistik nicht auf. Jemand, der Teilzeit gearbeitet hat, der aufgehört hat zu arbeiten, beispielsweise nach einer Heirat, der selbstständig sich gemacht hat, die tauchen alle als sozusagen Mini-Rentner auf mit der Unterstellung, die sind arm. Nein. Und deswegen muss man ja hinschauen, wie ist das Haushaltseinkommen von Rentnerinnen und Rentnern. Und wenn man da schaut, ich habe es gerade schon gesagt, dann brauchen am Ende von 100 Rentnern 3 Unterstützung in der Grundsicherung im Alter.
Das ist ein Thema natürlich, da muss man schauen, woran liegt das. Das hat oft zu tun mit langen Zeiten von Arbeitslosigkeit. Das sind oft übrigens Witwen, das ist auch ein Problem, das wir haben. Aber wenn, dann sollten wir doch zielgenau für diese Gruppen was tun, anstatt darüber zu reden und den Eindruck zu erwecken, und das ist das, was vorhin mit verunsichern gemeint ist, den Eindruck zu erwecken, als wäre irgendwie übernächstes Jahr jeder zweite Rentner in Deutschland arm. Das stimmt einfach nicht. Weil die Probleme konkret reden und sie lösen wollen, ist was anderes als pauschal alle Rentner und auch künftigen Rentner zu verunsichern. Und das passiert im Moment in der Debatte. Ja, aber das machen wir uns mal nicht pauschal. Also erstmal, Herr Spahn, alles, was Sie sagen, ist richtig. Alles war völlig richtig. Aber wir müssen noch ein paar Sachen hinzunehmen. Wir haben in der Tat im Moment nur 2,5% der Rentner und Rentner, die in Grundsicherung sind, die aus dem Sozialamt müssen. Wir haben aber eine unheimliche Dichte von Menschen, die mit ihrem Einkommen, Haushaltseinkommen als Rentner ganz knapp drüber sind. Zwischen 750 und 900 Euro. Das sind mittlerweile 15,6% aller Rentnerinnen und Rentner. Das heißt, die fallen noch nicht rein, aber ein, zwei Mieterhöhungen und die sind drin. Das ist die Situation. Und ein weiteres Faktum müssen wir einfach sehen. Diese Zahl ist in den letzten 10 Jahren richtig weggaloppiert. Rentner waren früher kaum von Armut betroffen. Heute sind sie stärker betroffen als der Durchschnitt. Wenn man diese, stärker als der Durchschnitt? Stärker, der Durchschnitt liegt im Moment bei 15,4%. Bei Rentnern sind es 15,6%, die von Armut betroffen sind. Bis 900 Euro der Single. Und jetzt ein weiteres. Sie wissen genau, in den nächsten Jahren kommen, ab 2025 werden es richtig viele Menschen in die ins Rentenalter, die waren langzeitarbeitslos. Menschen ins Rentenalter, die hatten immer nur so einen Job, dann wieder arbeitslos, Job, arbeitslos. Und vor allen Dingen kommen die ins Rentenalter, die zu 25% waren, dass der abhängig Beschäftigten im Niedriglohnsektor arbeiteten. Wenn die nicht einen Partner haben oder eine Partnerin, die sehr gut verdient, dann werden die natürlich eine Rente erhalten, mit der sie nicht klarkommen. Und da die meisten keine Chance hatten zu riestern, werden sie altersarm sein. Das heißt, richtig ist, heute haben wir noch das Problem im Griff. Wenn wir es aber einfach laufen lassen sollten, werden wir in 10, 15 Jahren tatsächlich eine riesige Altersarmut haben. Wir haben es in der Hand, dem politisch entgegenzuwirken. Aber Herr Schneider, müssen Sie das aber auch heute jetzt tun. Vielleicht darin zustimmen, dass Grundsicherung, aber genau dafür ist ja Grundsicherung da. Grundsicherung ist übrigens im Unterschied zur Sozialhilfe, heißt vor allem, dass nicht auf die Kinder zurückgegriffen wird, wenn ein Älterer entsprechende Unterstützung vom Sozialamt. Es ist wichtig, das schätzen viele falsch ein. Die gehen deswegen nicht zum Sozialamt. Sagen Sie mal ganz kurz, wo die Grundsicherung, aber die Grundsicherung ist. Wo liegt die im Moment? Also im Moment beim Single-Haushalt, viele Rentner und Rentner sind Single, im Schnitt, fängt von der Miete ab, 760. Das kann in Wiesbaden, ist es über 900, weil die Mieten sehr teuer sind. Wenn sie irgendwo in Brandenburg sind oder Gelsenkirchen, dann kommen sie auch schon mit 650 hin. Also in der Spannbreite. Aber diese Grundsicherung ist aktive Armutsbekämpfung unserer Gesellschaft. Das ist die Entscheidung zu sagen, jemand, der im Alter ein geringes Einkommen hat, aus eigener Rente oder was auch immer, kriegt zusätzlich von allen finanziert aus Steuermitteln. Das ist die Idee der Grundsicherung. Ja, aber ist aber völlig daneben gegangen. Die Idee der Rente ist, wie Herr Stegner im Eingangsstatement, mit 404 Euro Stegner im Eingangsstatement gesagt hat, die Idee der Rente ist ja, ich zahle Beiträge, während ich arbeite. Und je nachdem, wie viel Beitrag gezahlt habe, bekomme ich anschließend eine Rente. Das sind zwei verschiedene Systeme. Ich finde nur, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, Hartz IV und Grundsicherung ist aktive Armutsbekämpfung, ist weil wir Menschen, die sonst nicht genug hätten, helfen, entsprechend was zu... Mit 404 Euro kommt ein alter Mensch nicht über den Monat. Die Leute, die Altersgrundsicherung beziehen, die können nicht mal mehr irgendwann mal mit einer Freundin oder Freund Kaffee trinken gehen. Die können nicht ins Theater gehen. Das sind die Leute, die wir jetzt an den Tafeln zum Teil erleben. So niedrig ist die Altersgrundsicherung. Sehr dafür bei der Grundsicherung. Und deshalb bin ich... Deshalb sage das ich, ist doch, aber dann müssen Sie doch über die Höhe der Grundsicherung reden. Das ist aber doch nichts, was Sie... Ja, das versuche ich mit Ihnen seit Jahren zu tun. Das gelingt ja nicht. Das Thema Rente zu lösen und der zweite, nur wenn ich das eben sage, der zweite wichtige Punkt ist der von Herrn Tenhagen. Ich finde, das ist ein wichtiger Reformpunkt, den wir angehen sollten. In der Grundsicherung zu sagen, jemand, der vorgesorgt hat, dem wird das nicht voll angerechnet, sondern der hat am Ende in der Grundsicherung mehr als jemand, der das nicht hat. Nehmen wir das als konkretes Beispiel. Sie haben eben gesagt, wir haben noch anderthalb Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Das wäre ja schön. Wäre das etwas, Herr Stegner, Herr Spahn, was in dieser Legislaturperiode ohne Wahlkampf noch zu denken wäre? Ich glaube, das könnten wir in der Tat machen. Da sollten wir Herrn Spahn beim Wort nehmen. Normalerweise ist die CDU bei solchen Sachen ja nicht so sehr, dass sie das dann auch tun. Aber wenn sie das heute Abend versprechen, dann machen sie es bestimmt. Was noch zusammenkommen kann, wenn diese beiden Parteien sagen, wir wollen was Gutes tun,
Das ist etwas, löst das Problem noch nicht. Das ne? löst das Problem nicht. Nämlich keine Rentenreform. Dieses Gute ist, Herr Schneider, tun Sie mir einen Gefallen und holen Sie Luft mal zwischendurch. Ja, da leben wir dann auch alle von. Es kommt nämlich etwas, was Sie, glaube ich, ein bisschen spaßig finden, was herauskommt, wenn diese beiden Parteien sich zusammentun und sagen, ich glaube, man muss einfach noch mal das Signal aussenden, wir tun was für Rentner. Dabei kommt dann der Lebensleistungsrentner aus. Was ist denn das eigentlich, ein Lebensleistungsrentner? Der Lebensleistungsrentner ist ein ganz besonderer. Beschrieben wird er im Koalitionsvertrag. Er kann auf 40 Jahre Berufsleben zurückblicken. Er war höchstens ein paar Jahre arbeitslos. Die ganze Zeit hat er schlecht verdient, soll aber trotzdem dauerhaft fürs Alter was zurückgelegt, privat vorgesorgt haben. Unser Gast Ulrich Schneider hat schon eine Vorstellung, wo man diesen Lebensleistungsrentner findet. Der sei so selten, den könne man im Zirkus ausstellen. Haben Sie schon einen gefunden für die Zirkusnummer? Nein, doch nicht. Nein, aber was ich damit sagen will, so wie es jetzt im Koalitionsvertrag fixiert ist, im Endausbau, soll also jemand diese Leistung bekommen, der 40 Beitragsjahre hat? Soll jemand die Leistung bekommen, der zusätzlich noch geriestert hat? Und der soll auch noch arm sein? Und der darf auf keinen Fall mit jemandem verheiratet sein, der nicht arm ist, weil das ganze Haushaltseinkommen herangezogen wird. Ja. Das ist keine Rente, das ist eine Sozialhilfe plus. Und die wenigen, die das bekommen werden, Frau Nahle sprach heute von 66.000. 66.000. 0,38% der Rentner sind also das. Also das Gesetz ist wirklich ein Placebo-Ding. Das ist eine, ja, wie soll man es nennen, sozialdemokratisches Trostflästerchen. Aber es ist doch keine Rentenreform. Herr Stegner. Ich behaupte auch gar nicht, dass das eine Rentenreform ist. Genauso wenig wie das, was Herr Spahn und ich gerade uns verständigt haben. Mal gucken, ob das auch so kommt. Ist auch keine Rentenreform. Nur der Grundgedanke, um den es dabei geht, der heißt ja, dass jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, nicht am Ende rauskommen darf mit etwas, was unterhalb der Grundsicherung liegt. Das ist ein Grundgedanke, der einfach nicht geht. Und es mögen in dieser Konstellation wenig sein. Das war ja, man musste sich auch verständigen, irgendwie, um auf den Punkt zu kommen. Das ist nicht ausreichend. Aber ich finde, es geht bei Rente immer darum, dass ich Lebensleistung anerkenne. Ja, dass das nicht eine Sozialleistung ist, sondern dass ich Leistung lohnt. Darf ich das zum Stichwort nehmen? Herr Spahn, Entschuldigung. Darf ich Lebensleistung, die sich lohnt, als Stichwort nehmen, um einen Menschen hier einzuführen, den das genau beschäftigt, und zwar aus zweifacher Perspektive. Sie ist Altenpflegerin und hat Menschen, die sie betreut, die sie eben beschrieben haben, denen genau das passiert ist, nämlich im Alter von 30 Euro in der Woche irgendwie leben zu müssen. Und das wird verdammt eng. Und was sie zu sagen hat über ihre eigene Situation, das werden Sie gleich hören. Was sie beobachtet, das sehen Sie zum Beispiel hier. Geschlafen? Geht so. Es könnte ein Blick in die eigene Zukunft sein, wenn Nathalie Klaassen vom ambulanten Pflegedienst ihre Patienten versorgt. Ein Blick auf die Altersarmut. Mal ins Kino gehen oder so Sachen, machen sie ja alles nicht, ne? Oder mal einen Kaffee trinken gehen irgendwo. Das sind schon so Kleinigkeiten, aber das sind dann auch 2-3 Euro, ne? Wo sie dann auch sagt, die habe ich nicht, ne? Ja. Was Nathalie Klaassen jetzt bei ihren Patienten erlebt, könnte auch einmal für sie selbst Realität werden. Die Alleinerziehende verdient in Vollzeit 1.900 Euro netto. Für die private Vorsorge hat sie bisher nichts zurückgelegt. 1.107 Euro stellt ihr Rentenbescheid in Aussicht. Aber natürlich nur, wenn sie in ihrem Job bis 67 durchhält. Auf Ihre eigene Situation, Frau Klaassen, kommen wir gleich. Erstmal schön, dass Sie da sind. Frau Freitag, die Sie da betreuen, haben Sie mir gerade gesagt, für die gehen Sie einkaufen. Die hat als freie Spitze 30 Euro in der Woche. In der Woche. Wie kann man sich davon ernähren? Ja, indem man halt wirklich, ich nenne jetzt mal die Discounter, die billigen Discounter Aldi nimmt und halt die billigsten Produkte holt. Ne? Das sind dann so Tiefkühlpizza, angefangen mit dem billigsten Brot, also von allem das Billigste eigentlich. Das ist das Schicksal von Frau Freitag. Mhm. Wenn Sie auf Ihr eigenes gucken, Ihre Situation ist, Sie sind, ich darf das sagen, Sie sind 38, haben aber schon fast 22 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt, also mit stark 16, knapp 17 angefangen. Davon können eigentlich viele nur
träumen, dazu arbeiten Sie Vollzeit jetzt. Für Branche verdienen Sie auch nicht mal so schlecht, 1900 Euro netto. Mhm. Was denken Sie, wenn Sie sich Ihren Rentenbescheid anschauen? Haben wir gerade gesehen, 1100 Euro steht da drauf. Mhm. Ja, es ist erschreckend und es macht mich natürlich auch sauer, ne? Weil ich immer arbeiten war oder immer arbeiten bin und für meinen Lebensabend eigentlich gut sorgen möchte und jetzt schon zu sehen ist, dass es halt in den letzten 10 Jahren schon weniger geworden ist an Rente. Sie waren zwischendurch mal kurz in Teilzeit, als Ihr Sohn geboren worden ist. Um diese 1100 Euro Rente zu bekommen, müssen Sie ab jetzt durcharbeiten, Vollzeit. Genau. 67 heißt das genau für Sie. Ja. Altenpflege ist Schwerstarbeit. Ja. Wie geht's dem Rücken? Noch geht's gut. Ich muss dazu sagen, ich bin auch Krankenschwester, keine Altenpflegerin. Ja. aber bis 67 macht man den Job einfach nicht. Ja, mal schauen. Also ich bin jetzt in der Leitungsposition und muss halt gucken, dass ich mich so ein bisschen ausbaue, um nicht bis 67 in der Pflege arbeiten zu müssen. Weil das schafft man auf keinen Fall. Was Sie aber immerhin schaffen sollten, das haben wir ja gehört, eben, was Sie schon längst hätten machen können, haben Sie aber nicht gemacht, ist, das ist private Vorsorge. Das klingt jetzt sehr vorwurfsvoll, ja, wenn ich das sage. Sie werden mir erklären, warum Sie es nicht gemacht haben. Mit dem Vorwurfsvoll, ja. Man macht sich schon Gedanken. Ich hatte damals auch ein schlechtes Gewissen schon, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das Geld privat irgendwo reinzustecken, was man dann eigentlich zum Leben braucht oder fürs Kind, für die Schule, für die Betreuung, für Essen etc., hatte ich einfach nicht übrig. Und deswegen haben Sie es nicht gemacht? Nicht gemacht, nein. Und weil mir das jetzt auch so mit den Jahren ein bisschen zu unsicher wurde. Naja, wenn Sie dann hören, manche sagen, es ist Verunsicherung, unverantwortlich, manche sagen, es ist eine realistische Beschreibung, war es vielleicht nicht ganz so falsch. Was machen Sie denn heute mit dem Geld? Wie alt ist Ihr Sohn jetzt? 11. 11. Mhm. Wenn von den 1900 netto was übrig bleiben sollte am Monat, sparen Sie etwas? Für meinen Sohn, ja. Ich habe da Sparbücher angelegt, damit der irgendwann mal gut versorgt ist, dass er eine Ausbildung machen kann, studieren kann. Das heißt, Sie müssen sich entscheiden, entweder machen Sie es für den Sohn oder für mich. Und Sie haben sich für den Sohn entschieden? Ja, genau. Wie schlafen Sie damit? Wie ich damit schlafe? Mhm. Ich tue es ja für mein Kind. Also ich tue es gerne. Ich sehe das jetzt eigentlich nicht als Nachteil, dass ich jetzt dadurch für mich selber nichts habe. Sie kümmern sich um viele alte Menschen, sehen, was passieren kann und sind nach, das habe ich jedenfalls gehört, dabei mit Kollegen zusammen auch sich zu kümmern, einen Verein gegen Altersarmut zu gründen. Wem soll dieser Verein denn helfen? Ihrem Patienten oder auch Ihnen selbst? Auch mir selbst und dem Patienten, ja. Irgendwo schon, dass ich halt den Menschen, die jetzt in Altersarmut leben, auch was Gutes geben kann. Oder wir halt. Nur da sind dann so Gutscheine, wo die einkaufen können oder wo sie mal abgeholt werden, dass man mal ins Theater geht oder mal mit denen essen geht, sowas halt. Haben Sie einen Wunsch an die Runde oder jemanden aus der Runde? Ein Wunsch, ja, dass die Regierung halt was macht, was, dass ich mir um meine Rente keine Sorgen machen muss. Ja. Dass ich halt von der gesetzlichen Rente leben kann. Und nicht noch privat irgendwo vorsorgen muss. Genau. Da haben Sie einen Unterstützer. Ja, der ist aber nicht in der Regierung, der Herr Schneider. Ja. Frau Klaassen, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, bei der Vereinsgründung. Danke. Lieben Gruß an Frau Freitag, die wir im Film gesehen haben. Danke, werde ich ausrichten. Und an Ihren Sohn. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Wir reden ja immer darüber, dass man Rente in Bezug setzen muss zur Lebensarbeit, zur Lebensleistung. Wir haben das gerade gehört, Frau Steiner. Frau Klaassen arbeitet, seit sie 17 ist, und muss sich trotzdem entscheiden, ob sie für den Führerschein ihres Sohnes und eine Ausbildung spart oder für ihr Alter. Was denken Sie dabei? Ja, das ist natürlich bedrückend zu sehen, dass man sich entscheiden muss zwischen den Jungen und den Alten. Und es passiert eigentlich damit oder sich selbst genau das, was ich auf gar keinen Fall sehen möchte. Nämlich ein Kampf der Generationen, der nachher gegebenenfalls ausbrechen kann. Und wenn jemand so lange arbeitet, ist es natürlich irgendwo auch
richtig zu sagen, der soll auch was von seinem Alter haben. Nur im Endeffekt ist dann die Frage, wie kriegen wir es hin, dass der Pflegeberuf anders anerkannt wird. Jemand, der viele Frauen gehen in Pflegeberufe. Wenn wir das in dem Ingenieurswesen sehen, dann haben wir einen ganz, ganz anderen Lohndurchschnitt. Und da sieht es ganz anders aus. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass Berufe anders anerkannt werden. Nur, wenn ich sehe, dass 15% der Kinder heute in Hartz IV leben, dann zerbricht es mir das Herz, weil das ist eine verkrustete Armut, die sich so schnell nicht mehr, auflösen lässt. Es ist immer leicht zu sagen, wir müssen für eine bessere Bezahlung sorgen. Sie sind Unternehmerin, können das bei Ihren Leuten tun, Herr Schneider. Der Paritätische ist oft engagiert auch in Altenpflege und anderen. In diesem Fall sind Sie plötzlich der Arbeitgeber hier. Frau Steiner hat gerade gesagt, und das ist ja das, was wir den ganzen Abend gehört haben, man muss Leute in vernünftige Löhne bringen, damit auch vernünftige Renten entstehen können. Ich habe völlig recht. Das Problem ist nur, nehmen wir ein Beispiel Pflege. Wenn man Pflege besser bezahlt, muss es refinanziert werden. Wenn man es refinanzieren will, dann muss Geld von den öffentlichen Kassen irgendwo herkommen, weil die Menschen es alleine nicht mehr stemmen können häufig. Wir haben heute schon 50% der Bewohner in alten Pflegeheimen sind Sozialhilfebezieher mittlerweile, wegen der Pflege. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen mehr Geld, dann kommen immer wieder, egal ob es um Sozialleistungen geht, Geld, gerade die Unternehmerverbände und sagen, unfinanzierbar, geht nicht, bricht unsere Wirtschaft zusammen. Das ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Wie man es also anpackt, erhöht man Sozialleistungen, kommt Druck aus der Wirtschaft, nicht bezahlbar, will man Menschen besser bezahlen und brauchen dadurch eine höhere Refinanzierung aus den Pflegekassen oder aus Steuermitteln, heißt es auch wieder nicht bezahlbar. Ich glaube, das Beispiel von Frau Klaasen macht eines deutlich. Es gibt überhaupt keinen Konflikt zwischen Jung und Alt. Das ist völliger Unsinn. Welches Problem sollte ein reicher Erbe haben mit seinem noch reicheren Eltern, von denen er mal erben wird? Da gibt es keinen Konflikt. Es gibt übrigens auch keinen Konflikt zwischen dem Jugendlichen, wie Sie gerade nannten, in Hartz IV, mit seinem arbeitslosen Vater oder mit seinem Opa in Altersgrundsicherung. Der Konflikt, der ist immer zwischen Arm und Reich da. Es geht immer bei der Frage, will und kann ich alte Menschen versorgen, eine Verteilungsfrage. Und da geht es ums Geld, da geht es nicht einfach um Generationen. Deswegen halte ich es auch für völlig falsch, wenn sich Menschen hier aufschwingen und sagen, ich spreche mal eben für eine Generation. Das stimmt doch gar nicht. Ihre Generation ist so unterschiedlich aufgestellt zwischen Hartz IV und sehr wohlhabend. Da gibt es nicht den Einsprecher. Herr Schneider kommt gleich zum Punkt und dann sind Sie dran, nämlich jetzt. Ich glaube, das, was Sie sagen, Sie versuchen das alles kaputt zu machen. Ich glaube, es ist nicht richtig, weil Sie sagen, es gibt keinen Konflikt. All das, was im Moment an Rentengeschichten, Rentenpaketen gemacht wurde, hilft weder den Jungen noch den Betroffenen, von denen wir die ganze Zeit reden. Es hat sich verändert. Die Generation, die jetzt in Arbeit ist, hat eben nicht mehr den glatten Lebensweg, den Sie vielleicht hatten, angefangen früh und gehen dann diese Karriereleiter hoch. Das gibt es so nicht mehr. Wir wandeln die Jobs. Wir wollen uns mal selbstständig machen. Wir wollen die Arbeitgeber wechseln. Wir gehen mal ins Ausland. All das ist Gift für die Renten, so wie sie im Moment ausgestaltet sind. Aber Frau Steiner, ein gottvoller Vorschlag von Herrn Spahn. Ja, er möchte zum Beispiel zurückkommen und trifft damit genau meinen Wunsch. Herr Spahn. Also zum Ersten muss man ja schon schauen, das ist ja in etwa ein guter Durchschnittsverdienst, wenn man mal auf Brutto umrechnet. Man kann immer sagen, muss mehr sein in der Pflege, können wir lange drüber diskutieren. Deutlich unter dem Schnitt. Der Durchschnitt liegt im Moment bei 3.000 im Monat. 1900 netto, Herr Schneider, ist etwa 3.000. Aber zweitens muss man sehen, wer 40, 45 Jahre lang Durchschnittsverdienst hat oder mehr, der bekommt in der Rente auch etwas. Man bekommt etwa pro Jahr Durchschnittsverdienst 30 Euro Rente nachher. Da ist so die Faustformel. Wer also 40 Jahre arbeitet, hat nachher 1200 Euro Rente, Stand heute. Die Rente wird allein bis 2030 nach allen Prognosen noch mal um 40% steigen. Dann reden wir nicht über 1200, sondern um 1700 vielleicht. Die Inflation ist im Moment auch relativ niedrig. Ich will nur sagen, diese Prognosen und diese Vorausberechnungen, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht künstlich alles nach unten reden und die Leute alle nicht nach oben und nicht nach unten, sondern realistisch am Beispiel mal was einschätzen. Natürlich wird die Rente nicht nachher zu großen Sprüngen bringen, aber sie wird auch deutlich liegen über der Armutsgrenze. Und zum Zweiten, und jetzt mache ich mich unbeliebt bei Frau Klaasen wahrscheinlich, muss man natürlich schon die Frage stellen, wer im Alter etwas mehr haben will, muss im Heute
etwas verzichten. Das aber ich meine, das können Sie leicht sagen. Entschuldigung, Herr Stegner, Frau Klaassen ist doch da, die kann für sich selbst sprechen. Ja. Herr Stegner, Sekunde bitte, Frau Klaassen. Ich habe das eben selbst so formuliert wie ein Vorwurf. Sie haben ja die meisten Redeanteile von allen. Doch, hört doch mal auf mit den albernen Spielchen jetzt. Wir fangen nicht an mit der Stoppuhr. Es ist jeder seines Glückes Schmied. Herr Spahn, Sie haben es gerade auch gesagt. Wer, Sie wollten sich unbeliebt machen, wer im Alter mehr haben will, muss dann auch mehr sparen. Wie viel hatten Sie denn übrig in der Zeit, als Sie nicht sparen konnten? Was hätten Sie sich gewünscht, übrig zu haben, um zum Beispiel riestern zu können, als Sie noch nicht misstrauisch waren? 50 Euro, 60 Euro, was wäre es gewesen, was Ach Sie so, nicht haben? Was ich übrig gehabt ja. hätte? Ja. 25 Euro? Das war das, was so ohne große Luxusausgaben, was ist schon Luxus in diesem Segment, was übrig geblieben ist. Ja. Und da haben Sie gesagt, diese 25 Euro stecke ich jetzt nicht in. Genau. Eine. Aber das ist doch genau das Problem. Herr Spahn, aber nur war dabei, Sie unbeliebt zu machen, der muss er sich auch rechtfertigen. Natürlich muss man schauen, wie viel, ich weiß ja selbst, wie das bei mir als Azubi war, wie es bei meinem Bruder jetzt ist, der mich fragt, Jens, was soll ich machen für die private Vorsorge? Natürlich ist da nicht viel über im Monat. Und trotzdem müssen wir doch sagen, wer im Alter mehr haben will, muss ihm heute etwas zur Seite legen. Und natürlich, wenn es Kinder gibt zum Beispiel, es ist die ehrliche Botschaft. Ich mache mich, wie gesagt, damit unbeliebt im Zweifel. Das ist aber es ist auch eine Attitüde. So. Und zum Zweiten kommt natürlich dazu, wenn wir jemanden mit Kindern haben, zum Beispiel, dann gibt es ja entsprechend auch 100 etwa pro Kind mittlerweile nach dem 01.01.2008 300 Euro, davor 150 Euro zusätzlich vom Staat mit dazu. Insofern muss man halt mal sehr individuell schauen, was könnte man mit relativ kleinen Beiträgen zusätzlich etwa aus der staatlichen Zulage bekommen. Aber Herr Spahn, Sie setzen sich jetzt hin, da sind wir vielleicht in der Verantwortung, also nicht wieder was wir konkret machen können, vielleicht dieses Jahr, Herr Stegner, dass wir etwa bei der betrieblichen Altersvorsorge hin zu mehr Standardprodukten kommen, damit das nicht so kompliziert ist, man sich nicht so viel selbst Gedanken machen muss, wo wir auch in kleineren Betrieben es leichter machen, zusätzlich vorzusorgen. Wir geben staatlich was mit dazu und haben Standardprodukte, die im Vertrieb nicht so teuer sind, dass Herr Schneider also so umfallen muss, wie er vorhin umgefallen ist. Da können wir ja was besser machen. Aber dann sollten wir doch an den konkreten Problemen arbeiten und nicht den Menschen suggerieren, in dem zweitältesten Land der Welt, gleich nach Japan, in dem die Lebenserwartung steigt, und wir alle irgendwie uns ja wünschen, dass wir möglichst alt werden, wird das alles gehen, ohne dass wir zusätzlich vorsorgen jetzt müssen? Das steht nicht klar. Ah, Entschuldigung, Sie haben wirklich leicht reden. Sie sitzen hier, Ihnen geht das gut und Sie geben der Frau Klaassen Ratschläge, was sie hätte zurücklegen können. Ich muss ehrlich sagen, für mich sind Menschen wie Frau Klaassen Leistungsträger in unserer Gesellschaft und die dürfen eben nicht bei einem Rentenniveau landen, wo sie am Ende nicht zurechtkommen. Ich finde das klasse, dass sie das für ihre Kinder macht. Ich würde mir wünschen, dass die Einkommen so sind, dass sie das nicht muss und für die Kinder auch gesorgt ist. Deswegen ist der Kern Verbesserung bei Arbeit. Sie haben ja sogar den Mindestlohn bekämpft, bis wir ihn endlich hatten. Die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern und das Rentenniveau darf nicht so absinken. Sie werden am Ende vielleicht, wenn Sie älter sind, von jemandem wie Frau Klaassen gepflegt. Und wenn die nicht ordentlich bezahlt wird und wenn die nicht am Ende eine Rente hat, mit der sie zurechtkommt, dann ist das eine Undankbarkeit dieser Gesellschaft gegenüber dieser Lebensleistung. Und da können Sie noch so kühne Rechnungen anstellen, was alles mit Betriebsrenten sie ist. Haben aber die kleinen Pflegeheime, über die wir reden, die haben doch gar keine Betriebsrenten. Die Leute haben doch gar nicht die Möglichkeit. Haben Sie mir zugehört? Und denen müssen, ja, Sie haben gesagt, das muss man auch mal ändern. Darf ich kurz daran erinnern, dass Sie noch in einer großen Koalition sind? Ja, das zwei Projekte. Ja, einer muss dem Unsinn ja nicht zustimmen, sondern man kann sagen, man zwei muss zwei Projekte tun, hier verabredet haben. Herr Stegner. Und ich möchte Ihnen beiden, wir arbeiten gerade sehr konkret daran, genau das Thema zu adressieren. Das ist schön. Sie müssen, Sie kriegen, Sie ich wissen, Sie machen immer die Sparprojekte, die Sie zusammen konkret die Probleme zu lösen. Das ist, glaube ich, mehr. Ich kann Sie, Frau Klaassen, dafür was am Ende kaufen. Gut. Aber Herr Spahn, aber ich verstehe heute die Projekte. Es ist heute Schwerstarbeit. Kriege ich eigentlich eine Zulage, da redet kein Mensch drüber. Brigitte, wir stellen die Zuschauer an den Schluss. Sie sollen das letzte Wort haben, aber ich habe noch was, Herr Stegner, für Sie und Sie. Frau Klaassen hat sich gewünscht, eine staatliche Rente, die es tut, wo man nicht noch mehr machen muss. Also eine grundlegende Rentenreform. Wie könnte die denn aussehen? Das ist eigentlich ganz einfach. Man traut sich gar nicht zu sagen, alle zahlen in eine Kasse. Rente für alle hieße, alle Deutschen zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Auch selbstständige Beamte und Abgeordnete. Selbstständige kümmern sich bislang selbst um ihre Altersvorsorge. Beamte und Abgeordnete erhalten im Ruhestand eine Pension, für die sie nichts einzuzahlen brauchen. Die Pension zahlt der Steuerzahler und das oft nicht zu knapp. Beispiel Bundestagsabgeordneter.
Pro Jahr im Parlament bekommt er 2,5% seiner Diäten als Altersentschädigung. Das bedeutet für unseren Gast Jens Spahn, nach seinen fast 14 Jahren als Abgeordneter im Deutschen Bundestag hat er mit 67 schon jetzt eine Pension in Höhe von rund 3.000 Euro sicher. Die sei Ihnen gegönnt, wenn das Ganze in einen Topf gehen würde, würden Sie das Rentensystem nicht retten. Aber man hätte eine Basis, wo man vielleicht dem Wunsch von Frau Klaassen näher kommen könnte, als wir es heute tun. Ich könnte für Sie übrigens eine ähnliche Rechnung aufmachen. Jetzt trifft es gerade in Spanien. Nur der Fairness halber mal für solche Sendungen würde ich mir wünschen, dass wir dann auch mal von, wir sind ja beim öffentlich-rechtlichen Sender, vom Moderator erfahren. Ich tippe, Herr Schneider liegt auch über der durchschnittlichen Rente, die man später bekommt. Also wenn, dann sollten wir es doch für alle auf den Tisch packen. Ja, ich zahle übrigens in die Rentenversicherung ein über die Künstlersozialkasse. Ich habe Presseversorgungswerk, ich habe eine Rente, die wird Ihrer auch nicht so entsprechen. Schlecht, ja, ich habe auch mit 18 angefangen zu arbeiten. Sagen Sie noch mal, warum Sie eigentlich als Unternehmerin in die Rentenkasse einzahlen? Müssen Sie nicht? Muss ich nicht, aber ich glaube und halte fest an den drei Säulen der privaten, betrieblichen und gesetzlichen. Und ich werde das auch weiterhin so verfolgen, weil ich glaube, da ist eine Diversifizierung absolut sinnvoll. Mhm. Bleiben wir bei dem Gedanken, alle in eine Kasse. Ja. Und dann wäre das möglich, was Frau Klaassen sich wünscht, ohne dass Sie waren da schon überfordert, ins Kleingedruckte einsteigen, ohne Misstrauen. Ja. Warum ist die Kraft nicht da, wenn nicht in einer großen Koalition, wann dann? Ich rede von der bis gestern, nicht von der ab morgen, Herr Stegner. Ich glaube tatsächlich, dass das Zukunftsbild sein wird. Nun muss man allerdings wissen, im Land wie Deutschland mit 82 Millionen Menschen ist das ein Riesentanker. Sowas geht nicht von heute auf morgen. Aber ich finde, dass das richtige Fernziel. Und wenn wir einsteigen mit einer Bürgerversicherung bei Gesundheit und Pflege, dann wird der nächste Schritt die Arbeit sein und der übernächste Schritt die Rente. Es ist nämlich in der Tat nicht einzusehen, dass Menschen in bestimmten Berufen viel besser gestellt werden als in anderen. Das ist fair. Das wird irgendwann so kommen, aber das geht nicht in einer großen Koalition. Aber die gesetzliche gerade, das habt ihr eingeführt, wenn die Pflegekräfte weniger verdienen als die Chefärzte, bekommen die Pflegekräfte proportional genauso weniger Rente. Und das ist eine klassische alte Politik. Und das wird im Augenblick nicht geändert und wieder nicht angefasst. Wenn ihr nicht anfangt anzufassen, dass Leute, die lange arbeiten, die lange gearbeitet haben, deswegen mehr Rente bekommen. Das habe ich doch vorhin gesagt. Darf ich mal eben ausreden? In Deutschland ist es so, dass ein armer Arbeitnehmer in der Rente auch arm ist. In allen anderen OECD-Ländern, in allen anderen europäischen Ländern kriegt ein armer Arbeitnehmer proportional mehr Rente. Nur in Deutschland ist das so, dass wer reich ist oder wer gut verdient im Arbeitsleben als Rentner auch gut dasteht und wer wenig Geld hat im Arbeitsleben als Rentner auch am Arsch ist, um das mal hochdeutsch zu sagen. Das kann so nicht sein und daran müsst ihr euch abarbeiten. Ein Schlusswort aus der Mitte, aber nur das Vorschlusswort, denn jetzt ist Brigitte Büscher dran. Brigitte, allzu viel Zeit haben wir nicht mehr, aber du hast gesehen und gehört. Also dann sage ich ganz einfach, Herr Spahn, dass unsere bitte aufmerksamen, schlauen Zuschauer natürlich auch ganz viel über Riester diskutiert haben, auch viele Beispiele genannt haben, dass das Schwachsinn ist, dass sie ihre Verträge zum Teil auch zurückgegeben haben, lieber ins Kopfkissen sparen neuerdings. Aber ich will lieber mit jemandem anfangen, der ein Bild eigentlich noch mal gezeichnet hat, das ausdrückt, wie schwierig das Thema ist und wie viel Sorge auch damit im Spiel ist. Im Gästebuch nämlich schreibt Damiel Niemham: Sehe ich Menschen Müllkörbe durchsuchen, dann läuft mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Mir ist klar, das könnte morgen ich selber sein. Ja, ihr habt gerade über eine Reform des Rentensystems gesprochen. Ist das vielleicht in den richtigen Händen? Dazu ein ganz kurzer Tweet von Rebecca Buck. Sie sagt, es wäre glaubwürdiger, wenn die Leute, die über das Rentensystem entscheiden, davon auch abhängen würden. Also auch Politiker sollten einzahlen vielleicht. Die Einheitsrente, eine Kasse für alle. Horst Dobiella schreibt bei Facebook, über eine Rentenreform reden wir schon, seitdem ich politisch interessiert bin, mindestens 30 Jahre. Es wird immer nur an Schräubchen gedreht, anstatt mal die Schrauben anzupacken. Bitte erkläre mir einmal warum nicht alle in die Rentenversicherung einzahlen. Ganz großes Thema noch Rente. Mit 70 müssen wir bis 70 arbeiten. Vieles spricht dafür, vieles dagegen. Zwei Stimmen habe ich ausgesucht. Claudia Krebs schreibt, jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat und brav und redlich seinen steuerlichen Verpflichtungen nachgekommen ist, der braucht nicht bis 70 den Buckel hinzuhalten. Und die Gegenmeinung von Werner Kestenholz bei Twitter, er schreibt, jeder, der gesund ist, könnte bis 70 oder 72 arbeiten, aber 95% wollen dies nicht und sich dann beschweren, Rente zu klein. Danke für diesen Überblick, Brigitte Büscher. Die Zuschauer hatten das letzte Mal. Kriegen Sie eigentlich eine ganz schnelle Schlussrunde hin? Wirklich, jeder eigentlich nur 3 Sekunden. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wenn Sie in die Lage kämen, mit 1.000 Euro im Monat auskommen zu müssen, plötzlich, wen würden Sie als Berater in dieser Runde nehmen, um das zu schaffen? Nur einen Namen. Mit 1.000 auskommen, Herrn Spahn. Warum?
Der wirkt ziemlich durchtrieben. Das ist ein Foul. Der hat bestimmt was drauf. Das ist ein Foul, Herr Stegner. Frau Klasen, die zeigt nämlich Lebenstüchtigkeit. Ja? Ich habe die ja in der Firma, die Leute, die das können. Aber der Herr Schneider, der kann einem bestimmt weiterhelfen. Frau Steiner? Ja, ich setze die Wette auf Herrn Stegner, weil im Prinzip wird viel Klientelpolitik da gemacht. Und da habe ich vielleicht später auch noch was von. Ich sehe für die FDP. Herr Spahn. Ob mir jetzt hier aus der Runde jemand dabei helfen kann, weiß ich nicht. Weil ehrlicherweise haben wir alle, wie wir hier sitzen, schon lange nicht mehr von 1.000 Euro gelebt. Ein ehrliches Wort. Danke. Und gleich weiter zu Thomas Roth. Heute war ein zukünftiger Politrentner in Deutschland, zweiter Tag, Obama. Was wird von diesem Besuch bleiben? Ja, sicher ist ja auf jeden Fall, dass seine Rente recht gut aussehen wird, denke ich mal, Frank Blasberg. Ja, wir werden uns da gleich in den Tagesthemen genauer anschauen, was dabei bleibt. Auf jeden Fall hat Obama heute in Hannover eine wirklich bemerkenswerte Rede gehalten. Ziemlich locker und ziemlich charmant, wie er eben so ist. Aber für die Europäer durchaus ungemütlich. Und wie sehr, das checken wir gleich in den Tagesthemen. Mit Thomas Roth. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Sie waren uns ein aufmerksames Publikum, engagiert wie diese Runde. Herr Spahn, der tapferste. Frau Steiner, herzlichen Dank. Herr Tenhagen, Herr Stegner. Herr Schneider, herzlichen Dank. Faktencheck. Morgen so kurz vor Mittag gab es einiges zu checken. Wir sehen uns wieder nächste Woche, 21 Uhr. Tschüss, vielen Dank. Dann unterdurchschnittlich ist. Etwa 3% der Rentner von 100 Rentnern brauchen drei zusätzlich Grundsicherung. Bei der Normalbevölkerung, also bei den nicht, oder wenn man alle 80 Millionen nimmt, sind es etwa 9%. Bei Alleinerziehenden sind es 16%. Genau. Das heißt also, unser Armutsrisiko ist doch woanders. Ja, aber was Sie doch machen, Ihr Vorschlag war, Rentenniveau heute anheben. Das war Ihr Vorschlag. Ja, das löst aber keines der Probleme, weder für den Erwerbsgeminderten, noch für die längere Lebenserwartung, die wir in Zukunft haben, noch für die Frage, was ist mit denjenigen, die Zeiten von Arbeitslosigkeit haben, ja, oder die alleine sind. Die Probleme lösen wir alle nicht, aber wir machen pauschale Anhebungen. Das halte ich einfach viel Geld falsch ausgegeben. Wir haben inzwischen so viele Menschen, die prekär beschäftigt sind. Wir haben so viele Menschen, die gebrochene Erwerbsbiografien haben. Wir haben zum Beispiel auch so viele Frauen, das sind nämlich meistenteils die Frauen, die am Ende die kleinen Renten haben, die teilweise sogar jahrzehntelang gearbeitet haben und trotzdem wenig kriegen. Weil sie zu Hause bleiben für ihre Kinder, weil sie in Teilzeit arbeiten. Ja, aber auch das ist ein Teil, den wir vielleicht anders beantworten müssen. Jedenfalls ist der Kern der, wir dürfen nicht eine Politik machen, die am Ende nur gut ist für Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens sind. Davon gibt es erfreulicherweise viele. Aber das ist doch keiner, aber das ist doch aber diejenigen, wie viel Prozent? Frau Steiner. Nein, Sie dürfen gerade nicht. Wir reden ein bisschen häufiger dazwischen, als wir das hier tun. Diese Stoppuhr-Spielchen lassen wir jetzt einfach mal. Weil im Zweifelsfalle erinnere ich mich an etwas, was wunderbar zu dieser Diskussion passt. Wir haben hier eine erregte Diskussion, wie sie schon lange nicht mehr da ist. Die Rentendiskussion ist voll entbrannt, auch an diesem Tisch. Gleichzeitig hören wir aber, und da sollte man hellhörig werden, sowas hat im Wahlkampf nichts zu suchen. Bloß nicht dran rühren. Warum eigentlich nicht? Wer hat da was dagegen? Wir alle sollten versuchen, das Thema Rente aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Eine klare Ansage des engen Vertrauten der Kanzlerin. Merkel will Rente als Wahlkampfthema verhindern. Merkel will Rente aus Wahlkampf heraushalten. Was soll das denn? Fragt die Bild. CDU will keinen Rentenwahlkampf. Armin Laschet, stellvertretender CDU-Chef, erklärt das so. Ein Rentenwahlkampf würde nur zur Verunsicherung von Millionen Menschen führen. Das erinnert uns an etwas. Das klingt wie Politik nach dem de Maizière-Prinzip. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Herr Spahn, warum hat die CDU Angst vor einem Rentenwahlkampf? Eine Frage der Gerechtigkeit, ist das nicht ein klassisches Wahlkampfthema?
Das wäre es sicher und sollte es auch meinetwegen sein, aber wir haben noch 1,5 Jahre bis zum Wahlkampf. Ich wundere mich ein bisschen, dass alle irgendwie schon mit Wahlkampf beschäftigt sind. Wir wollen eigentlich in dieser Koalition, in dieser Legislatur noch was tun bei der betrieblichen Altersvorsorge, weil das ein guter Ansatz ist, gerade Menschen auch in kleinen Betrieben besser zu erreichen, zusätzlich vorzusorgen. Wir können auch was beim Riester tun, bei der Anrechnung von der Grundsicherung, beim Thema Flexirente, flexibel. Also wir haben ja noch eine Reihe von Projekten, die wir angehen wollen bei der Rente. Deswegen verstehe ich gar nicht, dass alle irgendwie schon voll im Wahlkampfmodus an der Stelle sind. Und das Zweite mit dem Verunsichern. Also ich bin sehr dafür, im Wahlkampf alles auf den Tisch zu bringen, was die Menschen beschäftigt. Aber ich bin auch dafür, dass wir das machen, ohne sie bewusst zu verunsichern oder hinter die Fichte zu führen. Wir hatten zum Beispiel auch vom WDR, der Heimatsender dieser schönen Sendung, eine Studie über Altersarmut, wo behauptet wurde, dass 2030 jeder zweite Rentner in Altersarmut ist. Und mit Verlaub, das ist Quatsch. Und wenn man da mal einsteigt in diese Studie, dann hat man die ziemlich schnell zerlegt. Da wird behauptet, wir hätten 2030 50 Millionen Rentner im Land. Also da hat sich irgendjemand nicht richtig viel Mühe gegeben. Und auch wenn nicht Sie es ansprechen, schauen Sie es mal an. Aber einen sagen so, die anderen sagen so. Schauen Sie mal. Fast jedem Zweiten droht Altersarmut. Unter diesem Titel veröffentlichte der WDR eine selbst erstellte Berechnung der gesetzlichen Renten ab 2030. Die Zahlen sorgten für Aufsehen, aber auch Kritik. Richtig ist, das Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik kritisiert: Denkfehler der WDR-Berechnungsmethode. Die Prognosen würden das Problem der Altersarmut in grotesker Weise überschätzen. Richtig ist aber auch: Finanzwissenschaftler wie Rudolf Hickel stützten die Berechnungen des WDR. Das ist eine sehr ruhige und zurückhaltende Annahme, weil nicht davon ausgegangen wird, dass prekäre und niedrig entlohnte Tätigkeiten sich in den nächsten Jahren ausweiten. Was man mit Sicherheit sagen kann, nicht erst 2030, sondern schon heute liegt fast jede zweite Rente unter der Grundsicherung. Trotzdem, nur gut 500.000 der Alten, das sind weniger als 3% der Rentner in Deutschland, bekommen tatsächlich Grundsicherung. Denn viele Rentner sind über ihren Ehepartner, Immobilien, private oder betriebliche Vorsorge fürs Alter abgesichert. Herr Spahn, ja, Sie sagen gerade, es ist wahr. Herr Spahn, wir haben das gerade gesehen, eine Frau, die vielleicht nur Minijobs gehabt hat, aber mit einem Chefarzt oder mit einem Besserverdienenden zusammen ist, die ist nicht arm, richtig? Das war Ihr Punkt auch. Das ist nicht am Einkommensverhältnis des Ehepartners, das ist grundsätzlich der Punkt. Wir müssen sehen, 50% der Renten ist ja gesagt worden, in Deutschland ist niedriger als 750 Euro. Das sagt man ja reflexhaft, die müssen ja alle arm sein. Wenn man aber genau hinschaut, zum Beispiel jemand, der ein paar Jahre Angestellter war und dann Beamter wurde, der hat geringe Ansprüche in der Rente, kriegt eine kleine Rente, aber zusätzlich eine Pension, taucht in der Statistik nicht auf. Jemand, der Teilzeit gearbeitet hat, der aufgehört hat zu arbeiten, beispielsweise nach einer Heirat, der selbstständig sich gemacht hat, die tauchen alle als sozusagen Mini-Rentner auf mit der Unterstellung, die sind arm. Nein. Und deswegen muss man ja hinschauen, wie ist das Haushaltseinkommen von Rentnerinnen und Rentnern. Und wenn man da schaut, ich habe es gerade schon gesagt, dann brauchen am Ende von 100 Rentnern 3 Unterstützung in der Grundsicherung im Alter. Das ist ein Thema natürlich, da muss man schauen, woran liegt das. Das hat oft zu tun mit langen Zeiten von Arbeitslosigkeit. Das sind oft übrigens Witwen, das ist auch ein Problem, das wir haben. Aber wenn, dann sollten wir doch zielgenau für diese Gruppen was tun, anstatt darüber zu reden und den Eindruck zu erwecken, und das ist das, was vorhin mit Verunsichern gemeint ist, den Eindruck zu erwecken, als wäre irgendwie übernächstes Jahr jeder zweite Rentner in Deutschland arm. Das stimmt einfach nicht. Weil die Probleme konkret reden und sie lösen wollen, ist was anderes als pauschal alle Rentner und auch künftig den Rentner zu verunsichern. Und das passiert im Moment in der Debatte. Ja, aber jetzt machen wir uns mal nicht pauschal. Also erstmal, Herr Spahn, alles, was Sie sagen, ist richtig. Alles war völlig richtig. Aber wir müssen noch ein paar Sachen hinzunehmen. Wir haben in der Tat im Moment nur 2,5% der Rentner und Rentner, die in Grundsicherung sind, die aus dem Sozialamt müssen. Wir haben aber eine unheimliche Dichte von Menschen, die mit ihrem Einkommen, Haushaltseinkommen als Rentner ganz knapp drüber sind. Zwischen 750 und 900 Euro. Das sind mittlerweile 15,6% aller Rentnerinnen und Rentner. Das heißt, die fallen noch nicht rein, aber 1-2 Mieterhöhungen und die sind drin. Das ist die Situation. Und ein weiteres Faktum müssen wir einfach sehen. Diese Zahl ist in den letzten 10 Jahren richtig weggaloppiert. Rentner waren früher kaum von Armut betroffen. Heute sind sie stärker betroffen als der Durchschnitt.
wenn man diese stärker als der Durchschnitt. Der durchschnittliche Moment bei 15,4%, bei Rentnern sind es 15,6%, die von Armut betroffen sind, bis 900 Euro der Single. Und jetzt ein weiteres. Sie wissen genau, in den nächsten Jahren kommen, ab 2025 werden es richtig viele Menschen in die Renten, ins Rentenalter, die waren langzeitarbeitslos. Menschen ins Rentenalter, die hatten immer nur so einen Job, dann wieder arbeitslos, Job, arbeitslos. Und vor allen Dingen kommen die ins Rentenalter, die, also die zu 25% waren, dass der abhängig Beschäftigten im Niedriglohnsektor arbeiteten. Wenn die nicht einen Partner haben oder eine Partnerin, die sehr gut verdient, dann werden die natürlich eine Rente erhalten, mit der sie nicht klarkommen. Und da die meisten keine Chance hatten zu riestern, werden sie altersarm sein. Das heißt, richtig ist, heute haben wir noch das Problem im Griff. Wenn wir es aber einfach laufen lassen sollten, werden wir in 10, 15 Jahren tatsächlich eine riesige Altersarmut haben. Wir haben es in der Hand, dem politisch entgegenzuwirken. Aber Herr Schneider, müssen Sie das aber auch heute jetzt tun. Vielleicht darin zustimmen, dass Grundsicherung, aber genau dafür ist ja Grundsicherung da. Grundsicherung ist übrigens im Unterschied zur Sozialhilfe, heißt vor allem, dass nicht auf die Kinder zurückgegriffen wird, wenn ein Älterer entsprechend nicht, Unterstützung vom Sozialhilfe. Es ist wichtig, das schätzen viele falsch ein. Die gehen deswegen nicht zum Sozialhilfe. Sagen Sie mal ganz kurz, wo die Grundsicherung, ist. Wo liegt die im Moment? Also im Moment beim Single-Haushalt, viele Rentner und Rentner sind Single, im Schnitt, fängt von der Miete ab, 760. Das kann in Wiesbaden, ist es über 900, weil die Mieten sehr teuer sind. Wenn sie irgendwo in Brandenburg sind oder Gelsenkirchen, dann kommen sie auch schon mit 650 hin. Also in der Spannbreite. Aber diese Grundsicherung ist aktive Armutsbekämpfung unserer Gesellschaft. Das ist die Entscheidung zu sagen, jemand, der im Alter ein geringes Einkommen hat, aus eigener Rente oder was auch immer, kriegt zusätzlich von allen finanziert aus Steuermitteln. Das ist die Idee der Grundsicherung. Ja, aber ist aber völlig daneben gegangen. Die Idee der Rente ist, wie Herr Stegner im Eingangsstatement, mit 404 Euro Stegner im Eingangsstatement gesagt hat, die Idee der Rente ist ja, ich zahle Beiträge, während ich arbeite. Und je nachdem, wie viel Beitrag gezahlt habe, bekomme ich anschließend, eine Rente. Das sind zwei verschiedene Systeme. Ich finde nur, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, Hartz IV und Grundsicherung ist, aktive Armutsbekämpfung. Ist, weil wir Menschen, die sonst nicht genug hätten, helfen, entsprechend was zu Mit 404 Euro kommt ein alter Mensch nicht über den Monat. Die Leute, die Altersgrundsicherung beziehen, die können nicht mal mehr irgendwann mal mit einer Freundin oder Freund Kaffee trinken gehen. Die können nicht ins Theater gehen. Das sind die Leute, die wir jetzt an den Tafeln zum Teil erleben. So niedrig ist die Altersgrundsicherung. Sehr dafür bei der Grundsicherung. Und deshalb bin ich, sage das ich, ist doch, aber dann müssen Sie doch über die Höhe der Grundsicherung reden. Das ist aber doch nichts, was Sie... Ja, das versuche ich mit Ihnen seit Jahren zu tun. Das gelingt ja nicht. Das Thema Rente zu lösen. Und der zweite, nur wenn ich das eben sage, der zweite wichtige Punkt ist der von Herrn Tenhagen. Ich finde, das ist ein wichtiger Reformpunkt, den wir angehen sollten. In der Grundsicherung zu sagen, jemand, der vorgesorgt hat, dem wird das nicht voll angerechnet, sondern der hat am Ende in der Grundsicherung mehr als jemand, der das nicht hat. Das als konkretes Beispiel. Sie haben eben gesagt, wir haben noch anderthalb Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Das wäre ja schön. Wäre das etwas, Herr Stegner, Herr Spahn, was in dieser Legislaturperiode ohne Wahlkampf noch zu denken wäre? Ich glaube, das könnten wir in der Tat machen. Da sollten wir Herrn Spahn beim Wort nehmen. Normalerweise ist die CDU bei solchen Sachen ja nicht so sehr, dass sie das dann auch tun. Aber wenn sie das heute Abend versprechen, dann machen sie es bestimmt. Was noch zusammenkommen kann, wenn diese beiden Parteien sagen, wir wollen was Gutes tun, das ist das etwas, das löst das Problem nicht. Nämlich keine Rentenreform. Dieses Gute, Herr Schneider, tun Sie mir einen Gefallen und holen Sie Luft mal zwischendurch. Da leben wir dann auch alle von. Es kommt nämlich etwas, was Sie, glaube ich, ein bisschen spaßig finden, was herauskommt, wenn diese beiden Parteien sich zusammentun und sagen, ich glaube, man muss einfach noch mal das Signal aussenden, wir tun was für Rentner. Dabei kommt dann der Lebensleistungsrentner aus. Was ist denn das eigentlich, ein Lebensleistungsrentner? Der Lebensleistungsrentner ist ein ganz besonderer. Beschrieben wird er im Koalitionsvertrag. Er kann auf 40 Jahre Berufsleben zurückblicken. Er war höchstens ein paar Jahre arbeitslos. Die ganze Zeit hat er schlecht verdient, soll aber trotzdem dauerhaft fürs Alte was zurückgelegt, privat vorgesorgt haben. Unser Gast Ulrich Schneider hat schon eine Vorstellung, wo man diesen Lebensleistungsrentner findet. Der sei so selten, den könne man im Zirkus ausstellen. Haben Sie schon einen gefunden für die Zirkusnummer? Nein, doch nicht. Nein, aber was ich damit sagen will, so wie es jetzt im Koalitionsvertrag fixiert ist, im Endhalt. Aber, er will nicht das Gefühl haben, permanent aufpassen zu müssen. Er will nicht das Gefühl haben, permanent übers Ohr gehauen zu werden. Er will nicht irgendwie permanent beworben werden, weil dann wird er ja schon misstrauisch. Und er will vor allen Dingen nicht, jetzt kommt's,
eine Versicherung abgeschlossen haben, wo er deutlich älter werden muss als seine statistische Lebenserwartung, ist, damit er überhaupt wieder auf sein Geld kommt. Und deshalb ein weiterer Punkt, weshalb ich vorhin schon sagte, also ich denke, Riester müsste man schlicht als Instrument jetzt auslaufen lassen. Nicht nur, dass es von den Zahlen her gescheitert ist, es ist zu komplex und es ist überflüssig. Wir haben eine gesetzliche Rentenversicherung, die ist relativ einfach gestrickt. Dort zahlt man Geld ein, wenn es hier funktioniert. Und wenn der nicht permanent oder jährlich praktisch das Rentenniveau gesenkt würde, man weiß dann etwa, was am Ende rauskommt. Und das halte ich für ein klares System, was in jedem Fall unterstützenswerter ist als Riester. Schneider, bevor Sie mit der Lösung kommen, müssen wir noch was klären. Also, es gab sehr unterschiedliche Anbieter für Riestern. Und da konnte man in den Moostopf greifen oder man konnte in den besseren Topf greifen. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch Finanzberatung. Dazu gibt es Ihr Portal Finanztipp. Sie beraten Verbraucher, aber Kontaktvermittlungen, wenn ich über Ihre Seite gehe, die zu Riester-Renten führen, die werden Ihnen vergütet. Ist das richtig? Nicht unbedingt. Wir empfehlen bestimmte Anbieter in bestimmten Segmenten und manche von denen vergüten uns das und manche nicht. Es gibt zum Beispiel im Wahlkreis von Herrn Spahn die Volksbank Gronau-Ahaus. Die empfehlen wir als Banksparplan. Die vergüten das nicht. Es gibt die Hannoversche Leben, die empfehlen wir als Versicherung, die vergüten das auch nicht. Wir haben eine Fondsgesellschaft, die vergüten. Sie testen unabhängig und gehen dann auf die Banken zu genau, und sagen, wir testen erst ihr seid die Guten, ihr könnt dafür auch gerne was ins Töpfchen tun. Genau. Okay. Und das klingt für alle Seiten interessant. Ja. Das ist interessant. Vor allen Dingen ist es dann interessant, wenn man den Herrn Schneider noch mal nimmt, weil der ja sozusagen, nachdem er nach 2 Jahren nach dem Vertrag genauer hingeguckt hat, hätte er sich doch mit der Sterbetafel doch bitte richtig beschäftigt. Ja. Weil dann hätte er gewusst, dass eine Sterbetafel, wenn er sozusagen 65 wird, vorsieht, dass er durchaus älter wird als 83 und dass er eine gute Chance gehabt hätte. Also mit Sterbetafel durchschaue ich schon, nur die Versicherung. Ganz wichtiger Punkt, ganz am Anfang. Und das ist, wenn Sie so wollen, ein richtiges Problem. Diese Riester-Rente ist nie gemacht worden, um Altersarmut zu verhindern. Ja, Moment mal. Sagt keiner. Nein, die SPD sagt es nicht, Walter Riester sagt es nicht. Es sagt niemand, die ist gemacht worden, um Versicherungsarmut zu verhindern. Die ist in erster Linie gemacht worden, um Leuten, die so ein Einkommen haben, wie man das bei VW hat, sozusagen als Facharbeiter, zusätzlich Geld für ihre Rente zu geben, weil die ja auch von den Rentenkürzungen dieser Jahre partizipiert. Über Riester, bei aller Liebe. Herr Schneider ausschließlich eine Konzentration auf die gesetzliche Rente offensichtlich vorschlägt, da rollt es mir als junge Generation die Struktur wäre jetzt gut für unsere Zuschauer bevor wir in die Zukunft gucken, was besser wäre. Lassen Sie uns diesen Riester-Block, weil 16,5 Millionen Verträge sind abgeschlossen und denen sollten wir etwas sagen. Sie haben einen Teil Ihres Geschäftsmodells offengelegt, Sie raten nicht kündigen, sondern drinbleiben. Es sei denn, darf ich das so polemisch sagen, man kann sich diesen Wutanfall in einem Sache leisten, wie Herr Schneider. Ja. Er konnte für seine Seelenhygiene mal was auf den Kopf hauen. Damit er nicht hinterher sagt, Höflichkeit wird bestraft, ist er jetzt wirklich dran. Und dann sind Sie dran. Okay. Bitte, Herr Schneider. Also ich halte es fatal, einer Gesellschaft, in der bald auf 2 Rentner ein Beitragszahler kommt und wo deswegen das Rentenniveau sinken wird in eine bestimmte Richtung. Das haben alle gemeinsam beschlossen. Den Menschen zu sagen, wer privat vorsorgt, macht einen Fehler. Und das ist das, was Sie suggerieren. Nein, es ist politisch ein Fehler, dieses System zu fahren. Ganz fatal. Ich sage doch nicht, dass wir bei Riester mit Blick auf Geringverdiener noch eine andere Zulage machen können. Übrigens auch eine andere Information. Viele wissen gar nicht, wie viel Zulage sie kriegen können. Ja. Sie können bei einem Minijob, Alleinerziehende mit 2 Kindern, die nur in Anführungszeichen einen Minijob hat, mit 60 Euro Eigenbeitrag im Jahr 800 Euro kriegen, wenn die Kinder nach 2008 geboren sind, zusätzlich vom Staat. Das ist eine massive Unterstützung. Sie haben für Ihre 2 Kinder auch 300 Euro im Jahr zusätzlich gekriegt. Das hebt natürlich die Rendite.
Das heißt also, so zu tun, dass jeder, der einen Riester abgeschlossen hat, insbesondere wenn er Kinder oder Familie hat, einen Fehler gemacht hat, ist prüfen. Einfach ein fatales Signal, was Sie hier senden. Moment, sondern wir müssen Moment. Eigentlich sagen, du hast im Grundsatz eine richtige Entscheidung getroffen. Wir müssen dafür sorgen, da bin ich übrigens bei Herrn Tenhagen, dass wenn du in die Grundsicherung kommst, weil du privat vorgesorgt hast, kannst du 50 oder 100 Euro, da können wir ja drüber reden, als Freibetrag behalten, damit du mehr hast als jemand, der nicht vorgesorgt hat. Den Anreiz kann man ja verändern. Aber hier eine Botschaft zu machen, der privat vorgesorgt hat und Zulage kriegt, hat einen Fehler gemacht, halte ich einfach für eine fatale, für eine falsche Botschaft, weil wir gerade Geringverdiener und Familien mit den Zulagen erreichen. Aber die Botschaft, die ich aussandte, die Botschaft, die ich aussandte, war ja nicht... Da habe ich ja korrekt auf Ihre Frage geantwortet. Es ist nicht falsch, vorzusorgen. Man muss heute vorsorgen. Wenn man die Wahl hat zwischen einem Lottoschein, einer VW-Aktie und einer Riester-Rente, ist es vielleicht ganz vernünftig, sogar die Riester-Rente zu nehmen. Nur, was ich gesagt habe, was falsch ist, ist politisch den Weg zu gehen, das Rentenniveau zu senken und die Menschen auch private Vorsorge zu verweisen. Das halte ich für fatal. Sie erwecken ja auch den Eindruck, Herr Schneider, dass das Sinken des Rentenniveaus zu massenweise Altersarmut. Nein, das habe ich bisher noch gar nicht gesagt. Das werden Sie aber gleich wahrscheinlich sagen, weil sonst würden Sie es... Ja, aber warum sinkt das Rentenniveau? Das erklären Sie es uns. Ja, das sinkt deswegen, weil wir zwei Sicherungssysteme sozusagen haben. Wir haben einerseits steuern wir über die Höhe des Rentenniveaus. Das heißt, wie viel kriegt jemand relativ zu seinem vorherigen Einkommen? Und das wird ja immer auf den Durchschnittsrentner, auf den Eckrentner, wie das so heißt, berechnet, der sowieso in der Welt nicht gibt, weil so wie es 20 Millionen Rentner gibt, gibt es auch 20 Millionen unterschiedliche Biografien. Und der andere Teil war, dass wir die jüngere Generation nicht überbelasten wollten mit den Beiträgen. Und für jeden Prozentpunkt mehr an Rentenniveau zahlt man 6 Milliarden Euro. 0,5 Punkte. 5 Euro pro 1000 Euro Verdienst. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen das Rentenniveau wieder bei 50% haben, wo es mal war, zahlt jemand mit 3000 Euro Einkommen 75 Euro mehr im Monat 2030. Aber das sollten wir dann doch wieder sagen. Herr Stegner, darf ich noch mal sagen, ich bin hier Zuschaueranwalt. Das, was er gerade an Zahlen gebracht hat, ist genau dieser Punkt, wo Sie sagen, die SPD eigentlich eine Rolle rückwärts. Wir wollen die gesetzliche steigern auch wieder. Wir wollen sie festigen. Wir wollen ein höheres Rentenniveau. Was das bedeutet, und Herr Spahn hat gerade die Zahlen gebracht, das nochmal zum Erklären und Verarbeiten für unsere Zuschauer, dann sind Sie sofort dran. Das Niveau der gesetzlichen Rente darf nicht weiter sinken, sondern muss auf dem jetzigen Niveau stabilisiert werden. Klingt erst einmal gut. Das Niveau auf 47,8% zu stabilisieren, würde aber bis zu 18 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich kosten, sagt die Deutsche Rentenversicherung. Und sollte das Netto-Rentenniveau sogar auf 50% angehoben werden, wie es eine Gruppe linker SPD-Abgeordneter fordert, würden die Mehrkosten grob gerechnet bis zu 30 Milliarden Euro jährlich betragen. Der Rentenbeitrag für die Einzahler müsste dann allerdings von 18,7% schließlich auf über 24% ansteigen. Ein Durchschnittsverdiener würde dann allein für die Rente mindestens 75 Euro mehr pro Monat bezahlen müssen. Herr Schickler, haben Sie eigentlich keine Angst, dass jüngere Arbeitnehmer, auch SPD-Wähler sollen darunter sein, dass die sagen, haben wir verstanden, die Alten auf dem Sonnendeck und wir unter Deck am Rudern? Das wäre richtig, wenn es die heutigen Älteren betrifft. Aber wir reden genau über die Leute, die jetzt arbeiten sollen, dass die ein Rentenniveau am Ende bekommen, das vielleicht nur noch 42-43% ist. Herr Spahn und ich können uns das leisten. Das ist gar kein Problem. Aber wenn man ein Normal- oder Geringverdiener ist, kann man sich das überhaupt nicht leisten. Und dann geht das gar nicht, dass man in die Rente eingezahlt hat und am Ende so wenig rausbekommt. Und dann gibt es ja viele Menschen, die haben wieder eine Betriebsrente, die können nicht vorsorgen für private Vorsorge und die haben am Ende dieses Rentenniveau. Und man kann den Jüngeren ja anders helfen. Ich will Ihnen das mal ein Beispiel sagen. Man kann zum Beispiel sagen, diese Mütterrente bezahlen wir bitte aus Steuern, nicht aus Beiträgen. Ist schon wieder mehr Geld in der Kasse. Man könnte sagen, wir bezahlen Frauen gleich wie Männer. Die kriegen den gleichen Lohn und wir bezahlen Frauenberufe besser. Wir tun also was für Arbeit. Gute Arbeit, gute Rente. Schlecht bezahlte Arbeit, schlechte Rente. Das ist der Punkt. Und daran Herr müssen wir was verstehen. Entschuldigung, Frau Steiner. Wenn ich das alles so höre, sage ich ganz ehrlich, als Stimme der Jungen, der wird mir Angst und Bange. Also es ist insofern grausam, wenn ich mir anschaue, alleine was noch gar nicht gefallen ist, das niedrige Zinsniveau und das niedrige Umfeld. Alleine das ist ein Problem für die private Vorsorge. Wir haben überhaupt keine Chance mehr, privat vorzusorgen. Und schuld ist die EZB und schuld ist eigentlich auch in dem Moment der deutsche Staat, der sich nämlich gesund spart auf Kosten von uns, der jungen Generation. Wie sollen wir das denn leisten? Nein,
aber jetzt wir müssen wir. Nein, jetzt und auch die lassen Sie doch Frau Schneider einfach mal. Sie hat lange zugehört. Ja, Schneider, ich habe Ihnen die ganze Zeit zugehört und kenne Ihre ganze private Vorsorge. Es freut mich auch sehr. Ja, aber es führt, ich hatte danach hilft gefragt. Mir nicht. Ja, also ich glaube ganz ehrlich, es braucht mal eine komplette Rentenreform, wo alle was von haben, wo wir einen flexiblen Renteneintritt ermöglichen. Wir reden immer nur über Rente. Sie sagen eben steuerfinanziert, schuldenfinanziert. Es gibt zig Möglichkeiten der Finanzierung. Warum fangen wir nicht mal an, da, wo wir es brauchen, nämlich im Bereich der Bildung? Wenn wir anfangen, frühzeitig unsere Kinder in eine super Zukunft zu führen, dann können sie im besten Fall für sich selber vorsorgen und dann müssen wir nicht heute mit 80 Milliarden und mehr in die sozialen Kassen einzahlen. Aber liebe Frau Steiner, Sie haben völlig recht, dass wir einig sind. Wir müssen möglichst viel für Bildung tun. Sie werden mir wahrscheinlich auch nicht widersprechen, dass es richtig wäre, dass Frauen zum Beispiel Alleinerziehende oder andere besser gefördert werden, sodass sie das alles können. Und dass wir dafür sorgen, dass wir nicht nur Mindestlöhne haben, sondern dass die Arbeitnehmer gut verdienen, dass sie auch Beiträge und Steuern zahlen. Und wir sind sogar beisammen bei der Flexibilität. Aber die Flexibilität kann natürlich nicht heißen, dass einer, dem es sowieso gut geht, der auch als Akademiker gut noch ein paar Jahre länger arbeiten kann, ein hohes Gehalt hat, dass der genauso behandelt wird wie jemand, der Jahrzehnte körperlich gearbeitet, kaputt ist und nicht mehr kann. Aber der trifft doch gar nicht Ihre ganzen Rentenentscheidungen. Der ist doch außen vor, Herr Stegner. Und der kriegt dann am Ende sogar Abzüge. Es ist doch nicht der Dachdecker. Der kriegt am Ende Abzüge. Aber Herr Stegner, dann am Ende Abzüge, wenn er gehen muss. Dann sollte man eine Reform der Erwerbsminderung. Ich hätte Chorleiter werden sollen, dann hätte ich da vielleicht was Harmonisches draus machen können. Ich muss da Ende führen. Pauschale Verlängerung der Lebensarbeitszeit führen dazu, dass Normalverdiener, Geringverdiener, das ist wie ein Attentat auf die, weil die nämlich nicht mehr so lange arbeiten können, wobei sie und wir können alle ein bisschen länger arbeiten, wir haben auch ein höheres Gehalt, wir haben auch nicht so lange gearbeitet. Wir können uns auf das aber da können wir uns ja auf was einigen. Wir verlängern, wir können ja drüber reden, ab 2030, wir reden jetzt erstmal bis zu 67, aber bei längerer Lebensarbeitszeit braucht man wahrscheinlich einen längeren Renteneintrittsalter. Wir können ja drüber reden. Wir reden über länger arbeiten und wir reden drüber, wie wir Erwerbsminderungsrenten besser machen für diejenigen, die mit Mitte 50 kaputt sind, wie das bei mir im Münsterland heißt, weil man auf dem Bau nicht mehr arbeiten kann. Das wäre mal eine vernünftige Rentenreform, so eine Kombi. Nur darüber reden Sie leider nicht. Was Sie machen ist, Sie sagen 20 Millionen Rentnern in Deutschland, lass uns doch mal eben das Rentenniveau heute, Ihr Vorschlag war ja nicht für 2030 oder 2040, lass uns doch mal das Rentenniveau heute anheben. Genau. Und das in einem Jahr, wo wir die größte Rentensteigerung seit 23 Jahren haben und wo wir doch sehen, dass in der gesetzlichen Rente es eigentlich alles in allem, gerade für diejenigen, die heute Rentner sind, so schlecht nicht läuft. Aber, Im Übrigen, Armutsrisiko bei Rentnern. Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Ja, arm zu sein, jeden Euro umdrehen zu müssen, nur die billigsten Lebensmittel kaufen zu können, das ist immer schlimm. Aber im Alter so arm zu sein, das klingt nach blankem Horror. Es ist Horror. Die Pflegedienstmitarbeiterin Nathalie Klaassen kennt das aus ihrer täglichen Arbeit, bei der sie versucht, ihren Alten zu helfen, wo es geht. Es könnte aber auch ein Blick in die eigene Zukunft sein, wenn sie an ihre letzte Renteninformation denkt. Die bittere Frage dann, wie sie eben selbst mit 1100 Euro auskommen soll und ob sie es bis 67 schafft in diesem Beruf, um dann eben diese 1100 Euro zu bekommen. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie bei Nathalie Klaassen die Schlagzeilen der letzten Tage ankommen. Rente ab 70, Riester-Rente gescheitert. Nur noch ein Drittel der Deutschen glaubt, von der gesetzlichen Rente im Alter gut leben zu können. Tja, was braut sich da zusammen? Unser Thema heute jung, morgen arm, schuften für eine Mini-Rente. Das sind unsere Gäste. Lenke Steiner, die FDP-Politikerin und Unternehmerin, stellt fest, bei der Rente denken die Alten gern nur an sich und meine Generation geht leer aus. Wir haben doch schon heute in Wahrheit viel mehr arme Junge als arme Rentner. Ralf Stegner, der stellvertretende SPD-Chef, stellt klar, Rente ist keine Sozialleistung nach Kassenlage, sondern der Ertrag von Lebensleistung. Deshalb darf das Rentenniveau nicht noch weiter sinken und eine neue Flut von Altersarmut auslösen. Jens Spahn, der CDU-Abgeordnete und Finanzstaatssekretär, entgegnet, wer nach der Rente mit 63 auch noch ein höheres Rentenniveau fordert, bekommt kurzfristig Applaus, verschärft aber die Probleme massiv. Denn wer soll das bezahlen?
Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Der Paritätische, ist überzeugt. Die Politik hat die gesetzliche Rente in den letzten Jahren bewusst geschwächt. Dabei hat doch kaum ein Geringverdiener so viel Geld, um noch privat vorzusorgen. Hermann Josef Tenhagen, der Chefredakteur des Online-Verbraucherportals Finanztipp, warnt, man darf private Vorsorge wie die Riester-Rente nicht pauschal verurteilen. Denn gerade Geringverdiener sollten sich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen und können beim Riestern tatsächlich Gewinn machen. Herr Tenhagen, ich glaube, wir sollten am Anfang gleich mal was klären. Wer hat tatsächlich mehr Probleme mit dem Thema Rente? Diejenigen, die jetzt oder schon sehr bald Rente bekommen, oder diejenigen, die gerade im Beruf gehen, die arbeiten müssen, um die Zusatzleistung oder manche sagen auch Geschenke zu verdienen? Diejenigen, die in Zukunft, in fernerer Zukunft in Rente gehen, werden die größeren Probleme haben, weil man mit den Löhnen, die man heute verdient, häufig relativ wenig Rente bekommt. Ich mache es ganz klassisch. Mindestlohn ist ja gerade erst eingeführt, ist ja ein Fortschritt, 8,50 Euro. Mit den 8,50 Euro müssen Sie 63 Jahre arbeiten, Vollzeit, um so auf ein Niveau zu kommen einer Grundrente. 63 Jahre Vollzeit arbeiten, wenn Sie mit 16 anfangen, sind Sie mit 79 fertig für die Rente. Und Grundrente heißt in Euro? 840 Euro im Monat. So, wenn man sich das mal vor Augen hält, Herr Spahn, dann die Frage, Sie haben vor kurzem die größte Rentenerhöhung seit langem verkündet, 4,25% im Westen, fast 6% im Osten. Gleichzeitig denkt Ihr Chef, Sie sind Staatssekretär bei ihm, denkt Herr Schäuble über eine Rente, ich sag mal jenseits der 67, manche sagen Rente mit 70 nach. Darf ich das, wenn wir Herrn Tenhagens Äußerungen mal dazu nehmen, darf ich das so übersetzen? Die Jungen sollen länger arbeiten, damit die aktuellen Rentner nächstes Jahr brav Union wählen, SPD wählen? Naja, das, erstens mal die Rentenerhöhung, die große kommt ja daher, weil die Löhne stark gestiegen sind. Die Löhne steigen, weil die Wirtschaft sich gerade super entwickelt und dadurch können eben Arbeitnehmer und Rentner jetzt auch davon profitieren. Zeigt übrigens, die beste Rentenpolitik ist eine gute Wirtschaftspolitik, weil dann leitet sich der Rest daraus ab. So, und was die Frage angeht, was ist mit den heutigen Rentnern und den künftigen Rentnern, haben wir ja eigentlich einen großen Kompromiss in Deutschland gefunden in den letzten 15 Jahren, dass die Jüngeren tatsächlich werden länger arbeiten müssen. Wir werden ja Renteneintritt mit 67 und uns langsam hinarbeiten bis 2030, dass sie relativ höhere Beiträge zahlen, dafür eine geringere gesetzliche Rente kriegen, dafür privat vorsorgen müssen. Und die Rentnergeneration hat mit beigetragen, indem sie auf einen Teil von Rentenerhöhungen in den letzten Jahren verzichtet hat. Das war sozusagen das große Kompromisspaket, um Ältere und Jüngere zusammenzubringen. Und das sollten wir jetzt im Grundsatz auch nicht aufschnüren. Die Rentendiskussion ist da. Und wenn nur, weil ich eben zu dem länger arbeite, die Lebenserwartung in Deutschland steigt jeden Tag, je nachdem, wie Sie rechnen, um 4 bis 5 Stunden. Jeden Tag. Dass Sie von diesen 4, 5 Stunden mal 20, 30 Minuten arbeiten müssen, um die anderen 3,5 zu finanzieren, ist, glaube ich, was man verstehen kann. Und wenn Sie mal schauen, wie geht's heute einem 70-Jährigen? 70% der 70-Jährigen sagen, ich fühle mich wie 50. Es ist so. Sie wissen, was gerade Männer im Alter so alles behaupten. Ja, aber wir merken doch, viele werden fitter, älter. Und viele können sich auch vorstellen, länger zu arbeiten. Viele machen das im Übrigen auch freiwillig mittlerweile. Und wir reden heute ja über eine Zeit von 2030 und danach. Auch bis dahin wird sich Arbeitswelt verändert haben. Und insofern nach 2030 drüber nachzudenken, wenn wir länger leben, einen Teil davon auch arbeiten zu müssen, halte ich eigentlich nicht für so unlogisch. Frau Steiner, Sie sind Unternehmerin und Rentenzahlerin. Sie zahlen in die gesetzliche Rentenkasse ein als Unternehmerin. Warum Sie das tun, können wir gleich noch besprechen. Aber was vermuten Sie, warum ausgerechnet jetzt wir plötzlich wieder eine Rentendiskussion führen? Am Hals haben. Na, die letzte große Rentenreform hatten wir zur letzten Wahl. Jetzt sind wir in 2016. Nächstes Jahr steht die Bundestagswahl vor der Tür. Ich glaube, wenn man so die Koalition weiterführen will, muss man teure Rentengeschenke machen. Das planen die im Moment. Und ich sage ganz ehrlich, als Vertreterin der jungen Generation, als Stimme der jungen Generation, sehe ich für uns ganz finstere Zeiten auf uns zukommen. Frau Steiner hat es gerade angesprochen, Herr Stegner, ist ja nicht so, als wenn es nichts gegeben hätte für Rentner. Ja? Vieles ist da passiert, Rente mit 63, ein Erfolg, wenn es denn einer ist, der SPD. Und trotzdem, Ihre Partei, die SPD und gerade die Linken in der SPD, die sehen Probleme bei der Rente. Reden die nicht damit
eigentlich das schlecht, was die SPD auch mit erreicht hat in dieser Koalition? Nein, wir haben in der Tat einiges durchgesetzt. Und ich finde das auch richtig, dass Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, dass die abschlagsfrei in Rente gehen können, wenn sie mit 63 gehen oder künftig mit 65. Und auch die Mütterrente war vernünftig. Sie ist nur falsch finanziert. Sie dürfte eigentlich aus Beitragsmitteln, sie müsste aus Steuermitteln bezahlt werden, weil das eine Leistung der ganzen Gesellschaft ist. Aber gerade weil ich Frau Steiner ausdrücklich recht gebe, dass das natürlich etwas sein muss, was für die jüngere und für die ältere Generation was Gutes ist, muss man natürlich feststellen, dass eine jüngere Generation, wo ja viele dabei sind, die nicht Akademiker sind und 29 in den Beruf gehen, hohes Gehalt haben, hohe Lebenserwartung haben, sondern die mit 15, 16, 17 in den Beruf gehen, entweder auf dem Bau arbeiten oder in der Pflege oder andere Dinge machen, die haben dann ein paar Jahrzehnte gearbeitet. Sie sprechen gerade über unsere Frau Klaassen, werden wir gleich kennenlernen. Die hat mit 17 angefangen zu arbeiten. Deutlich länger gearbeitet als andere, deutlich niedrigeres Gehalt als andere und leider auch eine niedrigere Lebenserwartung, denn die Lebenserwartung steigt hauptsächlich für die, denen es besser geht. Sie insgesamt, für alle. Nein, insgesamt ist es so, der Unterschied zwischen, Gutverdienern und Geringverdienern, was die Lebenserwartung geht, ist traurigerweise wirklich viele, viele Jahre auseinander. 10 Jahre. Was ja auch teilweise daran liegt, dass sie körperlich hart arbeiten müssen. Und in so einer Situation ist doch das Beste, was einem jungen Mensch passieren kann, dass er mit dem, was er da einzahlt und mit seiner Arbeit einzahlt, dass das so wertgeschätzt wird, dass am Ende etwas herauskommt, wovon er auch leben kann oder sie den Lebensstandard halten kann, nicht Einschränkungen machen muss. Das, finde ich, wäre gerecht, dieses durchzusetzen. Darum geht es. Es geht eigentlich um Respekt für Arbeit und um den Ertrag von Lebensleistungen. Es geht nicht um Sozialleistungen, die wir uns jetzt leisten können oder nicht. Und junge Menschen, nebenbei bemerkt, die freuen sich auch, wenn sie ihre Eltern oder Großeltern gut versorgt wissen. Das ist nämlich auch ein Teil davon. Das heißt, wir reden nicht von Generationen freuen kann man sich aber nur, wenn man Luft hat, sondern sich zu freuen. Aber ich glaube, dass ein System, wenn ich das mit dem Satz noch zu Ende sagen darf, ich glaube, dass ein System, wo Menschen für Menschen eintreten, die Jüngeren für die Älteren, die die Arbeit haben, für die keine haben, die gesund sind, für die krank sind, immer noch die beste ist Solidarität in unserem Land. Herr Steger, ich stimme insofern ja überein, ne? Dass gerade wir als junge Generation wollen unsere Eltern gut versorgt wissen. Wir wollen auch unsere Großeltern gut versorgt wissen. Aber das, was Sie vorhin wieder angesprochen haben, und es wird immer der Bauarbeiter genannt oder auch die Pflegekraft, die wird im Zweifel diese Jahre, die Sie vorschlagen, nicht durchhalten. Und wer wieder auf der Strecke bleibt, sind die, die es wirklich brauchen, nämlich die, die eine Erwerbsminderungsrente kriegen müssen. Und die ist wieder nicht im Vordergrund. Letztes Mal haben Sie 800 Millionen ausgegeben, im Vergleich zum kompletten Rentenpaket ein Witz. Aber ganz kurz Herrn Schneider mit in die Runde nehmen, dann kann es gleich weitergehen. Nochmal die Frage eben, ich habe Herrn Steger gefragt, ob Sie nicht eigentlich die Leistung der SPD selbst kleinreden. Ich frage Sie mal, Mütterrente, Rente mit 63, Lebensleistungsrente, was das ist, werden wir gleich nochmal sehen. All das müsste doch eigentlich einen Paritätischen auch mal zu einer kleinen Kniebeuge veranlassen. Na, die Mütterrente, die war ja, wie man so schön häufig sagt, alternativlos. Deshalb, weil es vor dem Grundgesetz nicht mehr lange machbar gewesen wäre, dass die Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, anders behandelt werden als die, die nach 92 geboren wurden. Also das war auch der teure Brocken. 6 Milliarden im Endausbau kostete das. Bei der Rente mit 63 haben wir nie einen Hehl draus gemacht. Es sei allen gegönnt, aber war die falsche Priorität. Hier wurden insbesondere ja oder haben Menschen einen Vorteil bekommen, die ohnehin ganz gute Renten haben, die auch wirklich lange einzahlen konnten. Und man kann nicht sagen, dass die alle plötzlich nicht mehr arbeiten können. Denn viele Erzieherinnen, Pflegekräfte, die kommen nicht auf so viel Beitragsjahre, obwohl sie auch so einen Bonus benötigt hätten. Also viele haben dann nur 30, 40 Jahre und kommen nicht in den Genuss. Von daher denke ich, erstens mit der Gießkanne, das war falsch. Zweitens war ja nicht für alle, es war für eine bestimmte Generation. Es war ein Privileg für 50 plus sozusagen. Und das Dritte war, dass wir eigentlich zu dem Zeitpunkt bereits andere Sorgen hatten, nämlich eine zunehmende Altersarmut. Und diese Rente mit 63 ging daran, so sehr wie es allen gegönnt sei, ich wiederhole es, ziemlich vorbei. Das Problem ist doch, dass wir jetzt schon wieder, Herr Stegner hat ja schöne Prinzipien aufgestellt, da kann jeder applaudieren, weil das ist ja erstmal so allgemein. Aber jetzt reden wir ja wieder über die Gießkanne. Sie wollen das Rentenniveau erhöhen, und zwar jetzt. Sie sagen ja, das, was Sie entschieden haben, Rot-Grün damals, wir haben es mitgetragen, so um 2004 rum, dass es für alle mehr Rente geben soll. Entschuldigung, das ist ja das, was können wir uns auf eins einigen? Ich verspreche Ihnen, wir reden über das, was Sie gerade sagen, anhand eines konkreten Beispiels, damit man es als Zuschauer Rente ist, was sehr kompliziert ist. Haben wir nochmal beim Recherchieren. Gestatten Sie mir einfach, dass wir gleich dahin gucken und dann haben Sie ausführlich Zeit, nochmal die Gießkanne versus Einzelbetrachtung zu bringen. Lassen Sie uns erstmal gucken, dass wir die Stichworte nach und nach abarbeiten. Sie haben am Anfang gesagt,
gesagt, wir haben klargemacht, das Rentenniveau kann man so nicht beibehalten. Das war eine klare Aussage und man wird privat etwas dazu tun müssen. Rente ist kompliziert und gleichzeitig hoch emotional. Wir erleben das gerade hier, weil sich da eben die Grundfrage der Gerechtigkeit dran festmachen kann in einer Gesellschaft und übrigens auch die Glaubwürdigkeit der Politik. Da wird's Ausbau. Soll also jemand diese Leistung bekommen, der 40 Beitragsjahre hat? Soll jemand die Leistung bekommen, der zusätzlich noch geriestert hat? Und der soll auch noch arm sein? Und der darf auf keinen Fall mit jemandem verheiratet sein, der nicht arm ist, weil das ganze Haushaltseinkommen herangezogen wird. Ja. Das ist keine Rente, das ist eine Sozialhilfe plus. Und die wenigen, die das bekommen werden, Frau Nadel sprach heute von 66.000. 66.000. 0,38% der Rentner sind also das. Also das Gesetz ist wirklich ein Placebo-Ding. Das ist eine, ja, wie soll man es nennen, sozialdemokratisches Trostflästerchen. Aber es ist doch keine Rentenreform. Herr Stegner. Ich behaupte auch gar nicht, dass das eine Rentenreform ist. Genauso wenig das, was Herr Spahn und ich gerade uns verständigt haben. Mal gucken, ob das auch so kommt. Ist auch keine Rentenreform. Nur der Grundgedanke, um den es dabei geht, der heißt ja, dass jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, nicht am Ende rauskommen darf mit etwas, was unterhalb der Grundsicherung liegt. Das ist ein Grundgedanke, der einfach nicht geht. Und es mögen in dieser Konstellation wenig sein. Das war ja, man musste sich auch verständigen, irgendwie, um auf den Punkt zu kommen. Das ist nicht ausreichend. Aber ich finde, es geht bei Rente immer darum, dass ich Lebensleistung anerkenne. Ja, dass das nicht eine Sozialleistung ist, sondern dass ich Leistung lohnt. Darf ich das zum Stichwort nehmen? Herr Stegner, Herr Spahn, Entschuldigung. Darf ich Lebensleistung, die sich lohnt, als Stichwort nehmen, um einen Menschen hier einzuführen, den das genau beschäftigt, und zwar aus zweifacher Perspektive. Sie ist Altenpflegerin und hat Menschen, die sie betreut, die sie eben beschrieben haben, denen genau das passiert ist, nämlich im Alter von 30 Euro in der Woche irgendwie leben zu müssen. Und das wird verdammt eng. Und was sie zu sagen hat über ihre eigene Situation, das werden Sie gleich hören. Was sie beobachtet, das sehen Sie zum Beispiel hier. Geschlafen? Geht so. Geht so. Es könnte ein Blick in die eigene Zukunft sein, wenn Nathalie Klaassen vom ambulanten Pflegedienst ihre Patienten versorgt. Ein Blick auf die Altersarmut. Mal ins Kino gehen oder so Sachen, ja, machen sie ja alles nicht, ne? Oder mal einen Kaffee trinken gehen irgendwo. Das sind schon so Kleinigkeiten, aber das sind dann auch 2-3 Euro, ne? Wo sie dann auch sagt, die habe ich nicht, ne? Ja. Was Nathalie Klaassen jetzt bei ihren Patienten erlebt, könnte auch einmal für sie selbst Realität werden. Die Alleinerziehende verdient in Vollzeit 1.900 Euro netto. Für die private Vorsorge hat sie bisher nichts zurückgelegt. 1.107 Euro stellt ihr Rentenbescheid in Aussicht. Aber natürlich nur, wenn sie in ihrem Job bis 67 durchhält. Auf Ihre eigene Situation, Frau Klaassen, kommen wir gleich. Erstmal schön, dass Sie da sind. Frau Freitag, die Sie da... Frau Freitag, die Sie da betreuen, haben Sie mir gerade gesagt, für die gehen Sie einkaufen. Die hat als freie Spitze 30 Euro in der Woche. In der Woche. Wie kann man sich davon ernähren? Ja, indem man halt wirklich, ich nenne jetzt mal die Discounter, die billigen Discounter Aldi nimmt und halt die billigsten Produkte holt. Ne? Das sind dann so Tiefkühlpizza, angefangen mit dem billigsten Brot, also von allem das Billigste eigentlich. Das ist das Schicksal von Frau Freitag. Mhm. Wenn Sie auf Ihr eigenes gucken, Ihre Situation ist, Sie sind, ich darf das sagen, Sie sind 38, haben aber schon fast 22 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt, also mit stark 16, knapp 17 angefangen. Davon können eigentlich viele nur träumen. Dazu arbeiten Sie Vollzeit jetzt. Für Branche verdienen Sie auch nicht mal so schlecht, 1900 Euro netto. Mhm. Was denken Sie, wenn Sie sich Ihren Rentenbescheid anschauen? Haben wir gerade gesehen, 1100 Euro steht da drauf. Mhm. Ja, es ist erschreckend und es macht mich natürlich auch sauer, ne? Weil ich immer arbeiten war oder immer arbeiten bin und für meinen Lebensabend eigentlich gut sorgen möchte und jetzt schon zu sehen ist, dass es halt in den letzten 10 Jahren schon weniger geworden ist an Rente. Sie waren zwischendurch mal kurz in Teilzeit, als Ihr Sohn geboren worden ist. Um diese 1100 Euro Rente zu bekommen, müssen Sie ab jetzt durcharbeiten, Vollzeit. Genau. 67 heißt das genau für Sie. Ja. Altenpflege ist Schwerstarbeit. Ja. Wie geht's dem Rücken?
Noch geht's gut. Ich muss dazu sagen, ich bin auch Krankenschwester, keine Altenpflegerin. Ja. aber bis 67 macht man den Job einfach nicht. Ja, mal schauen. Also ich bin jetzt in der Leitungsposition und muss halt gucken, dass ich mich so ein bisschen ausbaue, um nicht bis 67 in der Pflege arbeiten zu müssen. Weil das schafft man auf keinen Fall. Was Sie aber immerhin schaffen sollten, das haben wir ja gehört, eben, was Sie schon längst hätten machen können, haben Sie aber nicht gemacht, ist, das ist private Vorsorge. Das klingt jetzt sehr vorwurfsvoll, ja, wenn ich das sage. Sie werden mir erklären, warum Sie es nicht gemacht haben. Mit dem vorwurfsvoll, ja. Man macht sich schon Gedanken. Ich hatte damals auch ein schlechtes Gewissen schon, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das Geld privat irgendwo reinzustecken, was man dann eigentlich zum Leben braucht oder fürs Kind, für die Schule, für die Betreuung, für Essen etc., hatte ich einfach nicht übrig. Und deswegen haben Sie es nicht gemacht? Nicht gemacht, nein. Und weil mir das jetzt auch so mit den Jahren ein bisschen zu unsicher wurde. Naja, wenn Sie dann hören, ja, manche sagen, es ist Verunsicherung, unverantwortlich, manche genau sagen, es ist eine realistische Beschreibung, war es vielleicht nicht ganz so falsch. Was machen Sie denn heute mit dem Geld? Wie alt ist Ihr Sohn jetzt? 11. 11. Mhm. Wenn von den 1900 netto was übrig bleiben sollte am Monat, sparen Sie etwas? Für meinen Sohn, ja. Ich habe da Sparbücher angelegt, damit der irgendwann mal gut versorgt ist, dass er eine Ausbildung machen kann, studieren kann. Das heißt, ja, Sie müssen sich entscheiden, entweder machen Sie es für den Sohn oder für mich. Und Sie haben sich für den Sohn entschieden? Ja, genau. Wie schlafen Sie damit? Wie ich damit schlafe? Mhm. Ich tue es ja für mein Kind. Also ich tue es gerne. Ich sehe das jetzt eigentlich nicht als Nachteil, dass ich jetzt dadurch für mich selber nichts habe. Sie kümmern sich um viele alte Menschen, sehen, was passieren kann und sind nach, das habe ich jedenfalls gehört, dabei mit Kollegen zusammen auch sich zu kümmern, einen Verein gegen Altersarmut zu gründen. Wem soll dieser Verein denn helfen? Ihrem Patienten oder auch Ihnen selbst? Auch mir selbst und den Patienten, ja. Irgendwo schon, dass ich halt den Menschen, die jetzt in Altersarmut leben, auch was Gutes geben kann oder wir halt. Da sind dann so Gutscheine, wo die einkaufen können oder wo sie mal abgeholt werden, dass man mal ins Theater geht oder mal mit denen essen geht, sowas halt. Haben Sie einen Wunsch an die Runde oder jemanden aus der Runde? Ein Wunsch, ja, dass die Regierung halt was macht, was, dass ich mir um meine Rente keine Sorgen machen muss. Ja. Dass ich von der gesetzlichen Rente leben kann. Und nicht noch privat irgendwo vorsorgen muss. Genau. Da haben Sie einen Unterstützer. Ja, der ist weiß, aber nicht in der Regierung, der Herr Schneider. Ja. Frau Klaassen, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, bei der Vereinsgründung. Danke. Lieben Gruß an Frau Freitag, die wir im Film gesehen danke haben. Danke, werde ich ausrichten. Und an Ihren Sohn. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Wir reden ja immer darüber, dass man Rente in Bezug setzen muss zur Lebensarbeit, zur Lebensleistung. Wir haben das gerade gehört, Frau Steiner. Frau Klaassen arbeitet, seit sie 17 ist. Muss sich trotzdem entscheiden, ob sie für den Führerschein ihres Sohnes und eine Ausbildung spart oder für ihr Alter. Was denken Sie dabei? Ja, das ist natürlich bedrückend zu sehen, dass man sich entscheiden muss zwischen den Jungen und den Alten. Und es passiert eigentlich damit oder sich selbst genau das, was ich auf gar keinen Fall sehen möchte. Nämlich einen Kampf der Generationen, dann, der nachher gegebenenfalls ausbrechen kann. Und wenn jemand so lange arbeitet, ist es natürlich irgendwo auch richtig zu sagen, der soll auch was von seinem Alter haben. Nur im Endeffekt ist dann die Frage, wie kriegen wir es hin, dass der Pflegeberuf anders anerkannt wird. Jemand, der viele Frauen gehen in Pflegeberufe. Wenn wir das in dem Ingenieurswesen sehen, dann haben wir einen ganz, ganz anderen Lohndurchschnitt. Und da sieht es ganz anders aus. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass Berufe anders anerkannt werden. Nur, wenn ich sehe, dass 15% der Kinder heute in Hartz IV leben, dann zerbricht es mir das Herz, weil das ist eine verkrustete Armut, die sich so schnell nicht mehr auflösen lässt. Es ist immer leicht zu sagen, wir müssen für eine bessere Bezahlung sorgen. Sie sind Unternehmerin, können das bei Ihren Leuten tun, Herr Schneider. Der Paritätische ist oft engagiert auch in Altenpflege und anderen. In diesem Fall sind Sie plötzlich der Arbeitgeber hier.
Frau Steiner hat gerade gesagt, und das ist ja das, was wir den ganzen Abend gehört haben, man muss Leute in vernünftige Löhne bringen, damit auch vernünftige Renten entstehen können. Ich völlig recht. Das Problem ist nur, nehmen wir ein Beispiel Pflege. Wenn man Pflege besser bezahlt, muss es refinanziert werden. Wenn man es refinanzieren will, dann muss Geld von den öffentlichen Kassen irgendwo herkommen, weil die Menschen es alleine nicht mehr stemmen können häufig. Wir haben heute schon 50% der Bewohner in alten Pflegeheimen sind Sozialhilfebezieher mittlerweile, wegen der Pflege. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen mehr Geld, dann kommen immer wieder, egal ob es um Sozialleistungen geht, Geld, gerade die Unternehmerverbände und sagen, unfinanzierbar, geht nicht, bricht unsere Wirtschaft zusammen. Das ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Wie man es also anpackt, erhöht man Sozialleistungen, kommt Druck aus der Wirtschaft, nicht bezahlbar, will man Menschen besser bezahlen und brauchen dadurch eine höhere Finanzierung aus den Pflegekassen oder aus Steuermitteln, heißt es auch wieder nicht bezahlbar. Ich glaube, das Beispiel von Frau Klasen macht eines deutlich. Es gibt überhaupt keinen Konflikt zwischen Jung und Alt. Das ist völliger Unsinn. Welches Problem sollte ein reicher Erbe haben mit seinem noch reicheren Eltern, von denen er mal erben wird? Da gibt es keinen Konflikt. Es gibt übrigens auch keinen Konflikt zwischen dem Jugendlichen, wie Sie gerade nannten, in Hartz IV, mit seinem arbeitslosen Vater oder mit seinem Opa in Altersgrundsicherung. Der Konflikt, der ist immer zwischen Arm und Reich da. Es geht immer bei der Frage, will und kann ich alte Menschen versorgen, um eine Verteilungsfrage. Und da geht es ums Geld, da geht es nicht einfach um Generationen. Deswegen halte ich es auch für falsch. Deswegen halte ich es auch für völlig falsch, wenn sich Menschen hier aufschwingen und sagen, ich spreche mal eben für eine Generation. Das stimmt doch gar nicht. Ihre Generation ist so unterschiedlich aufgestellt zwischen Hartz IV und sehr wohlhabend, da gibt es nicht den Einsprecher. Dann kommt gleich zum Punkt und dann sind Sie dran, nämlich jetzt. Ich glaube, das, was Sie sagen, Sie versuchen, das alles kaputt zu machen. Ich glaube, das ist nicht richtig, weil Sie sagen, es gibt keinen Konflikt. All das, was im Moment an Rentengeschichten, Rentenpaketen gemacht wurde, hilft weder den Jungen noch den Betroffenen, von denen wir die ganze Zeit reden. Es hat sich verändert. Die Generation, die jetzt in Arbeit ist, hat eben nicht mehr den glatten Lebensweg, den Sie vielleicht hatten. Angefangen früh und gehen dann diese Karriereleiter hoch. Das gibt's so nicht mehr. Wir wandeln die Jobs. Wir wollen uns mal selbstständig machen. Wir wollen die Arbeitgeber wechseln. Wir gehen mal ins Ausland. All das ist Gift für die Renten, so wie sie im Moment aufgestellt sind. Aber Frau Steiner, Gott, voller Vorschlag von Herrn Spahn. Ja, er möchte zum Beispiel zurückkommen und trifft damit genau meinen Wunsch. Herr Spahn. Also zum Ersten muss man ja schon schauen, das ist ja in etwa ein guter Durchschnittsverdienst, wenn man mal auf Brutto umrechnet. Man kann immer sagen, muss mehr sein in der Pflege, können wir lange drüber diskutieren. Deutlich unter dem Schnitt. Der Durchschnitt liegt im Moment. Sehr interessant, wenn man eben an das Thema Rente, speziell Riester-Rente, denkt. Wir müssen damit leben, dass wir mehr privat vorsorgen müssen. Dabei wäre es ganz einfach, meine Damen und Herren. Sagen wir doch den Menschen, es ist private Vorsorge notwendig, um einen angemessenen Lebensunterhalt im Alter zu haben. Wir wollen den Menschen in diesem Lande ja sagen, ihr braucht als zusätzliche Säule die private Vorsorge. Viele Menschen haben damals auf die Politiker gehört. Die Riester-Rente wurde ein echter Bestseller. Mit mehr als 16,5 Millionen Verträgen seit 2002 ist sie eines der meistverkauften Versicherungsprodukte weltweit. Und heute? Wenn Politiker über die private Vorsorge reden, hört sich das so an. Die hochfliegenden Erwartungen, die Anfang der 2000er Jahre mit der Riester-Rente verbunden waren, die sind eben nicht eingelöst worden. Insbesondere die Kleinverdiener haben die Riester-Rente nicht abgeschlossen. Und deswegen sehe auch ich Handlungsbedarf. Horst Seehofer sagt's in einem Satz. Die Riester-Rente ist gescheitert. Wir haben es gerade erlebt, der frühe Seehofer hat sie gefordert, der aktuelle Seehofer sagt, Riester-Rente gescheitert. Herr Spahn, welcher Seehofer hat denn recht? So gesehen hatte der ältere, also der frühere Seehofer, der jüngere sozusagen, Seehofer recht. Ich halte das Signal, einfach zu sagen, die Riester-Rente ist gescheitert, für fatal. Wir haben 16 Millionen Verträge, es werden aktiv gerade 12, 13 Millionen bespart. Das sind Menschen, die haben was richtig gemacht, weil sie gesagt haben, ich spare zusätzlich was dazu, ich sorge privat vor und denen sollten wir jetzt nicht was anderes suggerieren. Natürlich kann man beim Riestern drüber reden, was können wir noch besser machen, was ist mit den Vertriebskosten, wie können wir zu einer besseren Rendite kommen. Aber insgesamt ist es so, dass jemand, der dort spart, am Ende mehr hat, als wenn er nicht gespart hätte. Und zum Zweiten, vor allem ist es auch so, dass wir Geringverdiener erreichen. Es wird ja immer so suggeriert,
44-45% derjenigen, die Zulagen kriegen, haben ein Einkommen von unter 20.000 Euro. Das ist, glaube ich, Unterdurchschnitt. Ja, von denen, die Zulagen kriegen, ist ja nur ein Drittel. Von denen, ja, wir reden doch über die staatliche Förderung. Ich werde es gleich mal wir da erreichen. Ja. Wir haben 60% von denjenigen, die Zulagen kriegen, haben unter 30.000 Euro, also auch noch unterdurchschnittlich. Natürlich erreichen wir nicht genug, wir erreichen, Herr Schneider, da stimme ich Ihnen zu, nicht genug Geringverdiener. Wir können darüber reden, wie wir Geringverdiener besser erreichen. Sie machen Zahlen. Aber pauschal zu sagen, sie ist gescheitert oder pauschal zu sagen, Geringverdiener würden wir nicht erreichen, setzt einfach ein fatales Signal, aber weil jeder, der zusätzlich privat vorsorgt, Herr Spahn, einen guten, Sie machen Zahlenakrobatik. Ein Drittel derer, die überhaupt Anspruch haben auf Riester-Rente, werden überhaupt mit aktiven Verträgen erreicht. Also das sind ja weniger als 16,5, weil von den 16,5 Millionen werden ja viele gar nicht mehr bedient. Das sind 14. Ich doch gesagt. Ja, Moment. Und von dem Drittel, klar. Dann haben Sie noch mal 40% von denen haben wenig Geld. Das sind die, die erreichen. Aber im Schnitt sind es gerade mal etwa ein Viertel derer, die wirklich wenig verdienen, die Riester abschließen. Und jetzt noch ein Satz, wenn Sie sagen, da muss man nachsteuern. Sie steuern seit 15 Jahren nach. Seit 15, also was soll man zu einer Rente sagen, die seit 15 Jahren beworben wird, wo die Politik wirklich andauernd und permanent erklärt, bitte Riester, ihr müsst Riester, ihr werdet sonst altersarm, wo permanent nachgesteuert wird, wo einem alle Nasen lang irgendwelche Versicherungsvertreter an der Haustür stehen und trotzdem nur 30% abschließen, sowas nenne ich ein Totalflop. Ja, aber das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Also, soweit ich das wahrgenommen habe, in der öffentlichen Debatte immer gesagt, wir müssen die Dinge verbessern, aber nicht abschaffen. Also, private Vorsorge ist, glaube ich, schon richtig. Wir können ich halte es für falsch. Wir können wir reden. Wir halten Sie völlig für ich falsch. Halte den Weg, der insgesamt eingeschlagen ist, das Rentenniveau zu senken, da sind wir wieder und dafür privat vorsorgen zu lassen, für falsch. Ich finde diesen Disput sehr interessant, aber Herr Stegner bleibt ungewohnt ruhig dabei und lässt das ein bisschen an sich vorbeilaufen. Kann es daran liegen, dass Ihnen Herr Schröder rückwirkend etwas peinlich ist, der genauso wie Herr Seehofer dafür eingetreten ist, der auch gesagt hat, niemand wird am Ende weniger haben. Hat die SPD dieses Versprechen gebrochen? Ich glaube, dass nur der keine Fehler macht, der gar nichts tut oder in Fundamentalopposition ist. Ich glaube, dass die Erwartungen, die da geweckt worden sind, in der Tat falsch sind. Weil nämlich der Teil, den man braucht, insbesondere wenn jetzt auch das Rentenniveau noch sinkt, um das ausgleichen zu können, verlangt, dass man dann auch vorsorgen kann. Und bei den Geringverdienern ist das nicht der Fall. Meine Einschätzung ist, dass die Riester-Rente für die, die sie brauchen, die können sie sich nicht leisten. Die sich leisten können, brauchen sie nicht. Deswegen das stimmt es zwar. Herr Stegner, Sie sind so jung und flexibel. Weil aber es nur den Halbsatz noch zu Ende. Gerne. Dass die Tatsache, dass viele Geringverdiener das machen, zeigt doch nur, dass andere es nicht brauchen. Aber ganz viele von den Geringverdienern können sich eben nicht leisten, das zu tun. Und das ist der jetzt, Kern. Herr Stegner, möchte ich Sie unterstützen. Hier ist ein Zahlenwirrwarr. Wir haben das ein bisschen kommen sehen. Und was ist eigentlich dran, dass die falschen Riestern oder Riestern können? Schauen Sie sich dieses Verhältnis bitte an. Wahr ist, nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung verdienen über 45% aller Riester-Bezieher weniger als 20.000 Euro im Jahr, sind also Menschen mit geringem Einkommen. Wahr ist aber auch, diese Riester-Bezieher müssen nicht wirklich arm sein. Ein Beispiel, die riesternde Ehefrau eines sehr gut verdienenden Zahnarztes arbeitet einige Stunden pro Woche in der Praxis ihres Mannes. Dafür bekommt sie 450 Euro im Monat. Für die Deutsche Rentenversicherung ist sie damit eine Riester-Frau mit wenig Einkommen. Außer Acht gelassen wird allerdings, dass sie mit einem Spitzenverdiener zusammenlebt. Genau deshalb haben sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und die Freie Universität Berlin in einer gemeinsamen Studie nicht das Einkommen der einzelnen Riester-Sparer angeschaut, sondern das Einkommen der Riester-Haushalte. Ergebnis? 20% der gesamten Riester-Förderung gehen an Haushalte mit einem verfügbaren Nettoeinkommen von mehr als 45.000 Euro. An Haushalte mit weniger als 10.000 Euro fließen dagegen nur 2% der Riester-Förderung. Herr Stegner, erklären Sie es doch mal. Warum verschenkt der Staat, das sind wir, die Steuerzahler, warum verschenkt der Riester-Förderung, also Geld, an Leute, die es gar nicht nötig haben? Nehmen Sie das Beispiel, es muss nicht immer die Zahnarztgattin sein, die Steuerberatergattin, die Produzentengattin, was auch immer. Ich glaube, dass das zu den, Herr Spahn, auch ein Gatte kann es sein in sehr modernen Gatte Zeiten. Gatte oder Gattin hin und her, es ist eine Fehlentwicklung jedenfalls. Und das zeigt,
dass das Instrument mehrere Webfehler hat. Es hatte auch den Fehler, dass am Ende die privaten Versicherungskonzerne daran verdient haben. Ich finde, wenn man sowas macht und wir die Menschen dazu anleiten, soll nicht auch noch Geld für Gebühren draufgehen. Und ja, weil Sie mich darauf angesprochen haben, vielleicht sollten wir auch aufhören, Gesetze nach Politikern zu benennen. Das macht es ein bisschen leichter, sozusagen daran Kritik zu üben, egal wo der Mensch jetzt hingehört. Herr aber Stegner, ich weiß nicht, ob ich von Ihnen erwarten kann, dass Sie diese Frage ehrlich beantworten. Wenn Sie da Schröder sehen, wenn Sie sich an Riester erinnern, dass die Versicherungswirtschaft das bejubelt und daran gut verdient. War das eine Überraschung, die über Sie hereingebrochen ist, die auf keinen Fall vorhersehbar war? Darf ich ehrlich sagen, mich hat das weniger überrascht als andere. Aber man hat ja gar nicht so gerne recht in solchen Dingen. Denn natürlich hätte man sich wünschen können, dass wir eine Entwicklung haben, wo die gesetzliche Rentenversicherung in Ordnung ist, wo private Vorsorge dazukommt, wo Betriebsrenten da sind. Fakt ist aber leider, dass für viele gering und Normalverdiener am Ende zu wenig rauskommt. Und das ist die Dramatik dabei. Und wir können es in Zeiten knapper Kassen auch nicht leisten, dass wir Mitnahmeeffekte haben, die gar nicht nötig sind. Denn die staatliche Förderung jedenfalls sollte sich auf die konzentrieren, die es brauchen. Aber Geschäftsführer des Paritätischen, gleich Herr Spahn, ja, der Geschäftsführer des Paritätischen, lauter Fakten hier, ja. Bisher keine falschen, der Geschäftsführer des Paritätischen hat auch geriestert. Oh Gott. Mit welchem? Was heißt so? Ja, Wir haben mal recherchiert. Sie haben. Ja, ich hab mal sowas abgeschlossen. Habe auch nicht genau hingeschaut, weil ich dachte, wird das heißt, Sie machen gut alle Fehler. Ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ich habe also so ein Ding abgeschlossen und dachte, wenn der Staat solche Unmengen da reinzahlt und ich bin ja eigentlich eine Familie, die klassisch in Frage kommt, zwei Kinder, verheiratet, dachte ich, kann nur gut sein. So schreib mal und dann erst wirklich sehr viel später, 2, 3 Jahre später in einer stillen Stunde, habe ich mich mal an den Schreibtisch gesetzt und ausgerechnet, wie alt ich denn werden muss, damit ich überhaupt meine Beiträge wiederkriege. Das war erschreckend. Ich musste, also an die 90 ging das ran. Das geht ja locker bei. Nein, eben nicht. Dann habe ich ich bin ja so ein genauer Mensch. Dann habe ich nachgeguckt, Sterbetafel, 1958 geboren, wie alt wirst du denn? Ja, so 83, da dachte ich, boah, echt, aber die Wette hast du jetzt schon verloren. Was haben Sie gemacht? Ich bin mit großen Verlusten da rausgegangen. Aber okay, einfach, das war, nein, das war meine Psyche mir wert. Ich habe gesagt, lieber einmal richtig ärgern und dann vielleicht noch mal abends mit essen gehen und dann die Sache vergessen. Auch wenn die jedes Jahr immer wieder abgebucht hätten, ich jedes Jahr immer wieder erinnert worden wäre, schmerzlich, was für ein Unsinn ich da gemacht hätte. Ich wäre verrückt geworden. Ich bin da draußen und fühle mich besser. So, der SEO versagt, hieß der Rente gescheitert. Herr Schneider fängt sehr spät an, genau zu rechnen, ja. Macht dann eine Trotzreaktion und Herr Tenhagen kollabiert beim Zuhören. Warum? Naja, also die Leute, die so einen Riester-Vertrag machen, auf der Sparseite, bis die 65 oder 67 sind, sehen die gut aus. Auch ein Herr Schneider hätte gut ausgesehen dabei. Auch die Leute mit einem niedrigen Einkommen, besonders die mit einem niedrigen Einkommen, sehen gut aus bis 65. Weil die staatliche Förderung in dem Bereich sogar besser ist, als das, was die gesetzliche Rente macht. Die gesetzliche Rente ist doch diejenige, die so gemein ist zu den Leuten mit den niedrigen Einkommen. Ich habe es gerade vorgerechnet. 63 Jahre bei Mindestlohn Vollzeit arbeiten, um auf 800 Euro zu kommen. Und die Leute haben dann keine Chance. Das Problem für die Leute mit den kleinen Einkommen, und deswegen tun die das zum guten Teil auch nicht, vielleicht sogar aus vernünftigen Gründen, ist, wenn die da mal 65 sind und wollen das dann nutzen, wird das auf ihre Grundrente angerechnet. Das heißt, sie sind nicht essen gegangen mit ihren Kindern und müssen hinterher sozusagen das auf ihre Grundrente anrechnen lassen und haben nicht mehr Geld in der Tasche. Das ist ein Problem. Sie werden bestraft dafür. Ja, sie werden bestraft dafür. Und für die Leute, die heute drin sind, sich jetzt bloß nicht kopfscheu machen lassen, weil diese Verträge sind zu einem guten Teil gut. Und wenn Sie 2002 abgeschlossen haben, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, kriegen Sie doppelt so viel Rente garantiert, als wenn Sie im letzten Jahr abgeschlossen haben. Wie bescheuert müssen Sie eigentlich sein, um einen Vertrag, der sowas Ihnen bietet, zu kündigen? So, ja, letzter Punkt noch. Und dann kündigt der Schneider auch noch. Also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, weil so ein Vertrag... Nein, so ein Vertrag, da hat der Staat nämlich vorgesehen, dass wenn Sie sich über Ihren Anbieter ärgern und den doof finden und sagen, der macht das nicht richtig, dass Sie mindestens das wieder rauskriegen müssen, was Sie eingezahlt haben und was der Staat an Förderung dazugegeben hat. Aber nur, wenn Sie den Vertrag beitragsfrei stellen, dann muss nämlich dieser Anbieter mit 65 Ihnen das Geld wieder hinstellen. Wenn Sie kündigen, dann schenken Sie Ihrem Vertriebsheini, der Ihnen das verkauft hat, die 2000 Euro Vertriebsgebühren.
Ja, gerne. Ich meine wirklich, Sie sind ein richtiger Freund der Versicherungswirtschaft. Ja, ich bin Opfer, gebe ich zu, aber... Nein, Sie sind Täter. Das Problem ist doch wirklich, weil was Sie gerade erklärt haben, überfordert mich erstmal. Überfordert wahrscheinlich die meisten immer dieses permanente Kleingedruckte. Da kann so ein Fachmann wie Sie sich drin suhlen und sagen, wie schön, da finden wir noch ein besseren Verlag. Der normale Sparer will einfach eine gewisse Sicherheit. Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Ja, arm zu sein, jeden Euro umdrehen zu müssen, nur die billigsten Lebensmittel kaufen zu können, das ist immer schlimm. Aber im Alter so arm zu sein, das klingt nach blankem Horror. Es ist Horror. Die Pflegedienstmitarbeiterin Nathalie Klaassen kennt das aus ihrer täglichen Arbeit, bei der sie versucht, ihren Alten zu helfen, wo es geht. Es könnte aber auch ein Blick in die eigene Zukunft sein, wenn sie an ihre letzte Renteninformation denkt. Die bittere Frage dann, wie sie eben selbst mit 1100 Euro auskommen soll und ob sie es bis 67 schafft in diesem Beruf, um dann eben diese 1100 Euro zu bekommen. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie bei Nathalie Klaassen die Schlagzeilen der letzten Tage ankommen. Rente ab 70, Riester-Rente gescheitert. Nur noch ein Drittel der Deutschen glaubt, von der gesetzlichen Rente im Alter gut leben zu können. Tja, was braut sich da zusammen? Unser Thema heute jung, morgen arm, schuften für eine Mini-Rente. Das sind unsere Gäste. Lenke Steiner, die FDP-Politikerin und Unternehmerin, stellt fest, bei der Rente denken die Alten gern nur an sich und meine Generation geht leer aus. Wir haben doch schon heute in Wahrheit viel mehr arme Junge als arme Rentner. Ralf Stegner, der stellvertretende SPD-Chef, stellt klar, Rente ist keine Sozialleistung nach Kassenlage, sondern der Ertrag von Lebensleistung. Deshalb darf das Rentenniveau nicht noch weiter sinken und eine neue Flut von Altersarmut auslösen. Jens Spahn, der CDU-Abgeordnete und Finanzstaatssekretär, entgegnet, wer nach der Rente mit 63 auch noch ein höheres Rentenniveau fordert, bekommt kurzfristig Applaus, verschärft aber die Probleme massiv. Denn wer soll das bezahlen? Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Der Paritätische, ist überzeugt. Die Politik hat die gesetzliche Rente in den letzten Jahren bewusst geschwächt. Dabei hat doch kaum ein Geringverdiener so viel Geld, um noch privat vorzusorgen. Hermann Josef Tenhagen, der Chefredakteur des Online-Verbraucherportals Finanztipp, warnt, man darf private Vorsorge wie die Riester-Rente nicht pauschal verurteilen. Denn gerade Geringverdiener sollten sich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen und können beim Riestern tatsächlich Gewinn machen. Herr Tenhagen, ich glaube, wir sollten am Anfang gleich mal was klären. Wer hat tatsächlich mehr Probleme mit dem Thema Rente? Diejenigen, die jetzt oder schon sehr bald Rente bekommen oder diejenigen, die gerade im Beruf gehen, die arbeiten müssen, um die Zusatzleistung oder manche sagen auch Geschenke zu verdienen? Diejenigen, die in Zukunft, in fernerer Zukunft in Rente gehen, werden die größeren Probleme haben, weil man mit den Löhnen, die man heute verdient, häufig relativ wenig Rente bekommt. Ich mache es ganz klassisch. Mindestlohn ist ja gerade erst eingeführt, ist ja ein Fortschritt, 8,50 Euro. Mit den 8,50 Euro müssen Sie 63 Jahre arbeiten, Vollzeit, um so auf ein Niveau zu kommen einer Grundrente. 63 Jahre Vollzeit arbeiten, wenn Sie mit 16 anfangen, sind Sie mit 79 fertig für die Rente. Und Grundrente heißt in Euro? 840 Euro im Monat. So, wenn man sich das mal vor Augen hält, Herr Spahn, dann die Frage, Sie haben vor kurzem die größte Rentenerhöhung seit langem verkündet, 4,25% im Westen, fast 6% im Osten. Gleichzeitig denkt Ihr Chef, Sie sind Staatssekretär bei ihm, denkt Herr Schäuble über eine Rente, ich sag mal jenseits der 67, manche sagen Rente mit 70 nach. Darf ich das, wenn wir Herrn Tenhagens Äußerung mal dazu nehmen, darf ich das so übersetzen? Die Jungen sollen länger arbeiten, damit die aktuellen Rentner nächstes Jahr brav Union wählen, SPD wählen?
Naja, das, erstens mal die Rentenerhöhung, die große kommt ja daher, weil die Löhne stark gestiegen sind. Die Löhne steigen, weil die Wirtschaft sich gerade super entwickelt und dadurch können eben Arbeitnehmer und Rentner jetzt auch davon profitieren. Zeigt übrigens, die beste Rentenpolitik ist eine gute Wirtschaftspolitik, weil dann leitet sich der Rest daraus ab. So, und was die Frage angeht, was ist mit den heutigen Rentnern und den künftigen Rentnern, haben wir ja eigentlich einen großen Kompromiss in Deutschland gefunden in den letzten 15 Jahren, dass die Jüngeren tatsächlich werden länger arbeiten müssen. Wir werden ja Renteneintritt mit 67 und uns langsam hinarbeiten bis 2030, dass sie relativ höhere Beiträge zahlen, dafür eine geringere gesetzliche Rente kriegen, dafür privat vorsorgen müssen. Und die Rentnergeneration hat mit beigetragen, indem sie auf einen Teil von Rentenerhöhungen in den letzten Jahren verzichtet hat. Das war sozusagen das große Kompromisspaket, um Ältere und Jüngere zusammenzubringen. Und das sollten wir jetzt im Grundsatz auch nicht aufschnüren. Die Rentendiskussion ist da. Und wenn nur welche zu dem länger arbeiten, die Lebenserwartung in Deutschland steigt jeden Tag, je nachdem, wie Sie rechnen, um 4 bis 5 Stunden, jeden Tag. Dass Sie von diesen 4, 5 Stunden mal 20, 30 Minuten arbeiten müssen, um die anderen 3,5 zu finanzieren, ist, glaube ich, was man verstehen kann. Und wenn Sie mal schauen, wie geht es heute einem 70-Jährigen? 70% der 70-Jährigen sagen, ich fühle mich wie 50. Es ist so. Sie wissen, was gerade Männer im Alter so alles behaupten. Ja, aber wir merken doch, viele werden fitter, älter. Und viele können sich auch vorstellen, länger zu arbeiten. Viele machen das im Übrigen auch freiwillig mittlerweile. Und wir reden heute ja über eine Zeit von 2030 und danach. Auch bis dahin wird sich Arbeitswelt verändert haben. Und insofern nach 2030 darüber nachzudenken, wenn wir länger leben, einen Teil davon auch arbeiten zu müssen, halte ich eigentlich nicht für so unlogisch. Frau Steiner, Sie sind Unternehmerin und Rentenzahlerin. Sie zahlen in die gesetzliche Rentenkasse ein als Unternehmerin. Warum Sie das tun, können wir gleich noch besprechen. Aber was vermuten Sie, warum ausgerechnet jetzt wir plötzlich wieder eine Rentendiskussion führen? Am Hals haben. Na, die letzte große Rentenreform hatten wir zur letzten Wahl. Jetzt sind wir in 2016. Nächstes Jahr steht die Bundestagswahl vor der Tür. Ich glaube, wenn man so die Koalition weiterführen will, muss man teure Rentengeschenke machen. Das planen die im Moment. Und ich sage ganz ehrlich, als Vertreterin der jungen Generation, als Stimme der jungen Generation, sehe ich für uns ganz finstere Zeiten auf uns zukommen. Frau Steiner hat es gerade angesprochen, Herr Stegner, ist ja nicht so, als wenn es nichts gegeben hätte für Rentner. Ja? Vieles ist da passiert, Rente mit 63, ein Erfolg, wenn es denn einer ist, der SPD. Und trotzdem, Ihre Partei, die SPD und gerade die Linken in der SPD, die sehen Probleme bei der Rente. Reden die nicht damit eigentlich das schlecht, was die SPD auch mit erreicht hat in dieser Koalition? Nein, wir haben in der Tat einiges durchgesetzt und ich finde das auch richtig, dass Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben, dass die abschlagsfrei in Rente gehen können, wenn sie mit 63 gehen oder künftig mit 65. Und auch die Mütterrente war vernünftig. Sie ist nur falsch finanziert. Sie dürfte eigentlich aus Beitragsmitteln, sie müsste aus Steuermitteln bezahlt werden, weil das eine Leistung der ganzen Gesellschaft ist. Aber gerade weil ich Frau Steiner ausdrücklich recht gebe, dass das natürlich etwas sein muss, was für die jüngere und für die ältere Generation was Gutes ist, muss man natürlich feststellen, dass eine jüngere Generation, wo ja viele dabei sind, die nicht Akademiker sind und 29 in den Beruf gehen, hohes Gehalt haben, hohe Lebenserwartung haben, sondern die mit 15, 16, 17 in den Beruf gehen, entweder auf dem Bau arbeiten oder in der Pflege oder andere Dinge machen, die haben dann ein paar Jahrzehnte gearbeitet. Sie sprechen gerade über unsere Frau Klaassen, werden wir gleich kennenlernen. Die hat mit 17 angefangen zu arbeiten. Deutlich länger gearbeitet als andere, deutlich niedrigeres Gehalt als andere. Und leider auch eine niedrigere Lebenserwartung, denn die Lebenserwartung steigt hauptsächlich für die, denen es besser geht. Insgesamt ist es so der Unterschied zwischen Gutverdienern und Geringverdienern, was die Lebenserwartung geht, ist traurigerweise wirklich viele, viele Jahre auseinander. 10 Jahre. Ja. Was ja auch teilweise daran liegt, dass sie körperlich hart arbeiten müssen. Und in so einer Situation ist doch das Beste, was einem jungen Mensch passieren kann, dass er mit dem, was er da einzahlt und mit seiner Arbeit einzahlt, dass das so wertgeschätzt wird, dass am Ende etwas herauskommt, wovon er auch leben kann oder sie, den Lebensstandard halten kann, nicht Einschränkungen machen muss. Das, finde ich, wäre gerecht, dieses durchzusetzen. Darum geht es. Es geht eigentlich um Respekt für Arbeit und um den Ertrag von Lebensleistungen. Es geht nicht um Sozialleistungen, die wir uns jetzt leisten können oder nicht. Und junge Menschen, nebenbei bemerkt, die freuen sich auch, wenn sie ihre Eltern oder Großeltern gut versorgt wissen. Das ist nämlich auch ein Teil davon. Das heißt, wir reden nicht von Generationen gegeneinander. Freuen kann man sich aber nur, wenn man Luft hat, sondern sich zu freuen. Ich glaube, dass ein System, wenn ich das mit dem Satz noch zu Ende sagen darf, ich glaube, dass ein System, wo Menschen für Menschen eintreten, die Jüngeren für die Älteren, die Arbeit haben, für die keine haben, die gesund sind, für die krank sind, immer noch die beste ist Solidarität in unserer Welt. Herr Stegner, ich stimme Ihnen insofern ja überein. Ne?
dass gerade wir als junge Generation wollen unsere Eltern gut versorgt wissen. Wir wollen auch unsere Großeltern gut versorgt wissen. Aber das, was Sie vorhin wieder angesprochen haben, und es wird immer der Bauarbeiter genannt oder auch die Pflegekraft, die wird im Zweifel diese Jahre, die Sie vorschlagen, nicht durchhalten. Und wer wieder auf der Strecke bleibt, sind die, die es wirklich brauchen, nämlich die, die eine Erwerbsminderungsrente kriegen müssen. Und die ist wieder nicht im Vordergrund. Letztes Mal haben Sie 800 Millionen ausgegeben, im Vergleich zum kompletten Rentenpaket ein Witz. Aber das ist ganz kurz Herrn Schneider mit in die Runde nehmen, dann kann es gleich weitergehen. Nochmal die Frage eben, ich habe Herrn Stecker gefragt, ob Sie nicht eigentlich die Leistung der SPD selbst kleinreden. Ich frage Sie mal, Mütterrente, Rente mit 63, Lebensleistungsrente, was das ist, werden wir gleich nochmal sehen. All das müsste doch eigentlich einen Paritätischen auch mal zu einer kleinen Kniebeuge veranlassen. Na, die Mütterrente, die war ja, wie man so schön häufig sagt, alternativlos. Deshalb, weil es vor dem Grundgesetz nicht mehr lange machbar gewesen wäre, dass die Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, anders behandelt werden als die, die nach 1992 geboren werden. Also das war auch der teure Brocken, 6 Milliarden im Endausbau kostete das. Bei der Rente mit 63 haben wir nie einen Hehl daraus gemacht, es sei allen gegönnt, aber war die falsche Priorität. Hier wurden insbesondere ja, oder haben Menschen einen Vorteil bekommen, die ohnehin ganz gute Renten haben, die auch wirklich lange einzahlen konnten. Und man kann nicht sagen, dass die alle plötzlich nicht mehr arbeiten können. Denn viele Erzieherinnen, Pflegekräfte, die kommen nicht auf so viel Beitragsjahre, obwohl sie auch so einen Bonus benötigt hätten. Also viele haben dann nur 30, 40 Jahre und kommen nicht in den Genuss. Von daher denke ich, erstens mit der Gießkanne, das war falsch. Zweitens, war ja nicht für alle, es war für eine bestimmte Generation. Es war ein Privileg für 50 plus sozusagen. Und das Dritte war, dass wir eigentlich zu dem Zeitpunkt bereits andere Sorgen hatten, nämlich eine zunehmende Altersarmut. Und diese Rente mit 63 ging daran, so sehr wie es allen gegönnt sei, ich wiederhole es, ziemlich vorbei. Das Problem ist doch, dass wir jetzt schon wieder, Herr Stegner hat ja schöne Prinzipien aufgestellt, da kann jeder applaudieren, weil das ist ja erstmal so allgemein. Aber jetzt reden wir ja wieder über die Gießkanne. Sie wollen das Rentenniveau erhöhen, und zwar jetzt. Sie sagen ja, das, was Sie entschieden haben, Rot-Grün damals, wir haben es mitgetragen, so um 2004 rum, dass es für alle mehr Rente geben soll. Entschuldigung, das ist ja das, was können wir uns auf eins einigen? Ich verspreche Ihnen, wir reden über das, was Sie gerade sagen, anhand eines konkreten Beispiels, damit man es als Zuschauer, Rente ist was sehr Kompliziertes. Das haben wir nochmal beim Recherchieren. Gestatten Sie mir einfach, dass wir gleich dahin gucken und dann haben Sie ausführlich Zeit, nochmal die Gießkanne versus Einzelbetrachtung zu bringen. Lassen Sie uns erstmal gucken, dass wir die Stichworte nach und nach abarbeiten. Sie haben am Anfang gesagt, wir haben klar gemacht, das Rentenniveau kann man so nicht beibehalten. Das war eine klare Aussage und man wird privat etwas dazu tun müssen. Rente ist kompliziert und gleichzeitig hoch emotional. Wir erleben das gerade hier, weil sich da eben die Grundfrage der Gerechtigkeit dran festmachen kann in einer Gesellschaft und übrigens auch die Glaubwürdigkeit der Politik. Da wird es sehr interessant, wenn man eben an das Thema Rente, speziell Riester-Rente, denkt. Wir müssen damit leben, dass wir mehr privat vorsorgen müssen. Dabei wäre es ganz einfach, meine Damen und Herren. Sagen wir doch den Menschen, es ist private Vorsorge notwendig, um einen angemessenen Lebensunterhalt im Alter zu haben. Wir wollen den Menschen in diesem Lande ja sagen, ihr braucht als zusätzliche Säule die private Vorsorge. Viele Menschen haben damals auf die Politiker gehört. Die Riester-Rente wurde ein echter Bestseller. Mit mehr als 16,5 Millionen Verträgen seit 2002 ist sie eines der meistverkauften Versicherungsprodukte weltweit. Und heute? Wenn Politiker über die private Vorsorge reden, hört sich das so an. Die hochfliegenden Erwartungen, die Anfang der 2000er Jahre mit der Riester-Rente verbunden waren, die sind eben nicht eingelöst worden. Insbesondere die Kleinverdiener haben die Riester-Rente... Ja, und sollte es auch meinetwegen sein, aber wir haben noch 1,5 Jahre bis zum Wahlkampf. Ich wundere mich ein bisschen, dass alle irgendwie schon mit Wahlkampf beschäftigt sind. Wir wollen eigentlich in dieser Koalition, in dieser Legislatur noch was tun bei der betrieblichen Altersvorsorge, weil das ein guter Ansatz ist, gerade Menschen auch in kleinen Betrieben besser zu erreichen, zusätzlich vorzusorgen. Wir können auch was beim Riester tun, bei der Anrechnung von der
Grundsicherung, beim Thema Flexi-Rente, flexibel. Also wir haben ja noch eine Reihe von Projekten, die wir angehen wollen bei der Rente. Deswegen verstehe ich gar nicht, dass alle irgendwie schon voll im Wahlkampfmodus an der Stelle sind. Und das Zweite mit dem Verunsichern. Also ich bin sehr dafür, im Wahlkampf alles auf den Tisch zu bringen, was die Menschen beschäftigt. Aber ich bin auch dafür, dass wir das machen, ohne sie bewusst zu verunsichern oder hinter die Fichte zu führen. Wir hatten zum Beispiel auch vom WDR, der Heimatsender dieser schönen Sendung, eine Studie über Altersarmut, wo behauptet wurde, dass 2030 jeder zweite Rentner in Altersarmut ist. Und mit Verlaub, das ist Quatsch. Und wenn man da mal einsteigt in diese Studie, dann hat man die ziemlich schnell zerlegt. Da wird behauptet, wir hätten 2030 50 Millionen Rentner im Land. Also da hat sich irgendjemand nicht richtig viel Mühe gegeben. Und auch wenn Sie es ansprechen, schauen Sie es mal an. Aber die einen sagen so, die anderen sagen so. Fast jedem Zweiten droht Altersarmut. Unter diesem Titel veröffentlichte der WDR eine selbst erstellte Berechnung der gesetzlichen Renten ab 2030. Die Zahlen sorgten für Aufsehen, aber auch Kritik. Richtig ist, das Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik kritisiert: Denkfehler der WDR-Berechnungsmethode. Die Prognosen würden das Problem der Altersarmut in grotesker Weise überschätzen. Richtig ist aber auch, Finanzwissenschaftler wie Rudolf Hickel stützten die Berechnungen des WDR. Das ist eine sehr ruhige und zurückhaltende Annahme, weil nicht davon ausgegangen wird, dass prekäre und niedrig entlohnte Tätigkeiten sich in den nächsten Jahren ausweiten. Was man mit Sicherheit sagen kann, nicht erst 2030, sondern schon heute liegt fast jede zweite Rente unter der Grundsicherung. Trotzdem, nur gut 500.000 der Alten, das sind weniger als 3% der Rentner in Deutschland, bekommen tatsächlich Grundsicherung. Denn viele Rentner sind über ihren Ehepartner, Immobilien, private oder betriebliche Vorsorge fürs Alter abgesichert. Herr Spahn, ja, Sie sagen gerade, es ist wahr. Herr Spahn, wir haben das gerade gesehen, eine Frau, die vielleicht nur Minijobs gehabt hat, aber mit einem Chefarzt oder mit einem Besserverdienenden zusammen ist, die ist nicht arm, richtig? Das war Ihr Punkt auch. Das ist nicht am Einkommensverhältnis des Ehepartners, das ist grundsätzlich der Punkt. Sie müssen sehen, 50% der Renten ist ja gesagt worden, in Deutschland ist niedriger als 750 Euro. Das sagt man ja reflexhaft, die müssen ja alle arm sein. Wenn man aber genau hinschaut, zum Beispiel jemand, der ein paar Jahre Angestellter war und dann Beamter wurde, der hat geringe Ansprüche in der Rente, kriegt eine kleine Rente, aber zusätzlich eine Pension, taucht in der Statistik nicht auf. Jemand, der Teilzeit gearbeitet hat, der aufgehört hat zu arbeiten, beispielsweise nach einer Heirat, der selbstständig sich gemacht hat, die tauchen alle als sozusagen Mini-Rentner auf mit der Unterstellung, die sind arm. Nein. Und deswegen muss man ja hinschauen, wie ist das Haushaltseinkommen von Rentnerinnen und Rentnern. Und wenn man da schaut, ich habe es gerade schon gesagt, dann brauchen am Ende von 100 Rentnern 3 Unterstützung in der Grundsicherung im Alter. Das ist ein Thema natürlich, da muss man schauen, woran liegt das. Das hat oft zu tun mit langen Zeiten von Arbeitslosigkeit. Das sind oft übrigens Witwen, das ist auch ein Problem, das wir haben. Aber wenn, dann sollten wir doch zielgenau für diese Gruppen was tun, anstatt darüber zu reden und den Eindruck zu erwecken, und das ist das, was vorhin mit Verunsichern gemeint ist, den Eindruck zu erwecken, als wäre irgendwie übernächstes Jahr jeder zweite Rentner in Deutschland arm. Das stimmt einfach nicht. Über die Probleme konkret reden und sie lösen wollen, ist was anderes als pauschal alle Rentner und auch künftig den Rentner zu verunsichern. Das passiert im Moment in der Debatte. Ja, aber das machen wir uns mal nicht pauschal. Also erstmal, Herr Spahn, alles, was Sie sagen, ist richtig. Alles war völlig richtig. Aber wir müssen noch ein paar Sachen hinzunehmen. Wir haben in der Tat im Moment nur 2,5% der Rentner und Rentner, die in Grundsicherung sind, die aus dem Sozialamt müssen. Wir haben aber eine unheimliche Dichte von Menschen, die mit ihrem Einkommen, Haushaltseinkommen als Rentner ganz knapp drüber sind. Zwischen 750 und 900 Euro, das sind mittlerweile 15,6% aller Rentnerinnen und Rentner. Das heißt, die fallen noch nicht rein, aber ein, zwei Mieterhöhungen und die sind drin. Das ist die Situation. Und ein weiteres Faktum müssen wir einfach sehen. Diese Zahl ist in den letzten 10 Jahren richtig weggaloppiert. Rentner waren früher kaum von Armut betroffen. Heute sind sie stärker betroffen als der Durchschnitt. Wenn man diese, stärker als der Durchschnitt. Stärker, der Durchschnitt liegt im Moment bei 15,4%. Bei Rentnern sind es 15,6%, die von Armut betroffen sind, bis 900 Euro der Single. Und jetzt ein weiteres. Sie wissen genau, in den nächsten Jahren kommen, ab 2025 werden es richtig viele Menschen in die ins Rentenalter, die waren langzeitarbeitslos. Menschen ins Rentenalter, die hatten immer nur so einen Job, dann wieder arbeitslos, Job, arbeitslos. Und vor allen Dingen kommen die ins Rentenalter, die zu 25% waren, dass der abhängig Beschäftigten im Niedriglohnsektor arbeiteten. Wenn die nicht
einen Partner haben oder eine Partnerin, die sehr gut verdient, dann werden die natürlich eine Rente erhalten, mit der sie nicht klarkommen. Und da die meisten keine Chance hatten zu riestern, werden sie altersarm sein. Das heißt, richtig ist, heute haben wir noch das Problem im Griff. Wenn wir es aber einfach laufen lassen sollten, werden wir in 10, 15 Jahren tatsächlich eine riesige Altersarmut haben. Wir haben es in der Hand, dem politisch entgegenzuwirken. Wir müssen das aber auch heute jetzt tun. Vielleicht darin zustimmen, dass Grundsicherung, aber genau dafür ist ja Grundsicherung da. Grundsicherung ist übrigens im Unterschied zur Sozialhilfe, heißt vor allem, dass nicht auf die Kinder zurückgegriffen wird, wenn ein Älterer entsprechende Unterstützung vom Sozialhilfe. Es ist wichtig, das schätzen viele falsch ein. Die gehen deswegen nicht zum Sozialhilfe. Sagen Sie mal ganz kurz, wo die Grundsicherung, aber die Grundsicherung ist. Wo liegt die im Moment? Also im Moment beim Single-Haushalt, viele Rentner und Rentner sind Single, im Schnitt fällt von der Miete ab 760. Das kann in Wiesbaden ist es über 900, weil die Mieten sehr teuer sind. Wenn sie irgendwo in Brandenburg sind oder Gelsenkirchen, dann kommen sie auch schon mit 650 hin. Also in der Spannbreite spielt sich Grundsicherung. Aber diese Grundsicherung ist aktive Armutsbekämpfung unserer Gesellschaft. Das ist die Entscheidung zu sagen, jemand, der im Alter ein geringes Einkommen hat, aus eigener Rente oder was auch immer, kriegt zusätzlich von allen finanziert aus Steuermitteln. Das ist die Idee der Grundsicherung. Ja, aber ist aber völlig daneben gegangen. Die Idee der Rente ist, wie Herr Stegner im Eingangsstatement, mit 404 Euro Stegner im Eingangsstatement gesagt hat, die Idee der Rente ist ja, ich zahle Beiträge, während ich arbeite. Und je nachdem, wie viel Beitrag gezahlt habe, bekomme ich anschließend eine Rente. Das sind ja zwei verschiedene Systeme. Ich finde nur, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, Hartz IV und Grundsicherung ist aktive Armutsbekämpfung. Weil wir Menschen, die sonst nicht genug hätten, helfen, entsprechend was zu... Mit 404 Euro kommt ein alter Mensch nicht über den Monat. Die Leute, die Altersgrundsicherung beziehen, die können nicht mal mehr irgendwann mal mit einer Freundin oder Freund Kaffee trinken gehen. Die können nicht ins Theater gehen. Das sind die Leute, die wir jetzt an den Tafeln zum Teil erleben. Deshalb sage ich, wir müssen doch über die Höhe der Grundsicherung reden. Das ist aber doch nichts, was Sie... Das versuche ich mit Ihnen seit Jahren zu tun. Das gelingt ja nicht. Das Thema Rente zu lösen und der zweite, nur wenn ich das eben sage, der zweite wichtige Punkt ist der von Herrn Tenhagen. Ich finde, das ist ein wichtiger Reformpunkt, den wir angehen sollten. In der Grundsicherung zu sagen, jemand, der vorgesorgt hat, dem wird das nicht voll angerechnet, sondern der hat am Ende in der Grundsicherung mehr als jemand, der das nicht hat. Das als konkretes Beispiel. Sie haben eben gesagt, wir haben noch anderthalb Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Das wäre ja schön. Wäre das etwas, Herr Stegner, Herr Spahn, was in dieser Legislaturperiode ohne Wahlkampf noch zu denken wäre? Ich glaube, das könnten wir in der Tat machen. Da sollten wir Herrn Spahn beim Wort nehmen. Normalerweise ist die CDU bei solchen Sachen ja nicht so sehr, dass sie das dann auch tun. Aber wenn sie das heute Abend versprechen, dann machen sie es bestimmt. Was noch zusammen machen wir das? Wenn diese beiden Parteien sagen, wir wollen was Gutes tun, das ist etwas... Das löst das Problem nicht. Das ist nämlich keine Rentenreform. Dieses Gute ist, Herr Schneider, tun Sie mir einen Gefallen und holen Sie Luft mal zwischendurch. Ja, da leben wir dann auch alle von. Es kommt nämlich etwas, was Sie, glaube ich, ein bisschen spaßig finden, was herauskommt, wenn diese beiden Parteien sich zusammentun und sagen, ich glaube, man muss einfach nochmal das Signal aussenden, wir tun was für Rentner. Dabei kommt dann der Lebensleistungsrentner aus. Was ist denn das eigentlich, ein Lebensleistungsrentner? Der Lebensleistungsrentner ist ein ganz besonderer. Beschrieben wird er im Koalitionsvertrag. Er kann auf 40 Jahre Berufsleben zurückblicken. Er war höchstens ein paar Jahre arbeitslos. Die ganze Zeit hat er schlecht verdient, soll aber trotzdem dauerhaft fürs Alte was zurückgelegt, privat vorgesorgt haben. Unser Gast Ulrich Schneider hat schon eine Vorstellung, wo man diesen Lebensleistungsrentner findet. Der sei so selten, den könne man im Zirkus ausstellen. Haben Sie schon einen gefunden für die Zirkusnummer? Nein, doch nicht. Nein, aber was ich damit sagen will, so wie es jetzt im Koalitionsvertrag fixiert ist, im Endausbau, soll also jemand diese Leistung bekommen, der 40 Beitragsjahre hat? Soll jemand die Leistung bekommen, der zusätzlich noch geriestert hat? Und der soll auch noch arm sein? Und er darf auf keinen Fall mit jemandem verheiratet sein, der nicht arm ist, weil das ganze Haushaltseinkommen herangezogen wird. Ja. Das ist keine Rente, das ist eine Sozialhilfe plus. Und die wenigen, die das bekommen werden, Frau Nahle sprach heute von 66.000. 66.000. 0,38% der Rentner sind also das. Also das Gesetz ist wirklich ein Placebo-Ding. Das ist eine, ja, wie soll man es nennen, sozialdemokratisches Trostpflästerchen. Aber es ist doch keine Rentenreform. Herr Stegner. Ich behaupte auch gar nicht, dass das eine Rentenreform ist. Genauso wenig wie das, was Herr Spahn und ich gerade uns verständigt haben. Mal gucken, ob das auch so kommt. Ist auch keine Rentenreform. Nur der Grundgedanke, um den es dabei geht, der heißt ja, dass jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat,
nicht am Ende rauskommen darf mit etwas, was unterhalb der Grundsicherung liegt. Das ist ein Grundgedanke, der einfach nicht geht. Und es mögen in dieser Konstellation wenig sein. Das war ja, man musste sich auch verständigen, irgendwie, um auf den Punkt zu kommen. Das ist nicht ausreichend. Aber ich finde, es geht bei Rente immer darum, dass ich Lebensleistung anerkenne. Ja, dass das nicht eine Sozialleistung ist, sondern dass sich Leistung lohnt. Darf ich das zum Stichwort nehmen? Herr Spahn, Entschuldigung. Darf ich Lebensleistung, die sich lohnt, als Stichwort nehmen, um einen Menschen hier einzuführen, den das genau beschäftigt, und zwar aus zweifacher Perspektive. Sie ist Altenpflegerin und hat Menschen, die sie betreut, die sie eben beschrieben haben, denen genau das passiert ist, nämlich im Alter von 30 Euro in der Woche irgendwie leben zu müssen. Und das wird verdammt eng. Und was sie zu sagen hat über ihre eigene Situation, das werden Sie gleich hören. Was sie beobachtet, das sehen Sie zum Beispiel hier. Geschlafen? Geht so. Es könnte ein Blick in die eigene Zukunft sein, wenn Nathalie Klaassen vom ambulanten Pflegedienst ihre Patienten versorgt. Ein Blick auf die Altersarmut. Mal ins Kino gehen oder so Sachen machen sie ja alles nicht, ne? Oder mal einen Kaffee trinken gehen irgendwo. Das sind schon so Kleinigkeiten, aber das sind dann auch 2-3 Euro, ne? Wo sie dann auch sagt, die habe ich nicht, ne? Ja. Was Nathalie Klaassen jetzt bei ihren Patienten erlebt, könnte auch einmal für sie selbst Realität werden. Die Alleinerziehende verdient in Vollzeit 1.900 Euro netto. Für die private Vorsorge hat sie bisher nichts zurückgelegt. 1.107 Euro stellt ihr Rentenbescheid in Aussicht. Aber natürlich nur, wenn sie in ihrem Job bis 67 durchhält. Auf Ihre eigene Situation, Frau Klaassen, kommen wir gleich. Erstmal schön, dass Sie da sind. Frau Freitag, die Sie da... Frau Freitag, die Sie da betreuen, haben Sie mir gerade gesagt, die gehen Sie einkaufen. Die hat als freie Spitze 30 Euro in der Woche. In der Woche. Wie kann man sich davon ernähren? Ja, indem man halt wirklich, ich nenne jetzt mal die Discounter, die billigen Discounter Aldi nimmt und halt die billigsten Produkte holt, ne? Das sind dann so Tiefkühlpizza, angefangen mit dem billigsten Brot, also von allem das Billigste eigentlich. Das ist das Schicksal von Frau Freitag. Mhm. Wenn Sie auf Ihr eigenes gucken, Ihre Situation ist, Sie sind, ich darf das sagen, Sie sind 38, haben aber schon fast 22 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt, also mit stark 16, knapp 17 angefangen. Davon können eigentlich viele nur träumen. Dazu arbeiten Sie Vollzeit jetzt. Für Branche verdienen Sie auch nicht mal so schlecht, 1900 Euro netto. Mhm. Was denken Sie, wenn Sie sich Ihren Rentenbescheid anschauen? Haben wir gerade gesehen, 1100 Euro steht da drauf. Mhm. Ja, es ist erschreckend und es macht mich natürlich auch sauer, ne? Weil ich immer arbeiten war oder immer arbeiten bin und für meinen Lebensabend eigentlich gut sorgen möchte und jetzt schon zu sehen ist, dass es halt in den letzten 10 Jahren schon weniger geworden ist an Rente. Sie waren zwischendurch mal kurz in Teilzeit, als Ihr Sohn geboren worden ist. Um diese 1100 Euro Rente zu bekommen, müssen Sie ab jetzt durcharbeiten, Vollzeit. Genau. 67 heißt das genau für Sie. Ja. Altenpflege ist Schwerstarbeit. Ja. Wie geht's dem Rücken? Noch geht's gut. Ich muss dazu sagen, ich bin auch Krankenschwester, keine Altenpflegerin. Ja. aber bis 67 macht man den Job einfach nicht. Ja, mal schauen. Also ich bin jetzt in der Leitungsposition und muss halt gucken, dass ich mich so ein bisschen ausbaue, um nicht bis 67 in der Pflege arbeiten zu müssen. Weil das schafft man auf keinen Fall. Was Sie aber immerhin schaffen sollten, das haben wir ja gehört, eben, was Sie schon längst hätten machen können, haben Sie aber nicht gemacht, ist private Vorsorge. Das klingt jetzt sehr vorwurfsvoll, wenn ich das sage. Sie werden mir erklären, warum Sie es nicht gemacht haben. Mit dem vorwurfsvoll, ja. Man macht sich schon Gedanken. Ich hatte damals auch ein schlechtes Gewissen schon, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das Geld privat irgendwo reinzustecken, was man dann eigentlich zum Leben braucht oder fürs Kind, für die Schule, für die Betreuung, für Essen etc., hatte ich einfach nicht übrig. Und deswegen haben Sie es nicht gemacht? Nicht gemacht, nein. Und weil mir das jetzt auch so mit den Jahren ein bisschen zu unsicher wurde.
Naja, wenn Sie dann hören, ja, manche sagen, es ist Verunsicherung, unverantwortlich, manche, genau, sagen, es ist eine realistische Beschreibung, war es vielleicht nicht ganz so falsch. Was machen Sie denn heute mit dem Geld? Wie alt ist Ihr Sohn jetzt? 11. 11. Mhm. Wenn von den 1900 netto was übrig bleiben sollte am Monat, sparen Sie etwas? Für meinen Sohn, ja. Ich habe da Sparbücher angelegt, damit der irgendwann mal gut versorgt ist, dass er eine Ausbildung machen kann, studieren kann. Das heißt, ja, Sie müssen sich entscheiden, entweder machen Sie es für den Sohn. Oder für mich. Und Sie haben sich für den Sohn entschieden. Ja, genau. Wie schlafen Sie damit? Wie ich damit schlafe? Mhm. Ich tue es ja für mein Kind, also ich tue es gerne. Ich sehe das jetzt eigentlich nicht als Nachteil, dass ich jetzt dadurch für mich selber nichts habe. Sie kümmern sich um viele alte Menschen, sehen, was passieren kann und sind nach, das habe ich jedenfalls gehört, dabei mit Kollegen zusammen auch sich zu kümmern, einen Verein gegen Altersarmut, mhm, zu gründen. Wem soll dieser Verein denn helfen, Ihrem Patienten oder auch Ihnen selbst? Auch mir selbst und dem Patienten, ja. Irgendwo schon, dass ich halt den Menschen, die jetzt in Altersarmut leben, auch was Gutes geben kann. Oder, mhm, wir halt. Nur da sind dann so Gutscheine, wo die einkaufen können oder wo sie mal abgeholt werden, dass man mal ins Theater geht oder mal mit denen essen geht, sowas halt. Haben Sie einen Wunsch an die Runde oder jemanden aus der Runde? Ein Wunsch, ja, dass die Regierung halt was macht, dass ich mir um meine Rente keine Sorgen machen muss. Ja. Dass ich von der gesetzlichen Rente leben kann. Und nicht noch privat irgendwo vorsorgen, ja, muss. Genau. Da haben Sie einen Unterstützer. Ja, der ist, weiß, aber nicht in der Regierung, der Herr Schneider. Ja. Frau Klaassen, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, bei der Vereinsgründung. Danke. Lieben Gruß an Frau Freitag, die wir im Film gesehen, danke, haben. Danke, werde ich und an Ihren Sohn. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Wir reden ja immer darüber, dass man Rente in Bezug setzen muss zur Lebensarbeit, zur Lebensleistung. Wir haben das gerade gehört, Frau Steiner. Frau Klaassen arbeitet, seit sie 17 ist. Muss sich trotzdem entscheiden, ob sie für den Führerschein ihres Sohnes und eine Ausbildung spart oder für ihr Alter. Was denken Sie dabei? Ja, das ist natürlich bedrückend zu sehen, dass man sich entscheiden muss zwischen den Jungen und den Alten. Und es passiert eigentlich damit oder sich selbst genau das, was ich auf gar keinen Fall sehen möchte. Nämlich ein Kampf der Generationen, dann, der nachher gegebenenfalls ausbrechen kann. Und wenn jemand so lange arbeitet, ist es natürlich irgendwo auch richtig zu sagen, der soll auch was von seinem Alter haben. Nur im Endeffekt ist dann die Frage, wie kriegen wir es hin, dass der Pflegeberuf anders anerkannt wird. Jemand, der, viele Frauen gehen in Pflegeberufe. Wenn wir das in dem Ingenieurswesen sehen, dann haben wir einen ganz, ganz anderen Lohndurchschnitt. Und da sieht es ganz anders aus. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass Berufe anders anerkannt werden. Nur, wenn ich sehe, dass 15% der Kinder heute in Hartz IV leben, dann zerbricht es mir das Herz. Weil das ist eine verkrustete Armut, die sich so schnell nicht mehr auflösen lässt. Es ist immer leicht zu sagen, wir müssen für eine bessere Bezahlung sorgen. Sie sind Unternehmerin, können das bei Ihren Leuten tun, Herr Schneider. Der Paritätische ist oft engagiert auch in Altenpflege und anderen. In diesem Fall sind Sie plötzlich der Arbeitgeber hier. Frau Steiner hat gerade gesagt, und das ist ja das, was wir den ganzen Abend gehört haben, man muss Leute in vernünftige Löhne bringen, mhm, damit auch vernünftige Renten entstehen können. Ich völlig recht. Das Problem ist nur, nehmen wir Beispiel Pflege. Wenn man Pflege besser bezahlt, muss es refinanziert werden. Wenn man es refinanzieren will, dann muss Geld von den öffentlichen Kassen irgendwo herkommen, weil die Menschen es alleine nicht mehr stemmen können häufig. Wir haben heute schon 50% der Bewohner in alten Pflegeheimen sind Sozialhilfebezieher mittlerweile, wegen der Pflege. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen mehr Geld, dann kommen immer wieder, egal ob es um Sozialleistungen geht, Geld, gerade die Unternehmerverbände und sagen, unfinanzierbar, geht nicht, bricht unsere Wirtschaft zusammen. Das ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Wie man es also anpackt, erhöht man Sozialleistungen, kommt Druck aus der Wirtschaft, nicht bezahlbar, will man Menschen besser bezahlen und brauchen dadurch eine höhere Finanzierung aus den Pflegekassen oder aus Steuermitteln, heißt es auch wieder nicht bezahlbar. Ich glaube, das Beispiel von Frau Klaassen macht eines deutlich. Es gibt überhaupt keinen Konflikt zwischen Jung und Alt.
Das ist völliger Unsinn. Welches Problem sollte ein reicher Erbe haben mit seinem noch reicheren Eltern, von denen er mal erben wird? Da gibt es keinen Konflikt. Es gibt übrigens auch keinen Konflikt zwischen dem Jugendlichen, wie Sie gerade nannten, in Hartz IV, mit seinem arbeitslosen Vater oder mit seinem Opa in Altersgrundsicherung. Der Konflikt, der ist immer zwischen Arm und Reich da. Es geht immer bei der Frage, will und kann ich alte Menschen versorgen, um eine Verteilungsfrage. Und da geht es ums Geld, da geht es nicht einfach um Generationen. Deswegen halte ich es auch für völlig falsch, wenn sich Menschen hier aufschwingen und sagen, ich spreche mal eben für eine Generation. Das stimmt doch gar nicht. Ihre Generation ist so unterschiedlich aufgestellt zwischen Hartz IV und sehr wohlhabend, da gibt es nicht den Einsprecher. Der Schneider kommt gleich zum Punkt und dann sind Sie dran, nämlich jetzt. Ich glaube, das, was Sie sagen, Sie versuchen, das alles kaputt zu machen. Ich glaube, das ist nicht richtig, weil Sie sagen, es gibt keinen Konflikt. Das, was im Moment an Rentengeschichten, Rentenpaketen gemacht wurde, hilft weder den Jungen noch den Betroffenen, von denen wir die ganze Zeit reden. Es hat sich verändert. Die Generation, die jetzt in Arbeit ist, hat eben nicht mehr den glatten Lebensweg, den Sie vielleicht hatten. Angefangen früh und gehen dann diese Karriereleiter hoch. Das gibt's so nicht mehr. Wir wandeln die Jobs. Wir wollen uns mal selbstständig machen. Wir wollen die Arbeitgeber wechseln. Wir gehen mal ins Ausland. All das ist Gift für die Renten, so wie sie im Moment ausgestaltet sind. Ein gottvoller Vorschlag von Herrn Spahn. Er möchte zum Beispiel zurückkommen und trifft damit genau meinen Wunsch. Herr Spahn. Also zum Ersten muss man ja schon schauen, das ist ja in etwa ein guter Durchschnittsverdienst, wenn man mal auf Brutto umrechnet. Man kann immer sagen, muss mehr sein in der Pflege, können wir lange drüber diskutieren. Deutlich unter dem Schnitt. Der Durchschnitt liegt im Moment bei 3.000 im Monat. 1900 netto, Herr Schneider, ist etwa 3.000. Zweitens muss man sehen, wer 40, 45 Jahre lang Durchschnittsverdienst hat oder mehr, der bekommt in der Rente auch etwas. Man bekommt etwa pro Jahr Durchschnittsverdienst 30 Euro Rente nachher. Da ist so die Faustformel. Wer also 40 Jahre arbeitet, hat nachher 1200 Euro Rente, Stand heute. Die Rente wird allein bis 2030 nach allen Prognosen noch mal um 40% steigen. Dann reden wir nicht über 1200, sondern um 1700 vielleicht. Die Inflation ist im Moment auch relativ niedrig. Ich will nur sagen, diese Prognosen und diese Vorausberechnungen, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht künstlich alles nach unten reden und die Leute alle wuschen. Leute alle nicht nach oben und nicht nach unten, sondern realistisch am Beispiel mal was einschätzen. Natürlich wird die Rente nicht nachher zu großen Sprüngen bringen, aber sie wird auch liegen, deutlich liegen über der Armutsgrenze. Und zum Zweiten, und jetzt mache ich mich unbeliebt bei Frau Klaassen wahrscheinlich, muss man natürlich schon die Frage stellen, wer im Alter etwas mehr haben will, muss im Heute etwas verzichten. Aber ich meine, das können Sie leicht und zusätzlich sagen. Entschuldigung, Herr Stegner, Frau Klaassen ist doch da, die kann für sich selbst sprechen. Ja. Herr Stegner, Sekunde bitte, Frau Klaassen. Ich habe das eben selbst so formuliert wie ein Vorwurf. Sie haben ja die meisten Redeanteile von allen. Hört doch mal auf mit den albernen Spielchen jetzt. Wir fangen nicht an mit der Stoppuhr. Es ist jeder seines Glückes Schmied. Herr Spahn, Sie haben es gerade auch gesagt. Sie wollten sich unbeliebt machen. Wer im Alter mehr haben will, muss dann auch mehr sparen. Wie viel hatten Sie denn übrig in der Zeit, als Sie nicht sparen konnten? Was hätten Sie sich gewünscht, übrig zu haben, um zum Beispiel riestern zu können, als Sie noch nicht misstrauisch waren? 50 Euro, 60 Euro, was wäre es gewesen, was Ach Sie so, nicht Ach so, was ich übrig gehabt hätte? Ja. 25 Euro? Das war das, was so ohne große Luxusausgaben, was ist schon Luxus in diesem Segment, was übrig geblieben ist. Ja. Und da haben Sie gesagt, diese 25 Euro stecke ich jetzt nicht in. Genau. Aber das ist doch genau das Problem. Herr Spahn, war dabei, Sie unbeliebt zu machen, muss er sich auch rechtfertigen. Natürlich muss man schauen, wie viel, ich weiß ja selbst, wie das bei mir als Azubi war, wie es bei meinem Bruder jetzt ist, der mich fragt, Jens, was soll ich machen für die private Vorsorge? Natürlich ist da nicht viel über im Monat. Und trotzdem müssen wir doch sagen, wer im Alter mehr haben will, muss ihm heute etwas zur Seite legen. Und natürlich, wenn es Kinder gibt zum Beispiel... Es ist die ehrliche Botschaft. Ich mache mich, wie gesagt, damit unbeliebt im Zweifel. Das ist aber es ist auch eine Attitüde. Und zum Zweiten kommt natürlich dazu, wenn wir jemanden mit Kindern haben, zum Beispiel, dann gibt es ja entsprechend auch 100 etwa pro Kind mittlerweile nach dem 01.01.2008 300 Euro, davor 150 Euro zusätzlich vom Staat mit dazu. Insofern muss man halt mal sehr individuell schauen, was könnte man mit relativ kleinen Beiträgen zusätzlich
etwa aus der staatlichen Zulage bekommen. Aber Herr Spahn, und da sind wir vielleicht in der Verantwortung, also nicht wieder was, was wir konkret machen können, vielleicht dieses Jahr, Herr Stegner, dass wir etwa bei der betrieblichen Altersvorsorge hin zu mehr Standardprodukten kommen, damit das nicht so kompliziert ist, man sich nicht so viel selbst Gedanken machen muss, wo wir auch in kleineren Betrieben es leichter machen, zusätzlich vorzusorgen. Wir geben staatlich was mit dazu und haben Standardprodukte, die im Vertrieb nicht so teuer sind, dass Herr Schneider also so umfallen muss, wie er vorhin umgefallen ist. Da können wir ja was besser machen. Aber dann sollten wir doch an den konkreten Problemen arbeiten und nicht den Menschen suggerieren, in dem zweitältesten Land der Welt, gleich nach Japan, in dem die Lebenserwartung steigt, und wir alle irgendwie uns ja wünschen, dass wir möglichst alt werden, wird das alles gehen, ohne dass wir zusätzlich vorsorgen müssen. Das steht nicht klar. Ah, Entschuldigung, Sie haben wirklich leicht reden. Sie sitzen hier, Ihnen geht das gut und Sie geben der Frau Klaasen Ratschläge, was sie hätte zurücklegen können. Ich muss ehrlich sagen, für mich sind Menschen wie Frau Klaasen Leistungsträger in unserer Gesellschaft und die dürfen eben nicht bei einem Rentenniveau landen, wo sie am Ende nicht zurechtkommen. Ich finde das klasse, dass sie das für ihre Kinder macht. Ich würde mir wünschen, dass die Einkommen so sind, dass sie das nicht muss und für die Kinder auch gesorgt ist. Deswegen ist der Kern Verbesserung bei Arbeit. Sie haben ja sogar den Mindestlohn bekämpft, bis wir ihn endlich hatten. Die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern und das Rentenniveau und darf nicht so absinken. Lass mich nur machen, Herr Stegner, Sie stellen die letzten 15 Jahre Sie mich auch mal einen Satz reden, Sie plaudern hier die ganze Zeit. Sie werden am Ende vielleicht, wenn Sie älter sind, von jemandem wie Frau Klaasen gepflegt. Und wenn die nicht ordentlich bezahlt wird und wenn die nicht am Ende eine Rente hat, mit der sie zurechtkommt, dann ist das eine Undankbarkeit dieser Gesellschaft gegenüber dieser Lebensleistung. Und da können Sie noch so kühne Rechnungen anstellen, was alles mit Betriebsrenten ist. Aber die kleinen Pflegeheime, über die wir reden, die haben doch gar keine Betriebsrenten. Die Leute haben doch gar nicht die Möglichkeit. Haben Sie mir zugehört? Und denen müssen, ja, Sie haben gesagt, das muss man auch mal ändern. Darf ich kurz daran erinnern, dass Sie noch in einer großen Koalition sind? Ja, das macht ja keiner, man muss dem Unsinn ja nicht zustimmen, sondern man kann sagen, man muss zwei Projekte hier verabredet haben. Herr Stegner, Arbeitsministerium und Finanzministerium arbeiten gerade sehr konkret daran, genau das Thema zu adressieren. Das ist schön. Sie machen immer die zwei Projekte, die Sie zusammen konkret nicht abgeschlossen und deswegen sehe auch ich Handlungsbedarf. Horst Seehofer sagt's in einem Satz: Die Riester-Rente ist gescheitert. Wir haben es gerade erlebt, der frühe Seehofer hat sie gefordert, der aktuelle Seehofer sagt, Riester-Rente gescheitert. Herr Spahn, welcher Seehofer hat denn recht? So gesehen hatte der ältere, also der frühere Seehofer, der jüngere sozusagen, Seehofer recht. Ich halte das Signal, einfach zu sagen, die Riester-Rente ist gescheitert, für fatal. Wir haben 16 Millionen Verträge, es werden aktiv gerade 12, 13 Millionen bespart. Das sind Menschen, die haben was richtig gemacht, weil sie gesagt haben, ich spare zusätzlich was dazu, ich sorge privat vor und denen sollten wir jetzt nicht was anderes suggerieren. Natürlich kann man beim Riester drüber reden, was können wir noch besser machen, was ist mit den Vertriebskosten, wie können wir zu einer besseren Rendite kommen, aber insgesamt, das ist vorbei. Insgesamt ist es so, dass jemand, der dort spart, am Ende mehr hat, als wenn er nicht gespart hätte. Und zum Zweiten, vor allem ist es auch so, dass wir Geringverdiener erreichen. Es wird ja immer so suggeriert, doch 44-45% derjenigen, die Zulagen kriegen, haben ein Einkommen von unter 20.000 Euro. Das ist, glaube ich, unterdurchschnittlich. Ja, von denen, die Zulagen kriegen, ist ja nur ein Drittel. Von denen, ja, wir reden doch über die staatliche Förderung. Ich werde es gleich mal wir da erreichen. Ja. Wir haben 60% von denjenigen, die Zulagen kriegen, haben unter 30.000 Euro, also auch noch unterdurchschnittlich. Natürlich erreichen wir nicht genug, wir erreichen, Herr Schneider, da stimme ich Ihnen zu, nicht genug Geringverdiener. Wir können darüber reden, wie wir Geringverdiener besser erreichen. Sie machen Zahlen. Aber pauschal zu sagen, sie ist gescheitert, oder pauschal zu sagen, Geringverdiener würden wir nicht erreichen, setzt einfach ein fatales Signal, weil jeder, der zusätzlich privat vorsorgt, Herr Spahn, Sie machen Zahlenakrobatik. Ein Drittel derer, die überhaupt Anspruch haben auf Riester-Rente, werden überhaupt mit aktiven Verträgen erreicht. Also das sind ja weniger als 16,5, weil von den 16,5 Millionen werden ja viele gar nicht mehr bedient. Das sind 14. Und von dem Drittel, klar, dann haben sie noch mal 40% von denen haben wenig Geld. Das sind die, die erreichen. Aber im Schnitt sind es gerade mal etwa ein Viertel derer, die wirklich wenig verdienen, die Riester abschließen. Und jetzt noch ein Satz, wenn Sie sagen, da muss man nachsteuern. Sie steuern seit 15 Jahren nach. Also was soll man zu einer Rente sagen, die seit 15 Jahren beworben wird, wo die Politik wirklich andauernd und permanent erklärt, bitte riestert, ihr müsst riestern, ihr werdet sonst altersarm, wo permanent nachgesteuert wird, wo einem alle Nasen lang irgendwelche Versicherungsvertreter an der Haustür stehen und trotzdem nur 30% abschließen, sowas nenne ich ein Totalflop. Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also, soweit ich das wahrgenommen habe, in der öffentlichen Debatte immer gesagt, wir müssen die Dinge verbessern, aber nicht abschaffen. Also, private Vorsorge ist
glaube ich, schon richtig. Wir können ich halte es für falsch. Ich halte den Weg, der insgesamt eingeschlagen ist, das Rentenniveau zu senken, da sind wir wieder und dafür Privatvorsorge zu lassen, für falsch. Ich finde diesen Diskurs sehr interessant, aber Herr Stegner bleibt ungewohnt ruhig dabei und lässt das ein bisschen an sich vorbeilaufen. Kann es daran liegen, dass Ihnen Herr Schröder rückwirkend etwas peinlich ist, der genauso wie Herr Seehofer dafür eingetreten ist, der auch gesagt hat, niemand wird am Ende weniger haben. Hat die SPD dieses Versprechen gebrochen? Ich glaube, dass nur der keine Fehler macht, der gar nichts tut oder in Fundamentalopposition ist. Ich glaube, dass die Erwartungen, die da geweckt worden sind, in der Tat falsch sind, weil nämlich der Teil, den man braucht, insbesondere wenn jetzt auch das Rentenniveau noch sinkt, um das ausgleichen zu können, verlangt, dass man dann auch vorsorgen kann. Und bei den Geringverdienern ist das nicht der Fall. Meine Einschätzung ist, dass die Riester-Rente für die, die sie brauchen, die können sie sich nicht leisten. Die sich leisten können, brauchen sie nicht. Deswegen Darf ich diesen Satz zu Ende? Herr Stegner, Sie sind so jung und flexibel. Aber nur den Halbsatz noch zu Ende. Dass die Tatsache, dass viele Geringverdiener das machen, zeigt doch nur, dass andere es nicht brauchen. Aber ganz viele von den Geringverdienern können sich eben nicht leisten, das zu tun. Und das ist der jetzt, Kern. Herr Stegner, möchte ich Sie unterstützen. Hier ist ein Zahlenwirrwarr. Wir haben das ein bisschen kommen sehen. Und was ist eigentlich dran, dass die falschen Riestern oder Riestern können? Schauen Sie sich dieses Verhältnis bitte an. Wahr ist, nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung verdienen über 45% aller Riester-Bezieher weniger als 20.000 Euro im Jahr, sind also Menschen mit geringem Einkommen. Wahr ist aber auch, diese Riester-Bezieher müssen nicht wirklich arm sein. Ein Beispiel, die riesternde Ehefrau eines sehr gut verdienenden Zahnarztes arbeitet einige Stunden pro Woche in der Praxis ihres Mannes. Dafür bekommt sie 450 Euro im Monat. Für die Deutsche Rentenversicherung ist sie damit eine Riester-Frau mit wenig Einkommen. Außer Acht gelassen wird allerdings, dass sie mit einem Spitzenverdiener zusammenlebt. Genau deshalb haben sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und die Freie Universität Berlin in einer gemeinsamen Studie nicht das Einkommen der einzelnen Riester-Sparer angeschaut, sondern das Einkommen der Riester-Haushalte. Ergebnis? 20% der gesamten Riester-Förderung gehen an Haushalte mit einem verfügbaren Nettoeinkommen von mehr als 45.000 Euro. An Haushalte mit weniger als 10.000 Euro fließen dagegen nur 2% der Riester-Förderung. Herr Stegner, erklären Sie es doch mal. Warum verschenkt der Staat, das sind wir, die Steuerzahler, warum verschenkt der Riester-Förderung, also Geld, an Leute, die es gar nicht nötig haben? Nehmen Sie das Beispiel, es muss nicht immer die Zahnarztgattin sein, die Steuerberatergattin, die Produzentengattin, was auch immer. Ich glaube, dass das zu den, Herr Spahn, auch ein Gatte kann es sein in sehr modernen Gatte Zeiten. Gatte oder Gattin hin und her, es ist eine Fehlentwicklung jedenfalls. Und das zeigt, dass das Instrument mehrere Webfehler hat. Es hatte auch den Fehler, dass am Ende die privaten Versicherungskonzerne daran verdient haben. Ich finde, wenn man sowas macht und wie die Menschen dazu anleiten, soll nicht auch noch Geld für Gebühren draufgehen. Und ja, weil Sie mich darauf angesprochen haben, vielleicht sollten wir auch aufhören, Gesetze nach Politikern zu benennen. Das macht es ein bisschen leichter, sozusagen daran Kritik zu üben, egal wo der Mensch jetzt hingehört. Herr Stegner, ich weiß nicht, ob ich von Ihnen erwarten kann, dass Sie diese Frage ehrlich beantworten. Wenn Sie da Schröder sehen, wenn Sie sich an Riester erinnern, dass die Versicherungswirtschaft das bejubelt und daran gut verdient, war das eine Überraschung, die über Sie hereingebrochen ist, die auf keinen Fall vorhersehbar war? Darf ich ehrlich sagen, mich hat das weniger überrascht als andere. Aber man hat ja gar nicht so gerne Recht in solchen Dingen. Denn natürlich hätte man sich wünschen können, dass wir eine Entwicklung haben, wo die gesetzliche Rentenversicherung in Ordnung ist, wo private Vorsorge dazukommt, wo Betriebsrenten da sind. Fakt ist aber leider, dass für viele gering und Normalverdiener am Ende zu wenig rauskommt. Und das ist die Dramatik dabei. Und wir können es in Zeiten knapper Kassen auch nicht leisten, dass wir Mitnahmeeffekte haben, die gar nicht nötig sind. Denn die staatliche Förderung jedenfalls sollte sich auf die konzentrieren, die es brauchen. Aber Geschäftsführer des Paritätischen, gleich Herr Spahn. Ja. Der Geschäftsführer des Paritätischen, lauter Fakten hier, bisher keine falschen. Der Geschäftsführer des Paritätischen hat auch geriestert. Oh Gott. Mit welchem? Was heißt so? Ja, wir haben mal recherchiert. Sie haben. Ja, ich habe mal sowas abgeschlossen.
habe auch nicht genau hingeschaut, weil ich dachte, wird das heißt, schon Sie machen gut dies, gewesen. Alle Fehler. Ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann. Ich habe also so ein Ding abgeschlossen und dachte, wenn der Staat solche Unmengen da reinzahlt und ich bin ja eigentlich eine Familie, die klassisch in Frage kommt, zwei Kinder, verheiratet, dachte ich, kann nur gut sein. Unterschreib mal. Und dann erst wirklich sehr viel später, 2, 3 Jahre später, in einer stillen Stunde, habe ich mich mal an den Schreibtisch gesetzt und ausgerechnet, wie alt ich denn werden muss, damit ich überhaupt meine Beiträge wiederkriege. Das war erschreckend. Ich musste, also an die 90 ging das ran. Das geht ja locker bei Nein, eben nicht. Dann habe ich ich bin ja so ein genauer Mensch. Dann habe ich nachgeguckt, Sterbetafel, 1958 geboren, wie alt wirst du denn? Ja, so 83, da dachte ich, boah, echt, aber die Wette hast du jetzt schon verloren. Was haben Sie gemacht? Ich bin mit großen Verlusten da rausgegangen. Aber okay, einfach, das war, nein, das war meine Psyche mir wert. Ich habe gesagt, lieber einmal richtig ärgern und dann vielleicht nochmal abends mit essen gehen und dann die Sache vergessen. Aber wenn die jedes Jahr immer wieder abgebucht hätten, ich jedes Jahr immer wieder erinnert worden wäre, schmerzlich, was für einen Unsinn ich da gemacht hätte, ich wäre verrückt geworden. Ich bin da draußen und fühle mich besser. So, der Seehofer sagt, Riester-Rente gescheitert. Herr Schneider fängt sehr spät an, genau zu rechnen, ja. Macht dann eine Trotzreaktion und Herr Tenhagen kollabiert beim Zuhören. Warum? Naja, also die Leute, die so einen Riester-Vertrag machen, auf der Sparseite, bis die 65 oder 67 sind, sehen die gut aus. Auch ein Herr Schneider hätte gut ausgesehen dabei. Auch die Leute mit einem niedrigen Einkommen, besonders die mit einem niedrigen Einkommen, sehen gut aus bis 65. Weil die staatliche Förderung in dem Bereich sogar besser ist, als das, was die gesetzliche Rente macht. Die gesetzliche Rente ist doch diejenige, die so gemein ist zu den Leuten mit den niedrigen Einkommen. Ich habe es gerade vorgerechnet. 63 Jahre bei Mindestlohn Vollzeit arbeiten, um auf 800 Euro zu kommen. Und die Leute haben dann keine Chance. Das Problem für die Leute mit den kleinen Einkommen, und deswegen tun die das zum guten Teil auch nicht, vielleicht sogar aus vernünftigen Gründen, ist, wenn die da mal 65 sind und wollen das dann nutzen, wird das auf ihre Grundrente angerechnet. Das heißt, sie sind nicht essen gegangen mit ihren Kindern und müssen hinterher sozusagen das auf ihre Grundrente anrechnen lassen und haben nicht mehr Geld in der Tasche. Das ist ein Problem. Sie werden bestraft dafür. Ja, sie werden bestraft dafür. Und für die Leute, die drin sind, die heute drin sind, sich jetzt bloß nicht kopfscheu machen lassen, weil diese Verträge sind zu einem guten Teil gut. Und wenn Sie 2002 abgeschlossen haben, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, kriegen Sie doppelt so viel Rente garantiert, als wenn Sie im letzten Jahr abgeschlossen haben. Wie bescheuert müssen Sie eigentlich sein, um einen Vertrag, der sowas Ihnen bietet, zu kündigen? So, ja, letzter Punkt noch. Und dann kündigt der Schneider auch noch. Also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse, weil so ein Vertrag... so ein Vertrag, da hat der Staat nämlich vorgesehen, dass wenn Sie sich über Ihren Anbieter ärgern und den doof finden und sagen, der macht das nicht richtig, dass Sie mindestens das wieder rauskriegen müssen, was Sie eingezahlt haben und was der Staat an Förderung dazugegeben hat. Aber nur, wenn Sie den Vertrag beitragsfrei stellen, dann muss nämlich dieser Anbieter mit 65 Ihnen das Geld wieder hinstellen. Ja, wenn Sie kündigen, dann schenken Sie Ihrem Vertriebsheini, der Ihnen das verkauft hat, die 2000 Euro Vertriebsgebühr. Ja, gerne. Ich bin Opfer, gebe ich zu. Aber. Nein, das Problem ist doch wirklich, weil was Sie gerade erklärt haben, überfordert mich erstmal. Überfordert wahrscheinlich die meisten immer dieses permanente Kleingedruckte. Da kann so ein Fachmann wie Sie sich drin suhlen und sagen, wie schön, da finden wir noch einen besseren Verlag. Der normale Sparer will einfach eine gewisse Sicherheit. Er will nicht das Gefühl haben, permanent aufpassen zu müssen. Er will nicht das Gefühl haben, permanent übers Ohr gehauen zu werden. Er will nicht irgendwie permanent beworben werden, weil dann wird er ja schon misstrauisch. Und er will vor allen Dingen nicht, jetzt kommt's, eine Versicherung abgeschlossen haben, wo er deutlich älter werden muss als seine statistische Lebenserwartung ist, damit er überhaupt wieder auf sein Geld Und deshalb ein weiterer Punkt, weshalb ich vorhin schon sagte, ich denke, Riester müsste man schlicht als Instrument jetzt auslaufen lassen. Nicht nur, dass es von den Zahlen her gescheitert ist, es ist zu komplex und es ist überflüssig. Wir haben eine gesetzliche Rentenversicherung, die ist relativ einfach gestrickt. Dort zahlt man Geld ein, wenn es hier funktioniert.
Und wenn der nicht permanent oder jährlich praktisch das Rentenniveau gesenkt würde, man weiß dann etwa, was am Ende rauskommt. Und das halte ich für ein klares System, was in jedem Fall unterstützenswerter ist als Riester. Herr Schneider, bevor Sie mit der Lösung kommen, müssen wir noch was klären. Also, es gab sehr unterschiedliche Anbieter für Riestern. Mhm. Und da konnte man in den Mustopf greifen oder man konnte in den besseren Topf greifen. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch Finanzberatung. Dazu gibt es Ihr Portal Finanztipp. Sie beraten Verbraucher, aber Kontaktvermittlungen, wenn ich über Ihre Seite gehe, die zu Riester-Renten führen, die werden Ihnen vergütet. Ist das richtig? Nicht unbedingt. Wir empfehlen bestimmte Anbieter in bestimmten Segmenten und manche von denen vergüten uns das und manche nicht. Es gibt zum Beispiel im Wahlkreis von Herrn Spahn die Volksbank Gronau-Ahaus. Die empfehlen wir als Banksparplan. Die vergüten das nicht. Okay. Es gibt die Hannoversche Leben, die empfehlen wir als Versicherung, die vergüten das auch nicht. Wir haben eine Fondsgesellschaft, die vergütet. Sie testen unabhängig und gehen dann auf die Banken zu und sagen, testen erst ihr seid die Guten, ihr könnt dafür auch gerne was ins Töpfchen tun. Genau. Okay. Und das klingt für alle Seiten interessant. Ja. Das ist interessant. Vor allen Dingen ist es dann interessant, wenn man den Herrn Schneider noch mal nimmt, weil der ja sozusagen, nachdem er nach zwei Jahren nach dem Vertrag genauer hingeguckt hat, hätte er sich doch mit der Sterbetafel doch bitte richtig beschäftigt. Weil dann hätte er gewusst, dass eine Sterbetafel, wenn er sozusagen 65 wird, vorsieht, dass er durchaus älter wird als 83 und dass er eine gute Chance gehabt hätte. Also Sterbetafel durchschaue ich schon, nur die Versicherung. Den letzten Punkt, ganz wichtiger Punkt, ganz am Anfang. Und das ist, wenn Sie so wollen, ein richtiges Problem. Diese Riester-Rente ist nie gemacht worden, um Altersarmut zu verhindern. Ja, halt mal. Sagt keiner. Aber nein, die SPD sagt es nicht, Walter Riester sagt es nicht. Es sagt niemand, die ist gemacht worden, um Versicherungsarmut zu verhindern. Die ist in erster Linie gemacht worden, um Leuten, die so ein Einkommen haben, wie man das bei VW hat, sozusagen als Facharbeiter, zusätzlich Geld für ihre Rente zu geben, weil die ja auch von den Rentenkürzungen dieser Jahre partizipiert. Über Riester, Herr Schneider ausschließlich eine Konzentration auf die gesetzliche Rente offensichtlich vorschlägt, da rollt es mir als junge Generation die Fußnägel hoch. Die Struktur wäre jetzt gut für unsere Zuschauer bevor wir in die Zukunft gucken, was besser wäre. Lassen Sie uns diesen Riester-Block, weil 16,5 Millionen Verträge sind abgeschlossen und denen sollten wir etwas sagen. Sie haben einen Teil Ihres Geschäftsmodells offengelegt, Sie raten nicht kündigen, sondern drinbleiben. Ja, es sei denn, darf ich das so polemisch sagen, man kann sich diesen Wutanfall in einer Sache leisten, wie Herr Schneider. Ja. Er konnte für seine Seelenhygiene mal was auf den Kopf hauen. Damit er nicht hinterher sagt, Höflichkeit wird bestraft, ist er jetzt wirklich dran. Und dann sind Sie dran. Okay. Bitte, Herr Schneider. Also ich halte es fatal, einer Gesellschaft, in der bald auf zwei Rentner ein Beitragszahler kommt und wo deswegen das Rentenniveau sinken wird in eine bestimmte Richtung. Das haben alle gemeinsam beschlossen. Den Menschen zu sagen, wer privat vorsorgt, macht einen Fehler. Und das ist das, was Sie suggerieren. Nein, es ist politisch ein Fehler, das System zu fahren. Ganz fatal. Ich sage doch nicht, dass wir bei Riester mit Blick auf Geringverdiener noch eine andere Zulage machen können. Übrigens auch eine andere Information. Viele wissen gar nicht, wie viel Zulage sie kriegen können. Ja. Sie können bei einem Minijob, Alleinerziehende mit zwei Kindern, die nur in Anführungszeichen einen Minijob hat, mit 60 Euro Eigenbeitrag im Jahr 800 Euro kriegen, wenn die Kinder nach 2008 geboren sind, zusätzlich vom Staat. Das ist eine massive Unterstützung. Sie haben für Ihre zwei Kinder auch 300 Euro im Jahr zusätzlich gekriegt. Das hebt natürlich die Rendite. Das heißt also, so zu tun, dass jeder, der einen Riester abgeschlossen hat, insbesondere wenn er Kinder oder Familie hat, einen Fehler gemacht einfach ein fatales Signal, was Sie hier senden. Wir müssen eigentlich sagen, du hast im Grundsatz eine richtige Entscheidung getroffen. Wir müssen dafür sorgen, da bin ich übrigens bei Herrn Tenhagen, dass wenn du in die Grundsicherung kommst, weil du privat vorgesorgt hast, kannst du 50 oder 100 Euro, da können wir ja drüber reden, als Freibetrag behalten, damit du mehr hast als jemand, der nicht vorgesorgt hat. Den Anreiz kann man ja verändern. Ja. Aber hier eine Botschaft zu machen, wer privat vorgesorgt hat und zusagt, hat einen Fehler gemacht, halte ich einfach für eine falsche Botschaft, weil wir gerade Geringverdiener und Familien mit den Zulagen erreichen. Aber die Botschaft, die ich aussandte, war ja nicht,
da habe ich ja korrekt auf Ihre Frage geantwortet. Es ist nicht falsch, vorzusorgen. Man muss heute vorsorgen. Wenn man die Wahl hat zwischen einem Lottoschein, einer VW-Aktie und einer Riester-Rente, ist es vielleicht ganz vernünftig, sogar die Riester-Rente zu nehmen. Nur, was ich gesagt habe, was falsch ist, ist politisch den Weg zu gehen, das Rentenniveau zu senken und die Menschen auf private Vorsorge zu verweisen. Das halte ich für fatal. Sie erwecken ja auch den Eindruck, Herr Schneider, dass das Sinken des Rentenniveaus zu massenweise Altersarmut. Nein, das habe ich bisher noch gar nicht gesagt. Ja, das werden Sie aber gleich wahrscheinlich sagen, weil sonst würden Sie es. Ja, aber warum sinkt das Rentenniveau? Erklären Sie es uns. Ja, das sinkt deswegen, weil wir zwei Sicherungssysteme sozusagen haben. Wir haben einerseits steuern wir über die Höhe des Rentenniveaus. Das heißt, wie viel kriegt jemand relativ zu seinem vorherigen Einkommen? Und das wird ja immer auf den Durchschnittsrentner, auf den Eckrentner, wie das so heißt, berechnet, der sowieso in der Welt nicht gibt, weil so wie es 20 Millionen Rentner gibt, gibt es auch 20 Millionen unterschiedliche Biografien. Und der andere Teil war, dass wir die jüngere Generation nicht überbelasten wollten mit den Beiträgen. Und für jeden Prozentpunkt mehr an Rentenniveau zahlt man 6 Milliarden Euro, 0,5 Punkte, 5 Euro pro 1000 Euro Verdienst. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen das Rentenniveau wieder bei 50% haben, wo es mal war, zahlt jemand mit 3000 Euro Einkommen 75 Euro mehr im Monat 2030. Aber das sollten wir dann doch jetzt sagen. Herr Stegner, darf ich noch mal sagen, ich bin hier Zuschaueranwalt. Das, was er gerade an Zahlen gebracht hat, ist genau dieser Punkt, wo Sie sagen, die SPD eigentlich eine Rolle rückwärts. Wir wollen die gesetzliche steigern auch wieder. Wir wollen sie festigen. Wir wollen ein höheres Rentenniveau. Was das bedeutet, und Herr Spahn hat gerade die Zahlen gebracht, das nochmal zum Erklären und Verarbeiten für unsere Zuschauer, dann sind Sie sofort dran. Das Niveau der gesetzlichen Rente darf nicht weiter sinken, sondern muss auf dem jetzigen Niveau stabilisiert werden. Klingt erst einmal gut. Das Niveau auf 47,8% zu stabilisieren, würde aber bis zu 18 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich kosten, sagt die Deutsche Rentenversicherung. Und sollte das Netto-Rentenniveau sogar auf 50% angehoben werden, wie es eine Gruppe linker SPD-Abgeordneter fordert, würden die Mehrkosten grob gerechnet bis zu 30 Milliarden Euro jährlich betragen. Der Rentenbeitrag für die Einzahler müsste dann allerdings von 18,7% schließlich auf über 24% ansteigen. Ein Durchschnittsverdiener würde dann allein für die Rente mindestens 75 Euro mehr pro Monat bezahlen müssen. Herr Stegner, haben Sie eigentlich keine Angst, dass jüngere Arbeitnehmer, auch SPD-Wähler sollen darunter sein, dass die sagen, haben wir verstanden, die Alten auf dem Sonnendeck und wir unter Deck am Rudern? Das wäre richtig, wenn es die heutigen Älteren betrifft. Aber wir reden genau über die Leute, die jetzt arbeiten sollen, dass die ein Rentenniveau am Ende bekommen, das vielleicht nur noch 42-43% ist. Herr Spahn und ich können uns das leisten. Das ist gar kein Problem. Aber wenn man ein Normal- oder Geringverdiener ist, kann man sich das überhaupt nicht leisten. Und dann geht das gar nicht, dass man in die Rente eingezahlt hat und am Ende so wenig rausbekommt. Und dann gibt es ja viele Menschen, die haben wieder eine Betriebsrente, die können nicht vorsorgen für private Vorsorge und die haben am Ende dieses Rentenniveau. Und man kann den Jüngeren ja anders helfen. Ich will Ihnen das mal ein Beispiel sagen. Man kann zum Beispiel sagen, diese Mütterrente bezahlen wir bitte aus Steuern, nicht aus Beiträgen. Ist schon wieder mehr Geld in der Kasse. Man könnte sagen, wir bezahlen Frauen gleich wie Männer. Die kriegen den gleichen Lohn und wir bezahlen Frauenberufe besser. Wir tun also was für Arbeit. Gute Arbeit, gute Rente. Schlecht bezahlte Arbeit, schlechte Rente. Das ist der Punkt. Und daran müssen wir was verstehen. Entschuldigung, Frau Steiner. Wenn ich das alles so höre, sage ich ganz ehrlich, als Stimme der Jungen, der wird mir Angst und Bange. Also es ist insofern grausam, wenn ich mir anschaue, alleine was noch gar nicht gefallen ist, das niedrige Zinsniveau und das niedrige Umfeld. Alleine das ist ein Problem für die private Vorsorge. Wir haben überhaupt keine Chance mehr, privat vorzusorgen. Und schuld ist die EZB und schuld ist eigentlich auch in dem Moment der deutsche Staat, der sich nämlich gesund spart auf Kosten von uns, der jungen Generation. Wie sollen wir das denn leisten? Nein, aber jetzt müssen wir. Lassen Sie doch Frau Steiner einfach mal. Sie hat lange zugehört. Schneider, ich habe Ihnen die ganze Zeit zugehört und kenne Ihre ganze private Vorsorge. Es freut mich auch sehr. Aber es hilft mir nicht. Ja? Also ich glaube ganz ehrlich, es braucht mal eine komplette Rentenreform, wo alle was von haben, wo wir einen flexiblen Renteneintritt ermöglichen. Wir reden immer nur über Rente. Sie sagen eben steuerfinanziert,
schuldenfinanziert. Es gibt zig Möglichkeiten der Finanzierung. Warum fangen wir nicht mal an, da, wo wir es brauchen, nämlich im Bereich der Bildung? Wenn wir anfangen, frühzeitig unsere Kinder in eine super Zukunft zu führen, dann können sie im besten Fall für sich selber vorsorgen und dann müssen wir nicht heute mit 80 Milliarden und mehr in die sozialen Kassen einzahlen. Aber liebe Frau Steiner, Sie haben völlig recht, dass wir einig sind. Wir müssen möglichst viel für Bildung tun. Sie werden mir wahrscheinlich auch nicht widersprechen, dass es richtig wäre, dass Frauen zum Beispiel Alleinerziehende oder andere besser gefördert werden, sodass sie das alles können. Und dass wir dafür sorgen, dass wir nicht nur Mindestlöhne haben, sondern dass die Arbeitnehmer gut verdienen, dass sie auch Beiträge und Steuern zahlen. Und wir sind sogar beisammen bei der Flexibilität. Aber die Flexibilität kann natürlich nicht heißen, dass einer, dem es sowieso gut geht, der auch als Akademiker gut noch ein paar Jahre länger arbeiten kann, ein hohes Gehalt hat, dass der genauso behandelt wird wie jemand, der Jahrzehnte körperlich gearbeitet, kaputt ist und nicht mehr kann. Aber der trifft doch gar nicht Ihre ganzen Rentenentscheidungen. Der ist doch außen vor, Herr Stegner. Und der kriegt dann am Ende sogar Abzüge. Es ist doch nicht der Dach, der kriegt am Ende Abzüge. Aber Herr Stegner, dann hat am Ende Abzüge, wenn er gehen muss. Dann sollte man eine Reform der Erwerbsminderung. Ich hätte Chorleiter werden sollen, dann hätte ich da vielleicht was Harmonisches draus machen können. Pauschale Verlängerung der Lebensarbeitszeit führen dazu, dass Normalverdiener, Geringverdiener, das ist wie ein Attentat auf die, weil die nämlich nicht mehr so lange arbeiten können, wobei Sie und wir können alle ein bisschen länger arbeiten, wir haben auch ein höheres Gehalt, wir haben auch nicht so lange gearbeitet. Können wir uns ja auf was einigen. Wir können ja drüber reden, ab 2030, wir reden jetzt erstmal bis zu 67, aber bei längerer Lebensarbeitszeit braucht man wahrscheinlich einen längeren Renteneintrittsalter. Wir können ja drüber reden. Wir reden über länger arbeiten und wir reden drüber, wie wir Erwerbsminderungsrenten besser machen für diejenigen, die mit Mitte 50 kaputt sind, wie das bei mir im Münsterland heißt, weil man auf dem Bau nicht mehr arbeiten kann. Das wäre mal eine vernünftige Rentenreform, so eine Kombi. Nur darüber reden Sie leider nicht. Was Sie machen ist, Sie sagen 20 Millionen Rentnern in Deutschland, lass uns doch mal eben das Rentenniveau heute, Ihr Vorschlag war ja nicht für 2030 oder 2040, lass uns doch mal das Rentenniveau heute anheben. Genau. Und das in einem Jahr, wo wir die größte Rentensteigerung seit 23 Jahren haben und wo wir doch sehen, dass in der gesetzlichen Rente es eigentlich alles in allem gerade für diejenigen, die heute Rentner sind, so schlecht nicht läuft. Aber, Im Übrigen, das Armutsrisiko bei Rentnern unterdurchschnittlich ist. Etwa 3% der Rentner von 100 Rentnern brauchen drei zusätzlich Grundsicherung. Bei der Normalbevölkerung, also bei den nicht, oder wenn man alle 80 Millionen nimmt, sind es etwa 9%, bei Alleinerziehenden sind es 16%. Genau, das heißt also, unser Armutsrisiko ist doch woanders. Ja, aber was Sie doch machen, Ihr Vorschlag war, Rentenniveau heute anheben. Das war Ihr Vorschlag. Ja, das löst aber keines der Probleme, weder für den Erwerbsgeminderten, noch für die längere Lebenserwartung, die wir in Zukunft haben, noch für die Frage, was ist mit denjenigen, die Zeiten von Arbeitslosigkeit haben, die Probleme lösen wir alle nicht, aber wir machen pauschale Anhebungen. Das halte ich einfach viel Geld falsch ausgegeben. Wir haben inzwischen so viele Menschen, die prekär beschäftigt sind. Wir haben so viele Menschen, die gebrochene Erwerbsbiografien haben. Wir haben zum Beispiel auch so viele Frauen, es sind nämlich meistenteils die Frauen, die am Ende die kleinen Renten haben, die teilweise sogar jahrzehntelang gearbeitet haben und trotzdem wenig kriegen. Weil sie zu Hause bleiben für ihre Kinder. Ja, weil sie in Teilzeit arbeiten. Ja, aber auch das ist ein Teil, den wir vielleicht anders beantworten müssen. Jedenfalls ist der Kern hier, wir dürfen nicht eine Politik machen, die am Ende nur gut ist für Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens sind. Ja, davon gibt es erfreulicherweise viele. Sie reden ein bisschen häufiger dazwischen, als wir das hier tun. Diese Stoppuhr-Spielchen lassen wir jetzt einfach mal, weil im Zweifelsfalle erinnere ich mich an etwas, was wunderbar zu dieser Diskussion passt. Wir haben hier eine erregte Diskussion, wie sie schon lange nicht mehr da ist. Die Rentendiskussion ist voll entbrannt, auch an diesem Tisch. Gleichzeitig hören wir aber, und da sollte man hellhörig werden, sowas hat im Wahlkampf nichts zu suchen. Bloß nicht dran rühren. Warum eigentlich nicht? Wer hat da was dagegen? Wir alle sollten versuchen, das Thema Rente aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Eine klare Ansage des engen Vertrauten der Kanzlerin. Merkel will Rente als Wahlkampfthema verhindern. Merkel will Rente aus Wahlkampf heraushalten. Was soll das denn? Fragt die Bild. CDU will keinen Rentenwahlkampf. Armin Laschet, stellvertretender CDU-Chef, erklärt das so. Ein Rentenwahlkampf würde nur zur Verunsicherung von Millionen Menschen führen. Das erinnert uns an etwas. Das klingt wie Politik nach dem de Maizière-Prinzip.
Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Herr Spahn, warum hat die CDU Angst vor einem Rentenwahlkampf? Eine Frage der Gerechtigkeit, ist das nicht ein klassisches Wahlkampfthema? Das wäre es sicher.